So, damit starten wir mal den Stream. Ey, ich muss noch kurz meine Tür abschließen. Oh, Moment. So, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen, guten Morgen zum Livestream. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Es ist 8.01 Uhr. Ja, Chat. Hallo, wie geht's? Heute ist Samstag, der 6.4. Alter, was aus dem Voice Track? Hilfe! Ey, heute wird der Untergang sein. Nein, Spaß, keine Ahnung, Leute, das sagen wir irgendwie jede Woche. Aber Freunde, ich grüße euch erstmal. Herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ey, ich habe gerade tatsächlich fast verschlafen, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich noch nie verschlafen, weil ich eigentlich immer einen Wecker stelle auf meinem Handy. Aber mein Handy ist einfach über die Nacht leer gegangen. Und ja, ich wurde dann dementsprechend aufgeweckt. Richtig random. 10 Minuten vor dem Stream. Ich sag euch ehrlich, ich hätte sonst einfach verschlafen. Zum Glück wurde ich aufgeweckt. Und ja, Chat, ich würde sagen, ich grüße euch erstmal. Ich hoffe, euch allen geht super. Amelie, wie geht's dir? Hallo. Hab heute Matt schießt ein Tor für dich. Ey, richtig nice. Ich hoffe, ich schieße ein Tor für dich. Das wäre viel wichtiger. Afomoris, danke schön für die Mitgliedschaft, die reinkommen. Ja, wenn ich das gerade schon anspreche, Dankeschön für die 10 verschenkten Mitgliedschaften an Community. Vielen, vielen lieben Dank. Küsse auf dein Herz, Bruder. Hallo Charlotte, Barbara, wie geht's dir? Mohammed, Jan, hallo Heinz, Gaming, Michi, was geht ab? Hallo Maya, Chiara, was geht ab? Hassan, wie geht's dir? Hallo Daniel. Freunde, ich grüße euch. Ich grüße jeden einzelnen Leute, am Start ist. Ich muss erstmal einen Live-Chat anschalten, dann sehe ich auch jede Nachricht von euch. Hallo Lilly, Bugo, Claudia, Tim, It's Cat, wie geht's dir? Hallo Alex, Flauschi-Fan. Freunde, wie geht's euch allen? Ich hoffe, euch geht es allen wundervoll. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Hallo, Pierre, was geht ab? Stanley, was geht? Ja, Chat, vielleicht die das Video von Flo angeguckt haben. Ihr wisst ja, Flo ist jetzt auch bei uns, bei den Kristallkriegern, Leute. Und er hat uns ja so richtig, richtig geile Skins mitgebracht. Guckt euch mal an, wie mein Skin hier aussieht. Wir sind einfach wirklich solche, Kristallmagier einfach jetzt, und das sieht auch richtig nice aus ohne der Jacke. Wir haben einfach hier so ein Tee, so ein Crystal Tee auf unserem Bauch, auf unserem Pullover. Zitasche hat ein Z, Lukas hat ein L und Chaosflo hat halt ein C, was richtig, richtig nice aussieht. Also wir sind echt einfach solche Magier. Sieht richtig nice aus, finde ich. Ja, Chat, ansonsten, oh, Zitasche ist auch da. Wir haben auch sonst Neuigkeiten. Wir haben angefangen, besonders Lukas und ich, haben angefangen, unsere richtig, richtig, richtig geile Base zu bauen, Leute. Was wirklich eine geisteskranke Base wird, Leute. Wir haben uns dazu entschieden, es euch heute noch nicht zu zeigen. Ich muss ganz normal Game noch starten. Wir haben uns so entschieden, unsere Base heute noch nicht zu zeigen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wir zeigen euch die, beziehungsweise ich mache das noch alles in einem separaten Video. Deswegen wollen wir euch da noch ein bisschen überraschen, Leute. Das wird wirklich ein sehr, sehr, sehr geiler, eine geile Base. So, ich schau kurz neu. Die Skins sehen mega aus. Ja, finde ich auch, wirklich. Die Skins sind 10 von 10. Wirklich, kurz geht nochmal raus an Flo, der die Skins gemacht hat. Wir starten kurz neu. Hallo Xerantur, hallo Medina. Oh, ganz wichtig, Leute. Was müssen wir gleich holen? Hallo Alina, guten Morgen. Wie geht's dir? Playa, mega gut, wie geht's dir? Was müssen wir gleich holen, Leute? Schreibt es in den Chat. Was müssen wir gleich als erstes holen an einem Morgen, was jeden Tag aus unserem Inventar verschwindet? Was müssen wir holen? Das Buch. Genau so ist es! Es ist halt wieder nicht da. Es ist wieder nicht im Inventar. Ja, Leute, ihr seht's. Ich lüge nicht. Ich lüge nicht. Das ist immer weg. Immer, immer, immer. Das Ei. Warte mal, erstmal kurz zum Ei fliegen. Gucken, ob sich das verändert hat oder so. Nee, ich glaube bis jetzt noch nicht. Aber Leute, wir haben ja auf der Seite gelesen, dass sich heute auf jeden Fall was ändern wird. Buch und wurden Minecarts genervt. Minecarts glaube ich tatsächlich noch nicht.
Könnte man vielleicht auch was machen, das Tor ist zu. Bisschen rein. Lass dich mal Tier testen, Crystal. Bro, ich... Alter, was geht hier ab? Die Witch muss ich kurz klären. Ich habe noch eine... Oh, bitte, ich komme mit rein. Oh mein Gott. Ja, beruhigt euch, beruhigt euch, beruhigt euch, beruhigt euch. Warte mal. Ach, Mann. Was mache ich hier? Jetzt brauche ich mal Chorusfrüchte. Ey, das ist so lost. Da, 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 da. Ey, ich wechsle gerade zur Spitzhacke. Auf einmal ist da wieder Erde. Zack, 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 zack. Und Leute, falls es heute irgendwie zu Kämpfen kommen sollte, zwischen den Küsselkriegern und den Höllenkriegern, ey, also ich werde auf jeden Fall am Start sein. Zu 1 Million %. Zu 1 Million % werde ich mich verteidigen, Leute. Ihr habt ja vielleicht im letzten Video gesehen, wo wir 1 gegen 3 machen mussten. Gegen Timmy, Kiro und Snoopy. Das ist auch wirklich geisteskrank. Also ich habe die auch schon sehr gut hops genommen. Und Leute, es haben ja auch sehr, sehr viele in die Kommentare geschrieben bezüglich dem Pferd. Wie ich das nennen soll, wirklich, Alter, das Video hat fast 1000 Kommentare, Leute, das ist wirklich geisteskrank. Das Pferd benennen wir natürlich auch noch um, machen wir, ich mache keine leeren Versprechen. Das machen wir aber im nächsten Video. Das heißt, Leute, falls ihr immer noch kommentieren wollt, könnt ihr es gerne machen. Ja, kam auch wirklich sehr, sehr cool bei euch an. Und das letzte Video kam generell sehr, sehr krass bei euch an, Leute, freut mich wirklich sehr. Aber wir müssen erstmal das Buch holen, das machen wir jetzt erstmal. Klass mich doch bitte rein, Chorusfrüchte machen zu Auge gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott. Na. Was ist los? Hallo? Ich komme doch nicht rein. Oh mein Gott. Das hat ja 3 Jahre gedauert. Das hat noch nie so lange gedauert. Selbst bei den Videos muss ich noch nie einen Cut setzen, weil es so lange gedauert hat. Wie lost. Egal, wir sind drinnen. Selbst ein Enderman war hier drin, hat einen Block platziert. Ey, das Tor ist sogar offen. Das Tor ist offen. Was, wenn uns die Tasche an ist? Sie können Leute ja eh nicht lesen. Das ist komplett viel Pech. Schau mal da. Ey, Leute, oh mein Gott, ey, es sind jetzt schon 800 Leute am Start. Leute, lasst gleich mal ein Like da. Und ein Abo. Road to 100k, wisst Bescheid, wir müssen das Buch holen. Ey, Leute, sag mal ehrlich. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass das Buch da jetzt einfach so im Lesepult ist. Leute, ihr kennt die Antwort. 2, wenn ihr denkt, da ist einfach kein Buch. Weil es ist so Wochenende, so. Ey, ihr stimmt ab, ich schau mir kurz los. Boah, eisgekühlt. Eisgekühlt. Am Morgen. Ja, Leute, also. Ich bin auch. Also, es ist Safety 1, Leute, es ist Safety 1. Okay, seid ihr ready? Es müsste da jetzt, es müsste da liegen. Es müsste jetzt genau hinter mir liegen. Wir gucken. Ja. Es war so klar. Es war so klar, Leute. Es gibt tatsächlich neue Seite. Es gibt tatsächlich neue Seite, Leute. Ab morgen Cola. Das ist keine Cola. Das ist so ein Granatapfeldrink. Tag 3, warte, wir lesen aber Tag 6 war das, glaube ich. Tag 6 müssen wir mal durchlesen. Ey, also, das mit der Audiodatei war auch geisteskrank. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Tag 5, hier haben wir ja erfahren, dass heute was passieren soll. Am 6.4. Heute muss irgendwas geschehen. Der letzte Satz war, der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. Okay, Leute, seid ihr gespannt? Seid ihr gespannt, was heute drinne steht? Heute ist Tag 7. Heute ist Tag 7. Seid ihr bereit? Es gibt eine neue Seite. Das Ei hat was reingeschrieben. 3, 2, 1. Willst du mich verarschen?
Tag 7 M? M? Was soll das sein? Für was steht M? Was für M? Muni? Es denkt, hä? Warte mal, warte mal. Denkt ihr, Muni steckt hinter allem? M. Was für M? Vielleicht Mo. Nein, 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 nein. T-Tobi M. Muni macht. M für Mysterium. Lies mir doch mal alles vor. Ja, okay, können wir gerne machen. Guck mal. Also, mythisches Ei, Tag 1. Das Ei wurde erfolgreich platziert. Die meisten sind verwundert, was es sein könnte. Tag 2. Tridan hat das Ei erweckt. Operation Herzschlag kann somit beginnen. Tag 3. Es ist an der Zeit, weitere Schritte einzuleiten. Die Bewohner der Insel beginnen Clans zu gründen, obwohl die wahre und absolute Macht doch vor ihren Gesichtern steht. Nichts hat sich geändert. Tag 4. Phase 2 der Operation Herzschlag wurde in Angriff genommen. Die Unendlichkeit schlägt schneller, lauter und immer wütender. Warum interessiert es keinen der Bewohner? Warum verstehen sie es einfach nicht? Ich glaube, es muss geschehen. Tag 5. T, damit wir gehen aus, Tobi ist gemeint, kann auch eigentlich nur sein, hat zwei Bewohner, damit ist wahrscheinlich gemeint Lukas und mir. Hilfe, ich hab Schluck auf. Der Insel erzählt, was ich bin. Der Tag wird kommen. Da kam halt diese Audiospur. Ich kann euch das. Soll ich das. Guck mal, ich spiele das auch nochmal ab jetzt für euch. Ich spiele das auch nochmal ab jetzt, die Audiodatei. Warte, wo ist das? Einen Moment. Ich muss sie kurz finden in meinen Ordnern. Hier. Hier. Ich muss kurz Musik ausmachen. Das kam dabei rum. Diese Datei. Keine Ahnung, was es sein soll. Bis heute nicht. Audio rückwärts. Aber was soll das bringen? Das ist doch so, das gibt mir so ein komisches Gefühl. Das war die Audiospur, die da war, hier im Buch. Zack. Das haben wir abgespielt. Dann Seite 5. Das Ei, was auch immer, wusste einfach direkt, dass ich das gehört habe. Wie hat dir meine Nachricht an dich gefallen, Tridan? Merkst du langsam, dass du der Auserwählte bist? Das Puzzle fügt sich zusammen. Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. 6.04.2024, das ist heute. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Ei heute, das muss irgendwas passieren. Schlüpfen, ändern, was auch immer. Heute muss was geschehen. Es muss. Das Buch hatte bis jetzt immer recht. Und jetzt Tag 7, heute M. M. Was für M? Wer war steht M? Monster? Mutter der Statue? Muni? Was ist der Code? Das müssen wir im Verlauf des Tages herausfinden. M ist die letzte Nachricht, die uns das Buch bringt. M. Steht M wirklich für Muni? Ganz weird. Mythisches Ei. Ja.
Auto rückwärts machen. Muss ich mir echt mal machen. Also das Ding ist, ich muss es nochmal neu runterladen, neu aufsetzen und einfach rückwärts abspielen. Das könnte ein bisschen dauern. So, wir gehen hier raus. Also ich habe ja bis jetzt wirklich nur probiert, das ganze Flo zu erzählen. Ich glaube, lass es dabei erstmal. Ich glaube, ich lasse es dabei erstmal. Die Crystal-Krieger-Brüder sind sogar da. Aber ist damit... für was steht dieses M? Steckt wirklich Muni da? Ey, was ist, wenn das ganze Buch einfach Muni schreibt? Schäfer Muni hat was mit diesem Ei zu tun. Ich habe mit Muni schon lange nicht mehr geredet. Hier ist noch nichts mehr signiert oder so. Soll ich sie mal drauf ansprechen, Leute? Soll ich Muni mal drauf ansprechen? Soll ich das wirklich tun? Nee. Ja, okay. Glaube Manuel Neuer, alles gut. Ich glaube, es ist Manuel Neuer. Vielleicht bringst du dann mit der, vielleicht rückst du mit der Wahrheit raus. Boah, ist ja krass. Das wäre echt krass. Wir brauchen neue Tiere für mein Zoo, Leute. Wir haben Jeb, das Rainbow-Schaf. Wir haben das Pferd, was sich die Tage umbenennen werden nach einem von euch. Habt ihr ja, also ihr habt ja richtig fleißig in den Kommentaren geantwortet, unter dem Video. Lukas ist schon bei der Farm, Guys. Alright, bin gleich da. Mr. X. Andere können und dürfen es nicht lesen und vorgelesen bekommen. Ja, ich weiß. Deswegen, also ich werde, glaube ich, heute nur Muni drauf ansprechen. Gefühlt weiß nur ich, dass heute irgendwas passieren wird, Leute. Nur ich weiß, dass heute irgendwas hier passieren wird. Bin echt gespannt, was heute passieren wird. Aber ich denke, es hat wieder irgendwas mit 10 Uhr zu tun. Ich denke, es wird wieder irgendwas mit 10 Uhr, Leute. Ich glaube, das M steht für mythisch. Also viele sagen Muni, viele sagen mythisch. Aber es könnte auch was ganz anderes sein. M für Muschel. Spaß. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Miteinander. Melone? Ganz kurz Fullscreen machen. Für 10 Sekunden. Und guck mal, meine Haare. Zählt runter, 10 Sekunden. Damit hier nichts geleakt wird von mir. Oh. Ey, nein, 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 was? Oh mein Gott! Ihr kennt mich einfach ab! Fast gestorben! Ich hab meinen Brustpanzer nicht angezogen, wäre ich down. Kannst du mal Brawl Stars spielen? Ich habe das tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben gespielt.
Macht ihr Screenshot? Was macht ihr da? Nee, Bro, ich versuche meine Shader-Einstellung zu fixen. Was geht ab? Sie machen Screenshots. Stell dich zu uns, Mann. Was geht ab? Was macht ihr? Einfach Shader-Einstellung? Nichts. Nein, ich schon. Lukas redet wie immer mit seinem Chat oder so. Guck mal, der ist eben abwesend. Ich stand einfach so. Wow, ich mache mal Screenshot. Screenshot, Mann. Ah. Ey, wie geht's euch? Alles gut? Alles gut, Bro. Und bei dir? Ja, auch. Ey, Lukas, soll mal reden, Junge! Sei mal Hallo sagen, Alter! Jetzt mal Crystal zünden, dann klappt's. Was soll das? Immer so mit dem Jungen. Ganz weird. Ach ja, unsere schöne Farm, die wir die letzten Tage so viel benutzt haben für unsere Base. Mhm. Aber die Base zeigen wir noch nicht. Das zeigen wir natürlich noch nicht. Nein, das zeigen wir noch nicht. Die muss erst am Ende gezeigt werden. Beziehungsweise... Ja, ihr werdet. Hallo? Hi Lukas, guten Morgen. Moin. Was geht? So, ich könnte guten Morgen. Ja, Jungs. Hochstelle. Die Base, die zeigen wir erst ein bisschen später, oder Lukas? Ach ja, schön, das habe ich noch gar nicht gesagt. Aber, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich schon angesprochen. Ich spreche es jetzt auch nochmal an. Wir haben angefangen, unsere Base zu bauen. Unsere Residenz. Da, wo wir uns zurückziehen können, da, wo wir uns versammeln können zum Besprechen. Uns versammeln können, um zu stärken. Leute, es sind 1100 Leute im Stream, wir sind bei 400 Likes, Leute, lasst sehr gerne mal ein Like da, würde mich sehr freuen, Leute, das ist ein Klick für euch. Und das würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Zeigen können, aber es ist noch nicht so weit, ihr müsst doch noch ein bisschen abwarten. Es kommt die Zeit und ich verspreche euch, es wird die Wasserkrieger-Base übertreffen. Absolut. Es wird Kians Burg übertreffen, alles. Holberger Hills übertreffen. Alles. Es wird, was gibt's noch auf der Insel? Gibt's da noch irgendwas Cooles? Ja, alle Gebäude. Es wird sogar die Mädchenstadt übertreffen. Ja, safe. Deswegen, es wird sehr, sehr krass. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall gespannt. Jeder einzelne Block ist selber platziert. Es ist wirklich. Es ist wirklich krass. Geisteskrank. Ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Tridans Insta-Story gesehen habt, irgendwie vorgestern oder sowas, aber wir waren wirklich noch bis in die Nacht da dran. Oh ja. Weil nicht nur das Bauen hat unfassbar lange gedauert, sondern auch das ganze Farmen an die Materialien. Mm. Und ich kann da so einen Sneak Peek geben, oder? Mit was wir bauen? Ja, kannst du geben, klar. Und zwar liefen diese Öfen hier vor mir einfach gefühlt durchgehend durch und haben Unmengen, ihr seht den Baustoff, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und der ist wirklich nicht so leicht zu bekommen. Aber guckt euch den mal an. Daraus wird auf jeden Fall ein Teil der Base bestehen. Und zwar ein Riesenteil. Wie ihr seht, hier ist schon eine ganze Chest voll. Hier die Chest, das wird alles benötigt. Diese Chest ist voll, diese Chest ist voll. Und hier ist auch noch ein bisschen drin. Die Hopper sind ja auch voll. Warte, ich hab mal so eine Liste erstellt. Ich glaube, ihr könnt sehr, sehr gespannt sein. Hab ich die Liste? Habt ihr noch irgendwo gespeichert? Deswegen, es sind insgesamt über hunderte, tausende von Blöcken. Also wirklich, bitte nicht. Das ist, geht fast in Millionenbereich rein von Blöcken. Und die einzeln dann alle noch zu platzieren mit Texturierung und alles, das ist schon sehr, sehr krass. Ja, absolut. Also die Base wird die beste Base auf der ganzen Insel. Ja. Absolut. Und wir sind noch lange nicht fertig. 100 Pro. Boah, ich hab Schuckauf. Zack, zack, zack. Stärke. So. Seid ihr equipped, falls wir kämpfen müssen? Tatsächlich nicht. Ich habe mein ganzes Inventar umsortiert fürs Bauen. Ja, dann macht das mal am besten. Weil ich glaube, heute werden auf jeden Fall ein paar Leute online kommen, die Faxen machen werden. Ja, wollen wir einmal in eine Gruppe gehen vielleicht? Können wir machen. Na. Stellt mal eine. So, ich filme mal kurz mal meine Crystals. Ja, lass machen. Ich mach eine. Haben wir hier noch irgendwo eine Ender Chest? CK einfach. CK? Was? Was machen wir als Passwort? Wir brauchen irgendein cooles Passwort. Hat der Chat irgendeine Idee, was können wir als Passwort nehmen? Irgendein cooles Gruppenpasswort. Was können wir da nehmen? Nimm einfach M. M, groß, klein? Nimm großes M. Großes M als Passwort, okay, das ist sehr, 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 sehr sicher, Bro. Nimm ein großes M.
Einladung, kann man da auch Passwörter durch. Also konntest du gerade auf die Einladung klicken, ohne das Passwort einzugeben? Ja, oder ich, oh, ja, einfach... ja, konnte ich ohne Passwort. Oh, okay, das ist geil. Ender Chest, so, ich will ein paar Crystals rausholen. Zack. Jungs, hat noch jemand ein bisschen Crystals für mich? Ja. Wenig. Okay, wäre gut. Wird halt. Wie brauchst du? Ein Stack? Ja, Attraction. Warte. Ich hätte hier noch einen Stack drin. Ne, doch nicht. Aber ich geh mich hier einfach hier raus. Ja. Also ist Luca an, jetzt bist du. Oh Gott. Wir sind jetzt alle so lila. Deswegen glaube ich, das ist voll schlecht, irgendwie zu checken, wer ist. Stimmt, ich werde. Bro, was hast du gesagt? Lukas geht rein und geht full mute. Achso, ja, es ist Lukas. Warum ist über Glowstone um auszuleuchten? Ey, wir haben wirklich diese Farm. Ich stand hier auch so lange überall AFK. Besonders hier stand ich auch. Ich stand hier so lange an dieser Baumfarm AFK, Leute. Diese Baumfarm ist wirklich geisteskrank. Also, du kriegst hier so viel Holz. Ich glaube, hier ist mittlerweile auch gar nichts mehr drin, weil wir alles hier rausgeholt hatten. Obwohl, ja, doch, hier ist sogar noch einiges an Fichtenholz und Setzlingen und so. Hier stand ich richtig lange AFK für das ganze Holz. Für nicht nur Fichtenholz, auch für Schwarzeichenholz und so. War da lang für 21 Monate. Vielen Dank. An welcher Farm stand ich noch lange? An dieser Farm stand ich auch übel lange, weil hier kam Matt, also Schlamm, kam hier richtig viel raus. Musste ich auch Stunden AFK stehen, gefühlt. Aber ey Leute, ich könnte natürlich schon hinfliegen, euch so ein bisschen zeigen, wie die Base bis jetzt schon, also die ist bis jetzt schon die beste Base auf der ganzen Insel. Und das ist noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. Aber da könnt ihr schon gespannt sein, Leute. Da könnt ihr schon gespannt sein. Kannst du grüßen, Jalina? Ich grüße dich. Wie geht's dir? Ämpfe müssen, aber was und wer liest bitte die Nachricht vor? Die Nachricht war heute einfach nur ein M. Es war einfach nur ein großes M. Vielleicht kommt ja heute auch unser dritter Bruder. Der gute Flo. Flo ist jetzt auch offiziell bei den Crystal-Kriegern, Leute. Bei den Kristallkriegern. Aber ich weiß nicht, ob er natürlich heute streamen wird oder so. Wäre natürlich heftig, wenn wir zu viel sind, vollständig. Mach bitte vorher nachher mit der Base. Vorher nachher? Also ich werde auf jeden Fall im nächsten Video da ein bisschen halt dran bauen und euch das ein bisschen zeigen, ja. Aber vorher nachher ist, glaube ich, schon zu spät. Bin mir nicht ganz sicher. Hier war die Aufnahmeprüfung für Flo. Hier haben sie Tasche und Flo gekämpft, Leute. Genau hier war das. Der wird nicht streamen, ja. Ist natürlich schade. Aber egal. Zu dritt sind wir auch schon eine Macht. Oder eher gesagt sogar die Macht. Boah, ich finde den Skin wirklich so cool. Der Skin ist so nice, Leute. Ich weiß gar nicht, wofür wir eine Bienenfarm haben. Wofür haben wir eine Bienenfarm? Ey, die sind so süß, ne? Ey, was sind die 5 stärksten YouTuber-Inselspieler? Es könnt ihr ja selber in den Chat schreiben. Also, ich mache so ein... ich kann so ein Ranking. Ich weiß nicht. Das ist schwierig. Also Platz 1 alle Crystal-Krieger auf jeden Fall. Platz 1 alle Crystal-Krieger. Platz 2... Boah. Weiß ich, ey, das ist schwer. Es ist ehrlich schwer. Warte mal. Ich hol mal kurz Holz. Ups.
Warte mal, warte mal, warte mal. Zack. 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 Also. Platz 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Was machen wir, Leute? Was machen wir? Machen wir ohne Clans. Guck mal, ich mach das nicht. Ihr entscheidet, okay? Wen machen wir? Wo fängt man am besten an? Am schlauesten? Platz 1 oder Platz 5? Weiß gar nicht. 1 Banks? Schreiben echt so viele Leute Banks? Ey, ich hab keine Ahnung, ob Banks gut ist. Ich hab echt keinen Plan. Also wirklich, wenn wir davon ausgehen, von dem, was man am besten kann. Guck mal. Mit Schwertkampf, Axt und Crystals und Stack Gaps, Enderperlen, Totems, Tränke. Also alles. Alles. Ich hab also voll viele schreiben ehrlich Banks. Aber ich weiß nicht, ob Banks irgendwann nochmal auf die Insel zurückkommen wird. Falls ja, ich werde der Erste sein, der Banks einfach herausfordern wird. Fährt 1 gegen 1. Er hat The Walls gewonnen. Ehrlich? Ich weiß, dass Minecraft mehr als PvP ist. Natürlich ist Minecraft mehr als PvP, aber wir gehen jetzt gerade einfach vom PvP aus. Ja, okay, Leute, dann machen wir auf die 1 Banks. Dann machen wir auf die 1 Banks. Wenn ihr das sagt, dann machen wir 1 Banks. Guck dir Walls Finale. The Walls Finale. Banks. Mein letzter Kampf. Ich guck mir jetzt einfach nur sein Kampfziel an, okay? Wir gucken uns jetzt seinen Kampf. Let's go, mein Guter. Da wird jetzt halt Regeneration. Vergiftung. Axt. Bogen, Schwert, Schild. Hat nicht seine Tränke genommen. Hat nicht seine Tränke genommen, glaube ich. Hat keine Enderperlen? Hat eins der Gaps? Hier. Ja. Full Life gegen Evive? Was war das denn? Ja. GG, Alter. Stunny? Das ist One-Shot. Warum zittert er so? You. Wie hat denn der? Ja, ich kämpfe basically ja gegen 2, also ist jetzt halt. Akshu kaputt. Ja, das Ding ist sauber. Sio hat das Spiel gewonnen? Warum steht das? Sio hat das Spiel gewonnen? Alter Schwede. Was für ein kranker Fight. Ho. Ja, also der Fight war schon. Der ist halt so low, ne? Ja, wer haut halt nonstop die Dinger rein? Was soll ich machen? Also es ist halt basic, ne? Das ist also Banks sind bestimmt schon sehr krass. Bruder, Alter.
Ja, okay. Ja, okay. Soon stand er zu zweit gegen Banks gekämpft, er hat gewonnen und war großzügig. Ja, safe, ey, ich will Banks nichts unterstellen. Der ist safe crazy. Safe, safe, safe. Verdienter Sieg. Der war, also er war an dem Tag auf jeden Fall besser als Stani und Sue zusammen. Safe, 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 safe. Also man hat es auch gerade gesehen, also. Ich will ihn gar nicht unterstellen. Banks ist safe, geistkrank. Safe, safe, safe. Aber wenn er wirklich mal auf die YouTube-Insel zurückkommen sollte, Leute, ich werde ihn herausfordern. Auf jeden Fall. Ich werde ihn herausfordern. So, wir machen wir auf die 2. Hä, welches Varo hat Banks gewonnen? Das erste hat er nicht gewonnen. Das erste hat Paluten gewonnen. Das letzte hat Basti gewonnen mit Veni. Hat er 2 oder 3 gewonnen? Das dritte? Achso, alright. Ey, viele schreiben gerade 2 Flo. Das Ding ist, ich habe gegen Flo, habe ich sogar mal auf Gomme hier gemacht, Crispy für P. Und ich habe ihn da schon besiegt. Also schon krass besiegt. Aber ich glaube, Flo ist halt von den Basics, auch von den ganzen Mechanics her richtig krass. Deswegen machen wir Flo trotzdem auf die 2. Flo ist halt von den Game Mechanics, von den Timings. Von den, einfach generell von der Minecraft-Kenntnis ist Flo mit Abstand der beste Spieler hier auf der Insel. Was Kenntnis angeht. Was die Minecraft-Kenntnis angeht. Er ist der krasse in Speedrun. Er weiß, er kennt so die ganzen Sachen auswendig. Also von der Knowledge ist Flo der OG-Player von uns allen auf der ganzen Insel. Und auch wirklich der krasseste. Fast Knowledge und alles. Alles in allem ist er wirklich der heftigste. Wirklich safe. PvP-technisch vielleicht nicht der krasseste. Aber vom Knowledge her, vom Wissen über Minecraft ist Flo der krasseste. Wirklich safe, 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 safe. Safe, safe, safe. Er hat auch mit Abstand am meisten Erfahrung. Wann machen wir auf die 3, Leute? Auf der 3 würde ich mich tatsächlich sogar auch sehen, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt. Ja. Da würde ich mich sogar auch sehen. Mia, vielen lieben Dank für die 5 Versteckmitgliedschaft an die Community. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir können. Also, guck mal. Wir können ja. Also, von diesem. Alter, hier ist es so dunkel. Kann ich irgendwie. Ich habe auch keine Lichtquelle. Oh, wenn gleich wieder hier kommen. Ich hätte gar keinen Bock auf die. Wir können ja hier. Viele schreiben auch Zitashi. Wir können ja mich und Zitashi auf eine Ebene stellen. Guck mal. Was Schwert und Schild angeht und Axt. Ich würde sagen, Zitashi ist da ein Stückchen besser. So ein Millimeter. Ein Millimeter. Ist Zitashi da besser? Was Schild und Schwert und Axt angeht. Aber wenn dann Crystals im Spiel kommen. Also Crystals, Leute. Da bin ich auf der Insel auf jeden Fall unschlagbar. Safe. Safe, safe, safe. Crystals. Und Crystals ist halt jetzt eine krasse Game Mechanic auf der Insel. Die wurden zwar jetzt schon genervt auf der Insel. Die sind eigentlich wirklich One-Hit. Und die wurden jetzt auf der Insel genervt. Das heißt, sie machen jetzt nur noch 3 bis 4 Herzen Damage. Trotzdem kann man einen easy One-Hitten auf der Insel. Crystals, also wenn wir ein Ranking machen würden, was generell nur PvP angeht, was wirklich alles, also wir können alles benutzen, was geht, würde ich mich auf die 1 machen sogar. Weil, also mit Crystals bin ich unschlagbar auf der Insel. Safe, safe, safe. Ich übe das wirklich sehr oft am Tag und ich kann das wirklich sehr, sehr, sehr clean mittlerweile. Ihr habt das vielleicht gestern im Video gesehen. Also ich habe halt dieses 1 gegen 3 gemacht, ich habe dann so viele Crystals geprockt, sogar mit deren Effekten und so. Timmy war mit seinen 20 Herzen mit Resistenz 3 und Stärke 2 in der Hölle auf einem Herz. Das war also, was Crystals angeht, da könnte ich jeden auseinandernehmen, wirklich. Aber was Schwert und Schild und so angeht, da ist die Tasche ja wirklich der Stärkste. Ich könnte hier, ja, Lukas aber auch krass mit Crystals. Ich würde hier uns alle reinpacken. Lukas, machen wir auch noch rein, Lukas. Trial-Tasche, Lukas. So machen wir das. Auf die 4. Wir machen wir auf die 4, Leute.
Wer ist PvP-Kenntnis, PvP-technisch, so Minecraft-technisch? Wen kann man auf die 4 packen, Leute? Sehr, sehr viele schreiben Stream. Einer schreibt Paluten. Bro, wir reden gerade nur über Leute auf der Insel, oder die auf der Insel waren. Paluten war, glaube ich, noch nie auf der Insel. Also, viele schreiben Stu Evive. Sehr, sehr viele schreiben Stu Evive. Sollen wir einfach Stu slash Evive machen? Ich wollte ja auch, als ich dieses 1 gegen 1 Turnier gemacht habe, wollte ich ja auch gegen Evive, gegen Lukas kämpfen. Aber er konnte halt leider nicht, weil der irgendwie Probleme hatte mit dem Alpha-Clan, weil er da irgendwie irgendwas mit dem Gefängnis oder so. Ich hätte auch sehr, sehr gerne gegen Evive gekämpft. Sehr, sehr, sehr gerne hätte ich gegen Evive gekämpft. Aber er konnte halt leider nicht. Deswegen, ja. Und wen machen wir da auf die 5, Leute? Statistik? Kian, komm online, Bruder! Viele haben auch vorhin Kian geschrieben. Amir, Reini, Tobi. Boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Tobi so krass im PvP ist und so. Oder was Minecraft halt generell so. Also, er kann halt so krasse Rese bauen und so, aber so wirklich Knowledge und so, weiß ich ja nicht, ne? Amir, Reini. Boah, es gab aber eine Stelle bei diesem, hatten Reini und ich einen Kampf gegeneinander bei diesem Capture the Flag Event vom Unheil Nummer 4, glaube ich. Das war auch richtig geil. Das war auch so ein spannender Kampf zwischen Reini und mir. Das hat auch richtig Bock gemacht. Kian und Reini. Tobi soll mal lieber weiter entscheiden. Entscheid dich. Dann machen wir auf die 5. Amir, Kian, Reini. Ist das ein gutes Ranking, Leute? Timmy ist nicht auf der 5, Leute. Timmy ist nicht auf der 5. Timmy kämpft so. Er ist in der 1.8 stecken geblieben. Timmy kämpft for real noch so. Timmy ist... also, bitte. Ich glaube, das Ranking... Ich glaube, das Ranking ist in Ordnung. Das kann man machen. Das ist ein gutes Ranking. Aber das mit Banks, ich glaube euch, Leute, wir haben gerade das Video angeguckt von The Walls, war krass. Aber wirklich, wie gesagt, Leute, falls er irgendwann auf die Insel zurückkommen sollte, ich muss ihn herausfordern. Ich muss ihn auf jeden Fall herausfordern. Safe, 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 safe. Timmy hat auf der YouTuber-Insel 1 gegen ein Mädchen im PvP verloren. Ehrlich? Gegen wen hat er gespielt? Gegen Flauschi? Oder gegen wen hat er gespielt? Ich hab verschlafen. Ich auch fast verschlafen. Alles gut. 1 gegen 1 gegen Gomme. 1 gegen 1 auf Gomme. Boah, jetzt nicht, Bro. Jetzt nicht. Fast 1,2k Zuschauer. Ja. Es geht ab. Flauschi? Ach, Kacke. Leute, sehr gerne ein Abo und Like da lassen, meine lieben Freunde. Wir sind auch fast bei den 100k Abonnenten, Freunde. Wir haben vorgestern 23 Uhr, also fast gestern, die 95 erreicht. Jetzt sind wir bei 95,5. Wie schnell geht das, Leute? Und auch das gestrige Video, Leute, kam so krass bei euch an. Auch 900 Kommentare, Leute. 900 Kommentare ist geisteskrank. Wie gesagt, da werde ich auch noch einen rauspicken. Und wirklich heftig. M steht für Mooney. Ja, wie gesagt, wenn Mooney heute auf den Server kommt, Leute, werden das auf jeden Fall ansprechen. Ich fand das Ranking aber gut. So, ich werde mich mal kurz wieder unmuten. Hallo? Hallo? Was geht ab? Was macht ihr gerade? Nix. Wir probieren ein bisschen an der Rüstung aus. Ihr probiert eine Rüstung aus? Inwiefern? Ja. Yeah. Style und so. Ah, okay. Weil dir leuchtet das halt nicht, ne? Nee, ich hab das noch nicht gemacht. Ja, aber ja. Ich weiß nicht. Ist das mal lila oder was? Das, ja.
Bro, das sieht heftig aus. Ist bei es, mir läuft es nicht mehr so heftig. Ist es das Lila, was ich hier hatte? Lukas? Auf nee, der Brust nee, hatte? Nee, das andere ist Lila. Okay, ja, ich muss das mal einstellen. Aber ja, ich will, also. Ja? Ja? Nee, sag ruhig. Okay, es leuchtet bei mir jetzt. Das sieht sehr geil aus. Ja, ja, ja. Was hast du für eine Einstellung geändert? Man musste noch die Presets reinziehen. Das ist so eine TXT-Datei, die du auswählen musst. Ich weiß nicht, ob du die hast. Ja, okay, schick dir mal rüber. Mhm. Geil. Aber, wollt ihr die auf Lila machen oder was? Ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, Trida, leuchtet die Rüstung bei dir? Nee, ich hab da nichts eingestellt. Aber ich sag euch ehrlich, Chat, ihr könnt mal entscheiden. Trida, steht nicht mal daneben. Vielleicht mal hier auf die Kiste messen. Leute, also ganz ehrlich. Also ohne Shader? Ich sag sogar ohne Shader. Ich sag sogar ohne und mit Shader. Ist die Rüstung, die Tashi anhat. Ohne krass. Shader ist für Lila krass, ja. Aber ist die Leute schreiben auch alle Lila. Also unser Skin sieht ja so schon sehr, sehr nice aus, den Flo uns gemacht hat. Es passt auch viel besser zu unserem Skin und zu unserem Clan und sowas. Alle schreiben Lila, wirklich Lila besser, Lila, Lila, Lila. Aber ich finde dieses Weiß bei uns, ich finde das so geil. Aber denkst du nicht, Lila würde noch besser so zu Crystal und Kristallkrieger und sowas passen? Ja, safe würde auch passen. Also das sieht wirklich sehr geil aus. Und das ist vor allem auch nicht das Lila, was ich jetzt anhab, weil ich kann das mal zeigen, Leute. Stell dich mal neben mich und zieh mal deine Brustplatte an. Ja. Seht ihr das? Das ist nicht das Lila, was Kieran zum Beispiel hat. Warte kurz, das ist nochmal so ein sehr, sehr, sehr mehr dieses Obsidian-Lila. Mhm. Was ich nochmal viel, viel cooler finde. Weil noch so ein bisschen so blau und sowas mit drin ist. Bei mir ist es ja so einmal hell und der Rest sieht dann so ähnlich aus. Aber es ist wirklich so blau-lila und ich finde, das sieht sehr, sehr geil aus. So, mach jetzt bitte. Ich weiß nicht. Ja. Können wir entscheiden, auf jeden Fall. Können wir machen. So. Ihr seht alle Plugins, die auf dem Server drauf sind. Was mit dem Ei? Ja, wie gesagt, wir haben ja auf der Seite Nummer 5 haben wir gesehen, dass heute was passieren wird. 6.4. Heute ist 6.4. Und heute, die letzte Nachricht war M. Und wir wissen nicht, was das zu bedeuten hat. Was ist M? Steht M für Muni? Wir haben vorhin ein bisschen muted, ich bin extra muted. Wir haben vorhin extra ein bisschen geraten. M. T steht für Timmy? Na. Das T steht safe für Tobi. Nur Tobi wusste, was das Ei ist. Nur Tobi wusste es. Aber für was steht M? Das ist ja die Frage. Erzähl Lukas, du die Tasche in der Bücher. Ich will erst mal Muni drauf ansprechen. Was ist, wenn das M wirklich für Muni steht, aber. Oder was ist, wenn das M wirklich für was ganz anderes steht? Ich glaube, wir werden das heute erfahren. Wir werden das heute im Verlauf des Tages erfahren. Ich glaube sogar schon um 10 Uhr, also in einer Stunde und 12 Minuten. Ich glaube, da wird auf jeden Fall irgendwas mit dem Ei passieren. Die Frage ist halt was. Wird es wirklich schlüpfen? Wird da irgendwas rauskommen? Wird das Ei sich irgendwie verändern? Wird einfach nichts passieren? Obwohl doch, es muss was passieren. Im Buch steht, das Buch hat bis jetzt immer die Wahrheit gesagt, beziehungsweise da war halt immer was. Da muss irgendwas geschehen. Frage ist noch wann heute. Die Frage ist wirklich noch wann. So. Alter. Mausecode M gleich Monster. Kannst du dein Pferd Gaul nennen? Nee, mein Pferd benenne ich nach einem von euch. Aber wie gesagt, das werde ich im nächsten Video erst auslosen. Was macht hier ein Papagei? Boah, den will ich auch gerne mitnehmen, meinst du? Wäre auch cool. Wir können kurz zum Ei gehen, Leute. M für Mädchen, kommen mehr Mädchen auf die Insel. Weiß ich ja jetzt nicht, ne? Weiß ich ja jetzt nicht. Du.
Ihr seht gleich wieder was. 5, 4, 3, 2, 1. Schäfer ist einzig jetzt schon verändert und wir haben nichts hinbekommen. Boah, obwohl könnte auch sein, dass irgendwas anderes ist, beim Herzschlag oder so. Nee. Aber warum hat das bei der einen Stelle einfach random angefangen, schneller zu schlagen? Das frage ich mich bis heute, Leute. Das frage ich mich for real bis heute. Warum hat es schneller angefangen zu schlagen an einer bestimmten Stelle? Ganz weird. Ganz weird. Nee, es ändert sich nicht. Vom Schlag her. Schneller? Nein, er schlägt nicht schneller. Er schlägt auf jeden Fall nicht schneller, Leute. Er schlägt ganz normal. Was ist mit der Fläche vor dem Ei? Wird sie größer mit mehr Lava? Meinst du das hier? Also so, denkst du, wie dass es sich so ausbreitet mäßig? Ich denke nicht, nee, das hat sich nicht verändert. Wenn sich das ausbreiten würde, wäre schon krass. Du könntest das mal merken. Hier, der letzte Block ist auf minus 87. Minus 87. Also falls es irgendwann bei minus 88 ist, dann wissen wir, dass das ausbreitet, aber ich glaube nicht. Ich hätte das glaube ich schon gemerkt. Aber die Fläche, die man halt nicht abbauen kann, also, ja doch, bis, die geht halt bis, ja bis hier, bis 93. Ja. M für Montag, M für Monster, M für Mutter. Also jetzt werde ich ja ganz viele Theorien erstellt. Das Ei ist ein Meteorit? Glaube ich nicht. Und das heißt halt immer noch Jigsaw-Block, ne? Minecraft-Doll.Jigsaw. M für Mooney, ja, wie gesagt, falls Mooney heute irgendwie am Start sein sollte, werde ich dich ansprechen. Ich hoffe, sie wird am Start sein. Mein Gott, warte mal. Ich kann, glaube ich, ein neues Mitglied besorgen für mein Zoo. Ich brauche Knochen. Habe ich hier Knochen? Sieht schlecht aus. Ich habe keine Knochen. M gleich mythisches Ei kann natürlich auch sein, ne? Das kann natürlich auch sein. M für mythisches Ei. Knochen. Keine Knochen. Wo war keine Knochen? Jo, Harris. Aua. Habe ich wegen was verpasst? Ja, du hast den letzten Tagebucheintrag verpasst. Und zwar das hier. Tag 7M. Wir wissen nicht, für was... Oh. Wir wissen nicht, für was M steht. Viele sagen Mooney. Aber wir warten halt, bis Mooney da ist. Aber sie kommt halt irgendwie nicht. Ist es vielleicht sogar bewusst, dass sie nicht kommt? Knochen. Zwei Rachen reichen aber nicht. Wo sind hier 73? Bro, du nimmst sowas von mit? Hä?
Ach, das. Ah, nee, das sind Tobi seine. Das sind Tobi seine, das sind Tobi seine, das sind Tobi seine. Das ist ja Tobis Haus. Oh mein Gott. Das ist ja Tobi seine. Oh mein Gott. Full vergessen. Holt doch X-Ray. Ja, Mann. Oh, ich hole mir, glaube ich, kurz X-Ray. Ich hole mir, glaube ich, kurz X-Ray, Bro. Voll vergessen, dass Tobi da jetzt wohnt. Oh mein Gott, hier sind viele Knochen, perfekt. So, ich hole mir jetzt ein neues Haus hier, Leute. Da war er. Ja, wieso will er nicht? Willst du erstmal ein Stück Fleisch? Ja, wieso kann ich dir nicht zähmen? Ach, das geht hier nicht! Komm her, nein, du kannst, ich kann hier, nein, du musst runterkommen, Bro! Ich kann dich hier nicht zähmen! Ja, komm her! Komm her, Bruder! Hier, komm mit! Ja, komm! Brudi! Komm! Wieso will er nicht mitkommen? Er will nicht! Was war das jetzt? Hau ihn, dann kommt er. Nein! Warum willst du nicht mitkommen? Ich geb dir dein Fleisch. Komm nur mit. Ja, komm. Der will doch. Mit Hand? Wie mit Hand? Ich werde dir nicht schlagen mit Hand. Muss ihn schubsen. Brudi, bitte. Nein, nicht hoch. Runter, Brudi. Nein, ey, du willst doch irgendwie... Was ist denn da oben? Da ist doch nichts! Er fühlt sich zum Ei hingezogen, Leute. Also das ist geistkrank. Warum rennst du zum Ei, Bro? Du musst weg. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Suchen wir jetzt einen anderen Hund. Das ist ehrlich ein hoffnungsloser Fall gewesen. Ist hier noch einer, irgendwo ein Hund gespawnt? Chicken. Überall Obby. Erstmal von unserem Fall zwischen den Höllenkriegern. Aber ich sehe keinen anderen Hund. Ich sehe nur den. Leine. Ich kann hier oben nichts benutzen, Leute. Ich kann hier, glaube ich, auch nicht mal eine Leine benutzen. Hey. Ich raste dich aus. So, du gehst gerade runter. Du gehst schon mal in die richtige Richtung, Bro. Du gehst schon mal in die richtige Richtung. Okay, ich gebe dir jetzt auch eine Chance. Du gehst jetzt hier runter. Weiter, okay? Runter. Boah, du kriegst ein Zuhause in meiner Kuppel. Da bist du... Nicht auf dem Magma-Block! Du bist da sicher in meiner Kuppel, okay? Ja, genau! Jetzt komm her! Ja! Richtig, Bro. Jetzt komm mit. Ich hoffe, der teleportiert sich jetzt auch zu mir. Sehr gut. Komm hier rein, Bro. Jetzt mach Sitz. Genau, du kannst hier einfach neben Jeb. Neben Jeb! Kannst du jetzt chillen? Viel Spaß dir. Freund dich mit Jeb an. Jeb, dir geben wir auch noch einen Namen. Und dir geben wir auch noch einen Namen. Das ist ja einer aus der hier. Und wie wir den nennen, Leute, das machen wir im nächsten Video. Okay, nice. Nächstes Haus hier gesaved. Macht einfach ein Mini-Zoo. Ich nehme die Höllenkriege auch alleine auseinander.
Tanja, was geht? Guten Morgen. Hallo, Cookie. Leine? Na, alles gut, er macht da schon Sitz, das passt. Hallo? Hallo? Was geht ab? Hallo? Was geht? Wo ist Lukas? Keine Ahnung, der ist eben gegangen einfach. Ah, geil. Ist das hier Lukas? Das bist du, oder? Das bist du. Bin ich. Lukas einfach futsch. Futschi futsch. Warum sind so wenig Leute online? Ich weiß nicht. Hä? Komm. Ja, die wissen alle nicht. Magst du die, wissen die nicht. Magst du die Wasserkrieger? Wasserkrieger gibt's doch gar nicht mehr. Die wurden aufgelöst. Ein paar von den Wasserkriegern sind jetzt bei den Schattenkriegern. Ey, diese ganzen Löcher, die ich einfach random in diesem Teil sind, die nerven so. Ja, die neue Rüstung passt perfekt zum einen, ne? Bleibst du jetzt lila? Ja, ne? Weiß nicht, wie du, also wenn du keinen Bock auf lila hast, können wir auch wieder reinmachen. Doch, klar, wir können gerne lila machen, alles gut. Ich muss doch gucken, ob ich weiß bleibe oder ob ich auch lila mache. Mhm. Annalena, vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft an die Community. Vielen lieben Dank. Du hast Nether gegen die Höllenkrieger den einen Totem gepoppt und sie haben nicht mal geschafft, bei den Totem poppen in ihrer Heimat. Ja, das ist halt das Ding. Julius Baumeister mit 5 gespendeten Euros. Höllenkrieger können ohne Buffs nichts. Du hast ja schon im 1 gegen 3 zerlegt. Weiter so. Ja, Julius. Da hat einer das letzte Video gesehen. Richtig nice. Vielen Dank. Aber auch danke für die 5 gespendeten Euronen. Vielen lieben Dank. Lila, ja, wie gesagt, ich muss den Shader mal umstellen und dann mal gucken, wie das mit dem Shader aussieht, das Lila. So. Was passiert mit einer Ziege? Was ist mit einer Ziege für dein Zoo? Da bin ich wieder. Ja, hallo? Kann man machen. Nein. Ich wollte einmal den Leuten was zeigen. Okay. So, ich komme mal wieder zurück. Oder ich bin auch eigentlich direkt beim Ei. Ja, da sind wir auch. Hi, wir sind auch gerade da. So. Ich weiß nicht, ich würde mal zum Ei gehen oder sowas. Oh, hier ist sogar jemand. Ja. Ja, wir sind alle hier. Wie denn? Ihr seid alle hier? Mhm. Da ist noch niemand da, das wundert mich ein bisschen. Es ist schon 9 Uhr, es ist niemand da. Obwohl irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas wird heute passieren, aber ich auch keiner was. Und Gina, was sagst du eigentlich zu der Rüstung? Sieht die wirklich nicht so cool aus, findest du, oder? Hey, wie gesagt, ich sehe das halt ohne Shader noch. Ich muss das Shader erstmal einstellen und dann kann ich das beurteilen. Ah, okay, ja. Aber wenn ich sage, das geil aussieht, dann können wir auch lila bleiben. Ey Leute, ich sag ehrlich, ich glaube, das sieht geil aus, oder? Guckt euch mal bitte so neben Trying Obsidian an. Das passt doch kein. Warte, ich muss das einmal neben dem Kristall zeigen. Warte, kann ich hier ob Kristalle passieren? Wahrscheinlich nicht. Julius Baumeister, danke schön für deine 5 Euro nochmal. Snoopy vor das Kleinkind nur rumschreien. Snoopy wird aber beleidigt. Ja, vielen Dank für weiteren 5 Euro. Vielen Dank. Zuspiel. Achso. Wie viele Clans gibt es gerade auf der Insel? 3. Höllenkrieger? Eigentlich ja 4 mit den Beatles-Brüdern, aber wir sind halt mehr. Nicht wirklich Clans, sondern so eine Freundesgruppe. Und halt die Kristallkrieger. Flo, erst Video schauen? Wie Flo, erst Video schauen? Check ich jetzt nicht. Döner oder Pommes? Döner. Was trinkst du? So ein Granatapfel-Drink. Ah, ich werde vom Skelett abgeschossen. Guck mal, ich zeig dir, was im Bogen ist, okay? Das Ei ist oben gebaut worden, grabt sich unter das Ei, aber nicht da, wo man nichts platzieren kann. Ja, das ist aber von allen Seiten unbreakable, Bro. Man kann da nicht rein. Schattenkrieger habe ich doch gesagt, oder nicht? Geh zu Buch, habe ich schon mal im Inventar. Wo ist Lukas? Habe ich einen Clan? Unser Lukas? Schattenkrieger. Kristallkrieger. Travis Scott oder Eminem? Travis Scott. Das Ei ist oben gebaut. Ach, Bruder, ich lese dir nachher wieder vor. MK, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Wir bauen. Die Farm ist eigentlich, glaube ich, so gut wie fertig.
Okay. Top der Form. Itachi ist einfach das Ei. Itachi ist einfach das Ei. Boah! Wie geil sieht das Portal bitte aus mit dem Shader? Nice. Das ist Wahnsinn. Welches Portal? Ja, das Nether-Portal. Mit dem Shader? Ja. Hey, ich hab doch so eine Änderung gemacht. Wieder. Okay, ja, es hat halt dieses, also jede Lichtquelle in Minecraft, also alles was leuchtet, hat halt so eine eigene Lichtquelle. Okay. Ja, ich muss das mal nach dem Stream machen. Jede Lichtquelle hat eine Lichtquelle. Oh Gott, ich sehe hier nichts im Shader, aber. Ja, ich bin voll falsch gelaufen. Was soll das denn? Döner oder Pizza? Boah, nein, Digga, ich glaube Pizza. Okay, ein OP-Goldapfel gibt dir Regeneration 5. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube nur Regeneration 2, aber Absorption 3 oder sowas. Ja, ja. Früher hat Regeneration 3. Du kriegst ja Resistance. Ja, ja. Ja, stimmt. Nicht Absorption oder nicht? Und Resistance auch, ja. Wie geht's? Was geht, Buzzard? Was geht an alle? Habe ich was verpasst? Nö, eigentlich noch nicht. Bisher hast du noch nichts verpasst. MK, was geht ab? Frag heute Tobi, ob er das bei der Burg war. Oha, ach stimmt, das habe ich voll vergessen. Wir wurden immer bei der Burg runtergeschubst, wo die mir erstmal nicht geglaubt hatten. Das ist crazy. Voll vergessen. Oh mein Gott. Du und Lukas sind die Auserwählten, weil Lukas bekommt ja auch Nachrichten bei so einem Bildschirm, der einfach auftaucht. Vielleicht hat er auch die Nachricht bekommen, dass heute was passiert. Kann auch sein, tatsächlich. Kann auch tatsächlich sein, du hast recht. MK, Dankeschön nochmal für den Sub. Und Julius Baumeister, danke nochmal für die weiteren 10 Euro. Ey, vielen, vielen lieben Dank für die Spenden. Sprengt die Base der Höllenkrieger und schließt Allianz mit Schattenkrieger. Ja. Also sprengt der Base, weiß ich nicht, weil ich habe echt keinen Bock, dass auch unsere Base gesprengt wird. Weil unsere Base, in unserer Base steckt viel, viel, viel mehr Liebe drin, als in deren Base, sage ich. Ich hab die Base von denen noch nicht einmal gesehen. Ich muss sie mal irgendwie auffinden. Vielleicht heute oder so. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ja, ob wir jetzt irgendwo im Nether, aber... ja. Wo genau, habe ich wirklich gar keinen Plan. Der Beste. Ey! Was ist das? Ey! Was sind das für Zahlen? Was soll ich da? Ich muss den Song ändern. Leute, guck, das Song da vorne und nicht da. Was ist das? Irgendwelche Zahlen? Ist das ein Countdown? Ey, das Buch hatte recht. Jungs, kommt zum Ei, schnell. Ich komme. Komm zum Ei, los. Ganz schnell. Hä? Das Buch hatte recht. Heute passiert echt was! Aber war's das? Das kann's nicht gewesen sein. Komm zum Ei! Ey, Julius, danke schon nochmal für die Donis. Vielen, vielen lieben Dank. Wie jeder 1 Euro spendet, ist er reich. Dankeschön. Aber M steht nicht für Count. M. Minute. Guck dir das an! Bro, was ist das? Bro, irgendwelche Zahlen! Das ist eine Zeit, ja! Irgendein Countdown oder so! Hast du irgendwas gemacht? Nein, ich bin hier hingeflogen, warum ist das? Bro, das ist aus wie so ein Hacker oder so, was ist das? Ich flieg grad zu falsch, ey, Mann. Ey, das ist geistkrank! Man kann es auch nicht wegmachen. Kann man es abbauen oder so? Nee, ich glaub nicht, also dagegen schießen geht nicht, das ist digital oder so. Ich bin hier hingeflogen, auf einmal ist das hier! Boss, das ist irgendein Countdown oder sowas? Ich hab keine Orientation, ich komme. Ey, das ist heftig. Dann bist du bestraft. Alter! Bro, das ist crazy.
Aber aus dem Nichts einfach, aus dem Nichts. Und du bist sicher noch nichts ausgelöst. Nein, ich hab nichts getan, nichts. Ich bin hier hingeflogen, auf einmal. Es war nachts, es ist Tag geworden, auf einmal ist hier so, sind hier so komische Zahlen. Hä, als ob? Was ist das? Ja, das wird irgendein Countdown darstellen wahrscheinlich. Hallo Leute? Guck dir das mal an! Ich seh's! Das Ding ist over. Aber ich kann nichts sehen. Ja, das ist so, Hackerzeichen oder so. Was ist das? Sieht das auch in Shader? Mit Shader gibt's das auch. Minute. What the fuck? Ey, Julius, Mann, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Spenden, die hier von dir reinkommen, Mann. Vielen, vielen lieben Dank, Julius. Ich küsse doch dein Herz. Vielen, vielen lieben Dank. Leute, lasst mal Liebe für Julius da. Lasst mal ein Herz für Julius da und für alle, die heute was rausgehauen haben. Und einfach an euch, Leute, dass so viele Leute am Start sind. Wirklich, ey, Jungs, ich hab keinen Plan. Was soll das sein? Und es ist keiner auf dem Server. Genau das meine ich doch. Niemand interessiert sich für dieses Ei. Es ist wirklich keine Online. Niemand interessiert sich. Niemand interessiert sich für dieses Ei. Niemand. Alle denken nur an sich selber und an Kämpfen und was auch immer. Versuch's gerade zu identifizieren, aber ich checke gar nicht. Das geht nicht, Bro. Das geht nicht. Das sind irgendwelche Zeichen, Bro. Ja, das stimmt. Aber da oben sind immer so einzelne Punkte, wenn du weißt, was ich meine. Siehst du das? Ja, aber das sind halt Buchstaben. Ich sehe da sogar manchmal so ein Y oder so ein K. Das sind Zahlen, das sind Zeichen, alles. Alles vermischt. Bro! Und niemand kümmert sich darum! Es ist eine Bombe. Was das? Hä? Hallo, Statistic. Hallo? Irgendwas passiert hier. Achso, er hört uns nicht. Hallo, Statistic. Monstastic, ja. Bro, das Ei ist, oh, ist schlüpft oder so. Irgendwas passiert. Was ist das? Das ist ein Countdown. Das ist ein Countdown oder sowas. Nein. Bro, das ist... Alter, wie seht ihr denn aus? Warte mal. Seid ihr Magier, wie sehen wir aus? Hast du schon unsere Skins gesehen? Bro, guck uns mal an, Alter. Alter, seid ihr Magier, geil. Ja, wir sind die Ware. Wir sind der wahre Clan. Welchen Clan gehörst du eigentlich an? Tashi, kannst du mal mitkommen? Ja, Bro. Warum bist du so leise, Alter? Warum bist du so leise? Wieso leise? Jetzt bist du ein bisschen lauter. Wen gehörst du an? Noch gehört niemanden an. Aber niemanden? Den Küssekriegern, aber ich glaube, ich bin zu schlecht mit Küssen, also wahrscheinlich die Schattenkrieger. Du willst zu den Schattenkriegern? Okay. Ich will ja nicht zu den Bösen gehören. Aha. Ihr seid gut und die Schattenkrieger sind gut. Ja, also wir stehen halt für die Gerechtigkeit, ne? Also falls die Schattenkrieger bei uns Faxe machen sollten, was ich nicht glaube und nicht hoffe, dann ja, weiß ich nicht. Aber ansonsten sind wir eigentlich immer für die Gerechtigkeit. Das ist super. Ja, aber was ist das hier? Ist... Ich weiß nicht, das auf jeden Fall irgendwie... Es sieht aus wie chinesische Zeichen. Steht M wirklich für Minute, Leute? Steht M wirklich für Minute? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier wird auf jeden Fall heute was passieren, Tridan. Da bin ich mir ja sicher. Das ist auch schon was Krasses, Bro. Ja, das sind nur Zeichen. Die sagen das ja nur nichts. Zeichen, ja. Ja, sagen nichts. Niemand kümmert sich ums Ei. Sagt nichts. Alles gut. Niemand. Ich bin aufs Ei. Wer weiß, vielleicht schlüpft das heute. Niemand juckt das Ei. Jeden juckt das Ei, aber diese Zeichen jucken niemanden. Da, genau das meine ich. Genau also, das meine ich. Wir schlüpfen und wir besiegen das. Fertig ist, ist ja nicht schwer. Ja, okay, ja. Du weißt gar nicht, was das. Ja. Du weißt gar nicht, was noch passieren wird. Du hast keine Ahnung, Statistik. Ja, ich bin mir nicht sicher. Du hast keine Ahnung, Statistik. Das wird noch. Das wird die größte Bedrohung, die jemals auf der Insel war. Wer weiß, vielleicht wird das Ding auch nett und hilft uns bei Sachen besorgen. Vielleicht wird das ja eine Fahrmaschine. Das wird nett. Das Teil hat Tobi seine Admin-Rechte weggenommen. Und Tobi hat Unheile gemacht. Unheile waren böse. Das heißt, vielleicht ist das Ei ja lieb. Also das sieht mir jetzt nicht so lieb sieht aus. Sieht das lieb aus? Ich wollte gerade sagen, sieht das für dich lieb aus? Also, ja, vielleicht können wir es ja mit Karotten füttern. Vielleicht ist er ja... Vielleicht ist da ja ein riesiges Huhn drin, Kiros Freunde. Kiros
Freunde? Hier raus auch ein Huhn. Ah, weiß ich, hässlich, ne? Weiß ich, hässlich, sind hässlich. Aber ja. Was denn, was er entdeckt immer mit Gefahr und so? Vielleicht will uns die Insel auch mal was Gutes tun. Hm, weiß ich nicht. Könnte ja auch möglich sein, wer weiß. Herzliche Grüße aus Geburtstag. Horn, ich grüße dich als Liebe zum Geburtstag. Muni ist online! Muni ist online! Ich muss Muni fragen gleich, Leute. Gott, hey, was verpasst? Ja, also, wir haben das neue Buch gelesen. Da steht einfach nur M drinne. Wir rätseln die ganze Zeit, was es sein könnte. Viele sagen Muni. Muni ist wieder weg. Sie war kurz online, ist wieder weg. Also, Siu! Siehst du das? Hallo. Oh mein Gott. Bro! Okay, das war zu 100%. Hä, das war gestern zu 100% noch nicht da. Das war gestern noch nicht. Das ist gerade passiert, gestern noch nicht. Jungs, was ist das? Was sind das aber? Hä? Ey, dann ist heute wirklich. Oh mein Gott, dann ist heute wirklich ein Event. Ja, Bro. Aber die Frage, wann? Ich kann es nicht entziffern. Zu, kannst du da irgendwas lesen oder bin ich einfach nur blind? Ich sehe da irgendwelche Null, ne? Die Null bezieht sich wieder auf Tobi oder was? Null? Ich sehe da irgendwas. Ich glaube, das ist ganz schnell die Zahlen von 1 bis 0. Das ist alles. Ich sehe 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Julius, vielen, vielen Dank für den ganzen Vielen Dank. Okay, das Hallo, ist krass. Ali. Ich denke echt, das ist. Ey, es fühlt sich wie Fortnite einfach an. Fortnite Live-Event, Leute. Checkt ihr das? Das ist geistkrank. Live-Event, Live-Event. Ey, Sue, hast du schon unsere neue Skins gesehen? Ey, da ist Kevin drin. Kevin ist drin. Was? Kevin, Fortnite-Würfel, erinnert ihr euch nicht? Sue, hast du unsere neuen Skins gesehen schon? Boah, sieht echt cool aus. Wir sind Kristallkrieger. Wir sind Kristallmagier. Aber seid mal ehrlich. Der goldene Punkt ist von uns inspiriert. Nein, das soll für den Anker stehen. Nein, guckt euch das mal an. Wir haben auch den goldenen Punkt. Ja, aber gar nichts von euch. Guck mal, wie die da uns nachmachen, ja, Leute. Ja, hä, was soll das denn jetzt heißen? Hä, warum bist du jetzt so? Stopp. Die Aussage kam nicht von mir. Es wurde nur intern von den Schattenkriegern. Gesagt hat, das möchte ich nicht sagen. Ihr sagt, wir sind Nachmacher. Okay, verstehe, Bro. Nein, ich sag nur der goldene Punkt. Aber Junge, ich finde eure Klamotten cool, also nein. Ja, ich sag doch gut, nur das, Bro. Was gesagt wurde, was kann ich denn dafür? Wer hat das gesagt? Dankeschön. Das darf, ich werde doch jetzt nicht meine Schattenkrieger verraten. Nein, ja Bro, sag's doch einfach. Ich will's nur wissen. Ja, versuch das doch herauszufinden. Aber ich sag doch, eure Klamotten sind cool aus. Ja, eure sehen auch cool aus. Aber wie gesagt, das Ei ist gerade wichtiger als irgendwelche aber Klamotten. Jungs, was ist das? Seit wann ist das denn da? Seit gerade, ich habe das gesehen, ich habe alle schnell gerufen. Keine Ahnung, es ist einfach da gewesen. Einfach da gewesen. Das ist krass. Idee. Ey, Daniele Lehmann mit 20 verschenkten Subs an die Community. Vielen, vielen lieben Dank. Ey, was geht heute ab? Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Leute, haut mal Herz raus für euch selber, für alle, die am Start sind und auch für die. Ey, Muni ist wieder weg, Mann. Ey, yo! Daniele Lehmann, was machst du da? Wieder mit 20 Euro. Alter, ey Leute, hau mal ein Herz raus. Ich hau auch ein Herz raus. Daniele, danke schön. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Kuss geht raus. Vielen, vielen lieben Dank für die Subgifts und für die Spenden. Wirklich, geisteskrank. Weiß ich echt zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Ey, also jetzt reicht. Also jetzt reicht's hier langsam. Jetzt reicht's hier langsam, okay? Also jetzt gleich kann ich nicht mehr Danke sagen, das ist einer zu viel. Ey, reicht jetzt wirklich. Daniele, nochmal mit 20 Euro. Kurs geht raus, aber jetzt reicht's wirklich, okay? Dankeschön. Danke, da vielen, 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 vielen lieben Dank. Digga, aber. Was passiert hier gerade? Ey, nein. Ey, Chat. Ey, yo, es reicht jetzt, okay? Es reicht, okay? Es reicht, wirklich. Es reicht.
Du hast vorhin schon gesagt, letzte Spende. Du hast vorhin schon gesagt, letzte... Also bitte, ey, bitte, 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 bitte. Ey, bitte, bitte. Guck mal. Guck mal, Chat. Warum? Warum? Spendeskasse. Guck mal, ich werfe für euch jetzt einen Korb. Ich werfe für euch jetzt einen Korb. Aber wo ist mein Ball? Ich habe meinen Ball verloren. Dann geht er doch mit 20 Subs. Ey, was macht ihr? Was macht ihr? Hallo? Reicht jetzt? Reicht jetzt? Wirklich, ey. Vom ganzen Herzen, vielen Dank. Aber es reicht wirklich. Wirklich, also ich mein's wirklich. Ich mein's wirklich ernst. Es reicht. Wirklich. Es ist schon so viel, ihr habt schon so viel rausgehauen jetzt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Höllenkrieg. Vielen, vielen lieben Dank. Ah, wirklich, reicht. Reicht. Wo ist mein Basketball? Danke nochmal. Ich lese nochmal kurz den Namen vor. Wir brauchen mehr. Nein, nein, nein. Ey, Digga! Moritz, danke nochmal. Mia, danke. Annalena, danke. Julius, MK. Und dann Daniele, die jetzt so viel hier raushaut, Mann. Es reicht! Bro! Dass der Counter des Eivor schliffen wird. Ey, warum ist Moni wieder weg? Wo ist mein Basketball? Hört auf, Leute, hört auf! Ich hab ihn! Ich hab meinen Basketball gefunden, ich hab meinen Basketball gefunden! Okay, ich mach jetzt Korb für euch. Bobby mit nochmal 2 Euro, kannst du bitte grüßen? Ey, ich grüße dich. MK mit einem Gift-Sub. Dankeschön. Julius mit 5 Euro. Ich habe auch viel rausgehauen. Kommt noch mehr. Julius, natürlich hast du viel rausgehauen. Ich hab dich auch, Bruder. Bro, ich sag doch für jeden einzelnen Dankeschön. Wirklich. Leute, ihr müsst wirklich nichts spenden. Es ist Support genug, wenn ihr einfach am Start seid. Aber wirklich, nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Okay, Leute, ich werfe jetzt einen Korb für euch. Guck mal, Ball, Korb, Ball, Korb. Denkt ihr, ich treffe? Ich werfe jetzt einen Korb für euch alle, Leute. Besonders für die, die hier gerade wirklich krank Ehren supporten, aber auch für die, die einfach am Start sind. 1 in Chat, wenn ich treffe. 2 in Chat, wenn ich nicht treffe. Dankeschön, Alina, vielen Dank. Meine Haare sind, ich gehe heute zum Friseur auf jeden Fall, Alter. Meine Haare sind wieder voll lang geworden. 1, wenn ich, dass ich treffe. 2, dass ich nicht treffe. Ey! Julius, du auch mal 10 Euro, keine Ahnung, was ich schreiben soll. Daniel Lehmer mit 5 Euro, jetzt reicht, sonst werde ich noch arm. Crystal Krieger auf die 1 werde ich auch noch gegrüßt. Natürlich, ich habe dich schon 1000 Mal gegrüßt. Daniel Lehmann, nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Spenden. Und, ja, ich grüße dich. Viel, viel, wirklich vom ganzen Herzen vielen, vielen lieben Dank. Auch an alle, die am Start sind einfach. Bobby, noch mal 2 Euro, bist der Beste, vielen Dank. Okay, wir werfen, wir werfen, wir werfen, wir werfen. Boom! Weil ich der Baller bin! Weil ich der Baller bin! Weil ich der Baller bin! Okay? So, okay, genug geredet. Genug geredet. Geistkrank. Wirklich geistkrank. Hallo? Hä? Hör ich dich nicht? Ich bin dein Vater. Nein, das bist du nicht. Kian, guck dir das mal an, Mann! Bro, was ist das für eine Scheiße? Bro, das ist ein Countdown oder so. Aber kannst du entziffern, was für eine Art Countdown das ist? Bro, sehe ich aus wie ein Professor? Das sind welche Zeichen, Bro! Jo, du bist doch so Kristallmaster of Disaster. Mach mal ein Kristall da oben hin. Oh, Junge, ich hab, was geht? Ich hab keinen Plan, was das sein soll, Bro. Keine Ahnung. Jungs, ich hab die Meta. Ich hab die Meta. Okay. Was ist die Meta? Die Meta von Peter. Mach Meta! Ich erzähle euch das gleich. Warte. Oh, ich hasse Zitasche. Hey, was geht? Was? Zitasche? Hör auf damit, hör auf das zu sagen! Juck mich nicht, Mann. Was? Jungs, ich glaube, ich habe sogar was, das sein könnte, ne? Was? Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß, was das für ein Countdown ist. Wenn dieser Countdown auf 0 schlägt, dann wird er erscheinen. Dann kommt, erscheinen. Nein. Guck mal, ich sage, was ist eure Meinung zu dieser Kugel? Oder zu diesem Ei? Oder stellt zu euch mal vor, der Osterhase hat das einfach. Nein. Ich habe eine richtig geile Theorie. Was glaubt ihr, ist da drin? Sagt mal ehrlich, was glaubt ihr, ist da drin? Jetzt ehrlich, ehrliche Meinung.
Ja, genau so sehe ich das auch, Jungs. Dankeschön, dass ihr mit mir interagiert. Dankeschön, was hast du gesagt, Mann? Übertrieben. Cool, Leute! Ich sag euch mit Ansage... Bro, ich muss überlegen. Sag. Junge, überlegen kannst du in der Schule. Hör zu, was ist deine Theorie, Tridan? Sag deine Theorie. Ey, ich hab zuerst gefragt, mach nicht. Ey, ja, okay, Schick-Sack-Schock im Chat! Okay, let's go. Auf drei schreiben wir rein. Bis eins. Okay, okay. Eins, zwei, drei. Ich schreibe, nein, ich hab gewonnen. Hä? Ich dachte, mach ich gewonnen. Ich dachte, mach ich Schick-Sack-Schock. Ich dachte, ich bin Akinator. Der eine schreibt Atombombe und der andere schreibt Akari, großer Adler. Kennst du den? Nein. Bro, ich wurde gerade wirklich hops genommen von dem. Egal, hör zu. Meine Theorie ist, weil Zitashi hat gestern noch gesagt, da drin ist ein seine Freundin irgendwann so, die kommt dann so als Geschenk. Bro, ich hab... Hey, chill, Digga, ohne Handgreifigkeit. Entspann dein Po, Junge. Oh, lass das nur mal. Komm runter, Junge. Leute, genau, das meine ich. Niemand nimmt das Ei ernst. Niemand nimmt das Ei ernst. Meine Theorie, okay? Ich sage, da drinne ist eine Bombe und wenn der Countdown auf Null ist, dann platzt die Bombe und alles geht in die Luft und alles so zerfetzt! Denkst du wirklich? Crazy. Nee, Mann, keine Ahnung, aber ich glaube trotzdem, irgendwie, da ist eine Bombe drin. Ich sag, da ist nicht so Überraschung und so. Hey Jungs, ganz kurz, ihr seht doch diese... Elis, danke schön für deine 10 Euro Spende. YouTuber, Instagram, Crafter, du kannst mich grüßen. Elis, ich grüße dich. Vielen, vielen lieben Dank. Und die Leute können ja selber in den Kommentaren abstimmen, Leute, ob YouTuber Insel oder Crafter cooler ist, Leute. Schreibt gerne rein, was ist cooler, Crafter oder YouTuber Insel. Was findet ihr persönlich cooler? Das ist keine Ahnung. Keine Ahnung, was das für eine Stift ist, aber das kann man übersetzen lassen. Nimm erstmal einen tiefen Schiefer Ziegelstufe. Uni ist da. Wo bist du? Beim Ei muss aber kurz mit jemandem reden. Bin gleich für dich da. Schnell bevor sie weg ist, Leute. Schnell bevor sie weg ist. Ich muss sie jetzt fragen. Ich mach das gleich, ich mach erst mit Lukas. Ich glaube, sie ist gerade beschäftigt. Wo du? Was sie dann? Ah, da! Hallo? Ah, Lukas, was gibt's? Ich muss mit dir reden und zwar. Hast du irgendwelche Geheimnisse? Ob ich Geheimnisse habe? Ja. Nee, warum? Du hast keine Geheimnisse. Ich habe keine Geheimnisse. Irgendwas, was du bisher noch nicht erzählt hast. Irgendwas, was du für dich geheim hältst. Beziehungsweise, doch, ich habe was ich noch nicht erzählt habe. Beziehungsweise, ich habe das bis jetzt nur Flo erzählt, aber... Jungs, soll ich sagen, was ich gerade gemacht habe? Ich habe die Antwort auf alles. Du hast die Antwort auf alles? Ich habe gerade eine Sequenz aufgenommen. Diese Sequenz, die wir hier gerade sehen, ne? Ja. Das habe ich dann in meinem Schneideprogramm reingepackt und habe das übertrieben langsam abspielen lassen. In Zeitlupe. Ja. Und wisst ihr, was ich dann herausgelesen habe? Nichts. Da steht denn, das Ei ist Kiru. Dass Kiru ein Huhnsohn ist. Ein Huhnsohn. Ich wusste es. Das habe ich auch so schon gelesen mit meinen super Speed-Augen. Ey, das ist krass, Leute. Das ist echt krass. Keiner nimmt's ernst. Das ist echt krass. Also, das sind ganz viele Symbole. Keiner nimmt's ernst. Teilweise Zahlen, Buchstaben, alles gewesen. Ey, nimmt das Ganze. Da war ein Herz. Da war teilweise ein Pfeil. Was habe ich da noch gesehen? Irgend so ein Muster. Ganz komische Sachen. Ihr nimmt das Ei nicht ernst. Ich sag dir ehrlich. Zitashi hat einen Lösungsansatz gehabt, der wirklich geisteskrank ist und der wirklich hinkommen könnte. Weil das könnte etwas sein, was eigentlich den Minecraft-Spielern, vielleicht wissen das die Leute gerade im Chat bei irgendwem, mir hat das schon gesagt gehabt, aber wissen die Leute, was diese Zeichen auch, die gibt's in Minecraft so in der Art schon. Okay, und zwar und bei einer bestimmten Sache. Und die kann man tatsächlich lesen, wenn das ist, was es ist. Und die Leute werden das wahrscheinlich auch bei dir im Chat schreiben, also die Minecraft so ein bisschen sich auskennen. Chat, habt ihr das schon reingeschrieben? Diese Zeichen gibt es schon. Ansonsten verrate ich das auch gleich. Weil Zitashi... Warte, noch nicht verraten, mal gucken, okay, ob der Chat das weiß. Ich bin auch sehr, sehr klar, ob der Chat das weiß. Warte, man kann das lesen. Bei Verzauberung. Also, haben die Leute das reingeschrieben? Bei dir auch so? Ja, was haben wir reingeschrieben bei mir? Josef hat das gerade reingeschrieben, Eltendo auch. Ach so, doch, vorhin haben die Enchanter-Schrift gesagt. Doch, genau. Doch. Und zwar beim Verzauberungstisch siehst du ja auch, wenn du zum Beispiel eine Verzauberung auswählst und sowas. Da ist doch immer, da steht dann zwar zum Beispiel Schärfe 5, aber da ist so eine ganz komische Schrift an irgendwelchen Zeichen. Ja,
Und das ist auch genauso ähnlich. Wenn du, das könnten ganz viele Zeichen davon sein. Und diese kann man lesen tatsächlich. Also es ist wirklich eine Schrift. Hm. Und Zitashi meinte, er will das mal versuchen. Jungs, könnt ihr mal einen Enderkristall platzieren? Hier geht das nicht. Nicht hier. Irgendwo. Komm zum Herz, komm zum Herz. Lukas, wir reden gleich weiter. Wieder an. Hat nicht geklappt. Hä? Ja, hier sind auch so komische Zeichen, aber das ist nicht dasselbe. Selma? Sicher? Doch, das könnten auch die Zeichen sein, oder nicht? Ja, vielleicht, aber was willst du daraus, was willst du da rauslesen? Gar nichts. Deswegen. Ich stelle euch mal vor, da drin ist so ein riesen Enderkristall, was alles zum Explodieren bringt. Oha, das ist ja cool. Was ist mit denen? Ja, das sind auch so Zeichen. Du siehst doch auch die Zeichen da drauf, ne? Das ist genau das gleiche. Ja, das meinte ich ja. Deshalb wollte ich das hier platzieren. Ah. Weißt du, was das Coolste ist? Der kann auch in die Luft gehen. Ja, und ich hab gerade schon gesagt... Ey, du hast das Herz kaputt gemacht! Ups. Oh, guck mal, Kristallkrieger sind nur für Zerstörung wieder da. Das kann nicht sein. Ey, das guck mal, warum... Aber das Herz ist jetzt viel cooler, ich repariere das wieder. Ja, es... Mit Obsidian. Aber Sue, was sind eigentlich eure Absichten als Schattenkrieger? Unsere Absichten? Wir wollen die Höllenkrieger aufhalten. Hast du gehört, Lukas? Ihr wollt die Höllenkrieger aufhalten? Also ihr macht das nur... Ihr habt den Clan nur gegründet als Rache gegen die Höllenkrieger. Naja, was heißt Rache? Die haben halt schon echt so viel kaputt gemacht. Und ich sag euch ehrlich, wir müssen die langsam aufhalten. Weil irgendwie mit den Beatles-Brüdern haben wir trotzdem uns zu sehr um die Admin-Geschichten gekümmert. Aber der Clan jetzt, was, ne? Der ab? Clan... Hallo. Was geht, Reini, mein Schattenkriegerbruder? Was geht, was Junge? Okay, Lukas, Lukas, müssen weiterreden. Dankeschön, du auch. Die machen irgendwie Fitner gegen uns die ganze Zeit. Hä? Ich mach gar nichts. Hä? Ich mach gar keinen Fitner. Ja. Du sagst doch gerade, wir machen alles kaputt, Reini, hä? Du hast doch Fitner gemacht. Ja, aber das ist doch die Wahrheit. Ja, aber das ist auch die Wahrheit, ja, das dass ihr klar gegründet habt, um Rache zu nehmen. Ist auch die was Wahrheit. Ich hab gar keinen Fitner gemacht. Was hast du gemacht? Ja, alles gut. Aber noch eine Sache, Zedan, du hast wirklich nicht... Ja, wir müssen jetzt kommen, ich habe gesagt, wir reden. Ich hab tausendmal schon gesagt, komm reden. Wieso? Ey, wieso spannst du den Bogen gegen mich, Sue? Hä, hab ich doch gar nicht, also... Ach, mach hast doch voll du gar auf, nicht. Spaß. Ja, okay, ist gut. Aber ich hab doch nicht geschossen. Lukas, komm. Er hat ja richtig Paranoia. Warum machen die so Fitner, Alter, hä? Ich hab vorhin auch Tobi irgendwie gehört, aber er ist irgendwie nicht... Weil ich bin gleich wieder da. Ey, Julius mit nochmal 50 Euro... So, letzte Folge, bist der beste Julius. Du hast vorhin schon gesagt, das ist die letzte Spende, Bro. 50 Euro nochmal von Julius. Leute, haut nochmal ein Herz. Was war das? Lol. Julius, vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, okay, Tobi, sag ich schon. Lukas. Also, was war mal deine Frage? Ja, wo hab ich denn her? Aua, danke. Also, was war mal deine Frage, Lukas? Ob du irgendwelche Geheimnisse zufällig hast? Also, ich hab das bis jetzt extra noch keinem erzählt, außer Flo, aber der konnte das irgendwie... Und hast du wirklich Geheimnisse? Ich habe... Da schreien die Leute auch was. Die ganze Zeit. Ja, ich habe was, Bro, aber das könnt ihr eh nicht lesen. Beziehungsweise, dass ich werde es auch keinen mehr droppen, weil ihr das eh nicht verstehen könnt und nicht lesen könnt. Ich habe es schon mit Flo probiert. Ich habe ein Buch. Da stehen Sachen ein drin. Buch. Das haben die Leute geschrieben, aber was hat es damit auf sich? Ich wusste, dank des Buches, dass heute irgendwas passieren wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass das noch nicht alles war, was heute passieren wird. Es wird noch was passieren. Es wird safe was. Und ich bin schon die ganze Zeit am Verzweifeln, weil niemand auf der Insel sich mit dem Ei beschäftigt und wirklich niemand dieses Ei ernst nimmt. Ey! Oh mein Gott, ich dachte schon, passiert irgendwas. Das waren nur Wolken. Oh mein Gott. Ey, niemand. Und das ist wirklich alles, was du weißt. Niemand. Also du hast irgendeine Informationsquelle oder was? Ja, und ich krieg halt jeden Tag, das ist halt so eine Art Tagebuch. Und das wird irgendwie vom Ei geschrieben, was auch immer. Da stehen jeden Tag Sachen drin. Jeden Tag neue Sachen. So, und ich wusste zum Beispiel vom gestrigen Eintrag, dass heute was passieren wird. Ich wusste es, ich hab's aber keinem gesagt. Weil, dass mir erstens vielleicht auch keiner glaubt, weil ihr das eh nicht lesen könnt. Da steht auch irgendwie von wegen irgendwas, dass ich der Auserwählte bin, dass diesbezüglich. Ich hab's schon mit Flo probiert. Ich hab ihm das gedroppt, ich hab probiert, das vorzulesen. Er hat nix verstehen können und konnte auch nicht lesen. So. Okay, verstehe. Und das ist halt... Ich weiß, dass mit dem Ei irgendwas nicht stimmt.
Und ja. Niemand auf der Insel nimmt das Ei ernst. Niemand. Niemand. Außer mir. Und das. Du bist ja jedes Mal ein Schauer, als ich da in die Nähe gekommen bin. Jedes Mal. Was bin ich? Nee, ich hatte jedes Mal einen Schauder, als ich in die Nähe von dem Ei gekommen bin. Ja. Und wie gesagt, guck mal, der Kian kommt und sagt irgendwas von irgendwas mit Adler. Sue sagt, das Ei ist ein Kiro, der Huhnsohn. Keine Ahnung. Sie machen alle Spaß daraus. Niemand nimmt das ernst. Und ja, das ist das Problem. Recht. Das ist das Problem. Bro, deswegen. Ich sag dir ehrlich, wir müssen das Ei auf jeden Fall ernst nehmen. Irgendwas wird da kommen. Ich mach das schon seit Tagen, aber niemand versteht es. Irgendwas wird da kommen. Ja, das ist die größte Bedrohung, die jemals auf der Insel existiert hat. Aber das checkt keiner. Und jetzt, wo du dein Geheimnis verraten hast, muss ich dir auch etwas sagen. Jungs. Ja. Wie, was? Ah, der Countdown? Was ist das? Das frage ich mich auch. Ah, warum? Das ist vorhin eben erst gekommen. Warum? Oh mein Gott, bist du laut, warte, Tobi. Warum bist du vor ein paar Tagen von mir abgehauen? Warum kommst du jetzt einfach auf einmal so? Ich bin eigentlich ganz gut mit Lukas momentan. Also denke ich zumindest. Weiß nicht, ob er das auch denkt. Was hat das mit der Sache zu tun, die ich gerade angesprochen habe? Keine Ahnung, du bist so crystalwütig in letzter Zeit. Ich habe Angst vor dir. Deswegen hast du mich beobachtet und bist abgehauen. Ach so, das war da beim Alpha Tower, meinst du, ne? Ja. Ach so, nee, da wollte ich einfach nur unentdeckt bleiben. Ich dachte, du sagst was. Einfach weggelaufen. Ja. Achso, ich habe schon ein Video gesehen, Tobi. Du hast ja ein Video hochgeladen, wo du so ein bisschen angeteasert hast, dass du vielleicht irgendeinem Clan beitrittst. Ja. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie schon eine weitere Entscheidung getroffen oder sowas? Oder? Nee, ich hab mir das noch nicht genau überlegt tatsächlich. Ich bin mir da noch etwas unsicher. Das kommt mir ein bisschen komisch rüber, Leute. Ihr werdet aber definitiv so in der engeren Auswahl. In der engeren Auswahl, das ist schon mal geil. Da, was gibt's denn für eine andere Auswahl? Die Alpha-Loser, keine Chance. Also ganz ehrlich, wenn du zu denen gehst, dann bist du auch. Dann hast du direkt zwei verfeindete Clans gegen dich. Oder so. Ich weiß nicht, aber so. Was findest du an den Schattenkriegern denn besser als an uns so? Weißt du? Musst du mal sagen. Also, ich weiß nicht, mit Rhiney bin ich schon gut irgendwie, ne? Aber das kannst du ja auch so sein. Das ist, also, guck mal, es geht ja um den Clan, nicht um die Person in den Clans, weißt du? Wieso würdest du in den Clan gehen? Ein Clan ist eine Verbindung von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen, helfen und im Gegensatz verteidigen. Denkst du jetzt, nur weil du dich mit Rhiney verstehst, kann er dich gegen zum Beispiel den Alpha-Clan oder sowas beschützen? Ich sag dir, wir können das zu 100%. Du kannst ja trotzdem noch gut mit Rhiney sein, aber was den Clan angeht, ein Clan ist eine Vereinigung, was Stärke angeht, was Power angeht, was Defensive, was eine geile Basis angeht. Und ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, ich hab's gestern schon gesagt. Und Tridan, vielleicht hast du auch bei Tridan schon gesehen. Aber wir bauen gerade das krasseste, was du hier gesehen hast. Oh, ja. Guck dir die Wasserkriegerbase an, guck dir die Insel Kians Festung. Also ich viel krasser schon, als alles. Ich hab dir das schon gezeigt? Nein, das wollen wir noch nicht zeigen. Wir wollen erst zeigen, wenn es wirklich fertig ist. Nee, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich kann das von hier theoretisch sehen. Ich weiß ja ungefähr, wo das ist. Ich hab das ja schon gesehen, was ihr da macht. Hö, wer rennt da drüben rum? Ja, die gucken sich gerade diesen Countdown an, was auch immer das ist. Das ist Zitashi, oder? Ja, das ist Zitashi, ja. Ja, ist Zitashi. Ja, dann gehe ich mal darüber. Okay, Tobi. Okay, perfekt. Aber alles klar. Ja, das, was ihr da baut, ist wirklich schon, das ist schon beeindruckend. Wir müssen übrigens nochmal reden. Ich weiß nicht, diese Raid-Farm, die ich gebaut habe, funktioniert irgendwie nicht so, wie sie soll. Okay, wenn du mir sagst, der Raid kann ich mir die auch angucken. Der Raid spawnt und verschwindet einfach. Die ist direkt bei euch da oben bei der Farminsel, da ist das, bei eurer. Der verschwindet wieder? Das ist stimmt. Cool. Ach, ja, stimmt. Der Raid, ich habe oben diese Leiste, die taucht auf und dann ist er weg. Warte mal, da kam gerade ein guter Kommentar in meinen Chat. Bei den Schattenkriegern ist auch Amir, der komplett misstraut, ne? Stimmt, du hast recht. Ich überleg's mir auf jeden Fall. Und ich habe auch gehört, dass Stace da reinkommen möchte und ich sag dir, wenn Stace da reinkommt, dann... Ja, gut, das stimmt. Da wirst du von deinen eigenen Clan-Kameraden hintergangen. Ja, das stimmt. Da sehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Das und die Schattenkrieger machen, so, die stecheln irgendwie gerade die ganze Zeit, ne? Ja, alles klar. Die stecheln gerade die ganze Zeit irgendwie. Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie zürt auch mit dem Bogen auf sich. Ja, der sagt, wir machen alles kaputt und so. Das Ding ist komplett aus Versehen. Ich habe sogar gebaut. Ich sag's dir, ich baue das wieder hin. Ja. Und alles Mögliche. So, und er direkt so, als wenn das jetzt so das Schlimmste auf der Welt wäre, dass ich da aus Versehen Crystal. Es war nicht mal mit Absicht, so. Ich hatte gar nicht dran gedacht in dem Moment, dass es das Herz zerstört. Ich mach das ja auch wieder heil. Aber so direkt gegen uns geschossen und sowas, das weiß ich nicht. Das Ding ist, Leute, sie haben den Clan wirklich nur gegründet, um sich an den Höllenkriegern zu rächen. Ja, der einzige, guck mal, Rache ist nie die perfekte Lösung. Ja, ich wollte mich nie an Tobi rächen oder sowas, weil das wäre die falsche Herangehensweise. Ich habe immer gesagt,
wenn Tobi irgendwann wieder da ist, ich rede inzwischen wieder normal mit ihm, weil ich weiß, dass er ein guter Mensch war. Auch ich war wütend, ich bin immer noch wütend, er hat sich noch nicht entschuldigt, aber ich habe nie nach Rache nach ihm gesehnt oder sowas. Und das ist genau das, was die Schattenkrieger sind. Sie sind einfach nur eine Vereinigung zur Rache gegenüber dem Alpha-Clan oder den Höllenkriegern inzwischen. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz. Unser Clan steht für die Gerechtigkeit auf der YouTuber-Insel. Das stimmt. Das ist was ganz anderes. Wir sorgen für Gerechtigkeit. Wenn die Schattenkrieger irgendwas machen, was gegen die Gerechtigkeit verstößt, dann werden wir da einschreiten. Wenn die Schattenkrieger sich aber zum Beispiel an alles halten, dann werden wir auch nicht die angreifen. Ja. So, das ist halt das Ding. Die Schattenkrieger wollten dich angreifen. Ey, let's do, aber jetzt nicht hier irgendwie... Nicht trollen. Jetzt nicht trollen. Das schon aber gestern. Ich muss mit dir was besprechen. Ja, okay. Rede. Du hast ja eben dein Geheimnis verraten. Ja. Und der Grund, warum ich dich gefragt hatte. Und vielleicht in deinem Video hat man das ja auch schon gesehen, in dem Video letztens, wo wir auf dem Ei gesprochen haben, wo ich so ein bisschen verpeilt war. Ich kriege... Was ist das? Seitdem ich wieder... Das ist Kian safe. Ich kriege, seitdem ich auf der Insel bin, kriege ich so komische Quests. Die einfach Quests? Mitten auf meinem Bildschirm angezeigt werden. Und die Quest zum Beispiel eben, das war eine Nebenquest zwar nur, aber die hat gesagt, frage Tridan nach seinen Geheimnissen oder sowas. Hä, also ist das auch eine Macht? Die das... Ich weiß nicht was, ich habe keine Ahnung, was es ist. Okay. Aber... Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was es ist. Was ist denn die Hauptquest? Ich weiß gar nicht, was war die letzte Hauptquest, Leute? Ich glaube, die letzte Hauptquest war, dass ich... Was war die letzte Hauptquest? Was musste ich vorhin machen? Also es war noch eine Nebenquest, dass ich ihm was schenken sollte. Und die letzte Hauptquest war, ich musste auf jeden Fall gegen ein Clanmitglied musste ich ihm 1-1 machen. Habe ich kurz gegen Tsitashi gemacht. Und danach, was musste ich machen? Irgendwas musste ich machen, aber ich weiß es nicht mehr. Okay, also das ist die Hauptquest. Ja. Ich glaube, es waren bisher nur 3 Quests. Einmal, die Hauptquest war wirklich nur ein 1-1 gegen Clanmitglied. So ein Testkampf. 1-1 gegen Clanmitglied? Ja. Hast du schon gemacht? Ja, habe ich gemacht. Eben gegen Tsitashi ganz vorhin. Oh, mit Crystals? Nee, wir haben einfach nur mit. Da wurde halt nichts gesagt, deswegen haben wir auch nur mit Schwert gemacht. Wer hat gewonnen? Ach ja, stimmt. Und ich musste. Ich weiß, du hast es eben wahrscheinlich mitbekommen. Ich musste jedem Spieler ein passendes Geschenk geben. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber ich hab dir auch was gegeben. Was hast du mir gegeben? Ich hab dir einen Kristall gedroppt. Ach, deswegen hatte ich einen Kristall einzeln. Ja. Ah, okay, verstehe. Okay, danke dir. Genau, also ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Quests. Ich weiß nicht, ob die schädlich sind oder was passiert, wenn ich das nicht mache. Ja. Oh, aber. Was macht er da die ganze Zeit? Da wird nichts passieren, wenn das. Das wird nichts passieren, das, oder? Das ist nicht Tobi, Bro. Weil dieses Horn, das war. Es ist wieder da! Was passiert was? Da? Findet was einen. Ich hab's nicht mehr wieder. Ich muss die ganze Zeit auf den Chat vertrauen. Es geht so schnell wieder weg. Leute, Chat schreibt ran, was da stand. Ich hab irgendwas. Findet einen Spieler oder irgendwas gelesen. Findet Mehrzahl! Das heißt, es könnte auf uns alle bezogen sein. Ah. Chat, was stand da? Bitte schreibt mir bitte. Findet? Ey, Bro, dieses Horn. Ey, ich muss ihm das sagen, Bro, warte mal. Finde. Oder wer macht die ganze Zeit dieses Horn? Sitachi wollte doch mit dir irgendwie Duell machen oder so. Ey, ich wollte mal kurz über. Können wir mal ganz kurz über Kristallkrieger reden? Bruder, dieses Horn. Was. Ey, mach das safe nicht. Findest du auch die Kristallkrieger richtig komisch mittlerweile? Hä, warum sagst du sowas? Schade. Ironischerweise ist das jetzt nicht das erste Mal, dass das heute gesagt wurde, ne? Hä, warum stichelt ihr so die ganze Zeit? Oh. Ihr sticht doch gegen uns. Wir haben gar nichts getan. Hä, wie komisch ihr seid. Ihr seid voll verrückt geworden. Kommt zu und sagt, wir töten euch jetzt gleich. Hä, warte, wirklich? An. Ja. Hä, warum ist er ehrlich jetzt? Aua. Ey, ich sag ehrlich, ich schwöre, ich machst du gerade nur Fitman oder hast du das ehrlich gesagt? Jungs, was ist das? Nein, er hat das echt gesagt. Warum sagt er das? Ja, ich verstehe auch nicht, warum. Wir haben gar nichts getan so. Aber ja, habt ihr gerade auch nicht, ja, aber Tsitashi hat wirklich Stress gemacht. Tsitashi, guck mal, das Problem ist, Tsitashi steht insgeheim auf Muni. Und dann, hör zu. Insgeheim, ja. Ey, hört doch zu jetzt hier. Kian, mach die Frage. Ey, Tobi, deine Fragen sind alles eine Sache. Was weiß die Quest? Findet einen Spieler und opfert ihn an das geheimnisvolle Ei. Das war sogar eine Hauptquest. Das heißt, die muss gemacht werden. Ja, okay, aber warte mal. Kamst du gerade zu Stu, hast gesagt, wir töten den oder so? Nein, hab ich nicht, Bro. Ich hab zu Kian aus Joke das gesagt, weil er irgendeinen Kack über mich verbreitet. Bro, die sagen gerade, Digga, ich flieg dahin. Das erste, was sie sagen, ist, findet ihr auch das Schatten, dass die Crystal-Krieger so komisch sind? Hä? Bro, Digga, die wollen Beef. Ich bin dir ehrlich, ich geh gleich. Nein, so sind wir nicht. Alles so gut. So sind wir nicht. Ja, aber du weißt, Bro, wir sind so nicht.
Wir machen das nicht. Die sollen uns als erstes angreifen. Wir greifen nicht als erstes an. Bro, lasst euch nicht hier verarschen und so. Lasst sie reden. Wirklich. Lasst sie reden. Wenn die Faxe machen, alles gut, aber wir werden nicht die Ersten sein, die angreifen. Alles gut. Ne? Ey, Muni. Ich muss eine ganz wichtige Sache mit dir besprechen. Okay. Oh mein Gott. Lass mal zu deinem Haus, bitte. Oha, du redest mit dem Feind! Na, die haben keine Ahnung. Die haben alle keine Ahnung. Muni? Ja? Das ist jetzt wirklich ernst? Wollen die uns jetzt belauschen? Nee, ich muss echt mit dir, ich muss allein mit drüber reden. Ey, Jungs, das... Alles gut. Ich schreib dir später irgendwann im Verlauf des Tages, wo du hinkommen kannst, okay? Okay. Alles klar. Ey, zu belauschen bringt gar nichts. Das hat nichts irgendwie mit Zedastic oder Timmy zu tun oder so. Frieda, sei mal ehrlich, bist du der Wingman für Itachi? Sei mal ganz ehrlich. Ihr nehmt wirklich nichts ernst. Also wirklich, ihr nehmt das Ei wirklich null ernst. Wieso redest du dann mit Moni über das Ei? Weil ich mit ihr reden muss darüber. Ganz einfach. Sie hat das Ei gelegt, oder was? Ihr nehmt wirklich nichts ernst. Ihr nehmt wirklich gar nichts ernst auf der Insel. Ja, aber Trinan, wir haben gerade ein anderes Problem. Einige behaupten, dass du der Wingman gerade sein möchtest. Da merkt man wirklich, dass ihr wirklich keine Ahnung habt. Da würde ich tatsächlich Trinan mal zustimmen. Also, ihr habt wirklich keine Ahnung. Ja, ey, ihr seid witzig. Ihr seid auch die euch Informationen austauschen. So. Ja. Ich hab noch nichts... Also, wer tauscht Informationen aus? Du hast doch Informationen ist so, von mir hä? Schon gekriegt. Was willst du überhaupt? Was ist das für eine Aussage, Reini? Lass meinen Schattenkrieger Reini in Ruhe, ey. Sonst Also ich hab hier noch niemanden irgendwie gestichelt. Ich greife hier auch niemanden an. Und ich ziel auch mit meinem Bogen auch auf niemanden, ja? Du bist der Ehrenmann. Das danke, ist Ehrenmann. Eine ich mach hier Lüge. Gar nichts. Ich mach hier wirklich nichts, ja? Trinan hat ein Leute. Buch. Was für ein Buch? Warum schreiben die das alle bei mir? Ich sag euch jetzt ganz ehrlich insgeheim, es war nicht... Das war nicht Tasche, es war Trinan, der auf Muni steht. Sorry. Ist das so, Trinan? Nee, das sag ich nicht. Ja, klar. Was ist mit den ganzen Schildern, die du an meine Festung gepackt hast, wo drin steht, ich stehe auf Muni? Zeig mal, wo sind die denn? Zeig mal. Ja, Bro, ich hab dir doch alle schon weggepackt. Ach so, hast du einen Beweis? Oh. Klar hab ich einen Beweis. Da, kannst du mir einen Clip schicken? Reini, stimmt das? Reini. Okay, Kian, schwörst du auf die Schattenkrieger, dass das stimmt? Ey. Okay. Hör auf! Okay, ich merk schon. Ihr seid echt ein bisschen komisch, finde ich. Was wird euch los? Warum sind wir jetzt komisch? Was haben wir getan? Ganz ehrlich, Trida, ne? Wie wär's für dich, wenn du ein Date hättest und die weibliche Person fängt auf einmal an zu furzen? Was? Ich würde... Kian, Geschichte aus Vollagern. Das würde ich jetzt von dir wissen wollen, Trinan. Ja, ich würde sie auf die Wange küssen. Wenn sie furzen würde? Ja. Hallo, Muni? Ah! Oh, alles gut? Ja. Okay. Ganz wichtige Sache, das hat auch nichts mit irgendwie Zetastic, irgendwelche Stories zu tun, Heirat, das ist wirklich ernst, es geht ums Ei, okay? Okay. Hast du mit dem Ei irgendwas zu tun? Nee. Bist du M? Steht das M für Muni? Ich weiß nicht. Aber ich habe nichts mit dem Ei zu tun gehabt in letzter Zeit. Weißt du, was das Ei ist? Nee, weiß ich nicht. Also es ist ein Unheil-Ei, wie es ausschaut. Aber sonst keine Ahnung. Hast du letzte Zeit mit Tobi geredet? Nee, ich habe gar nicht mit Tobi geredet. Leute, was sagt ihr? Und du lügst mich auch nicht an? Ich lüg nicht. Also das M steht nicht für Muni. Okay. Ich glaube, sie lügt nicht, Leute. Ich glaube, sie sagt die Wahrheit. Aber... Komm runter, Peter! Zetastic! Hi! Was ist los? Ich hab nur gesehen, wie du wolltest eine Party sein und du hast ein Tagebuch der Insel. Was hab ich? Du hast wohl ein Tagebuch der YouTuber-Insel. Ich hab kein Tagebuch, wie kommst du drauf?
rein, jetzt haben viele reingeschrieben. Ja, vielleicht lügen die ja. Ich glaube nicht, dass die Tischler von mir in echt lügen. Wer lügt? Essio. Hä? Essio lügt? Inwiefern Essio lügt? Nein, Essio lügt nicht. Das hast du gerade gesagt. Nein, Essio lügt nicht. Das... Hä? Egal. Egal. Aber Moni... Du hast ein Tagebuch der YouTuber-Insel, zeig's mir. Ich hab kein Tagebuch. Was war das gerade für ein Buch in deiner Hand? Ich hab kein Buch in der Hand gehabt. Sicher nicht. Aber Moni, du hast sicher die Wahrheit gesagt, ja? Ich hab Wahrheit gesagt, ja. Okay, sehr gut. Danke dir. Das war's auch schon. Okay, ich bin weg. Tschüss. Tschüss. Warte mal. Wollen die jetzt wirklich Kiro opfern? Vielleicht, ob das eine gute Idee ist. Wo sind deine Kuris? Ah, weiß da nicht. Haben wir sie. Gerade im Baum. Lukas. Hallo? Ja. Hallo, was sollte das? Warum hast du uns da so belauscht? Ich hab euch nicht belauscht. Hey, was? Wie? Ich hab euch gar nicht belauscht. Ich hab's doch gerade genau gesehen. Ich meine nicht mal Dichti dann. Ach so. Ey, Lukas, ich glaube, was du vorhast, ist nicht richtig. Was hat er denn vor? Aber wir reden gleich drüber. Sue, wer hat wen belauscht? Alles gut. Sah nur so aus. Ich wollte nur von ihm wissen. Er ist kurz bei uns gelandet, hat sich hinterm Baum versteckt und dann habe ich gesagt, warum belauscht du uns? Wer ist denn er? Ich? Ja. Also was labert Sue gerade? Sue, du bist so komisch irgendwie. Ich war gerade im Nether. Also warst du auch im Nether oder was? Ganz kurz, Tridan. Hä? Bin ich komisch oder bist du derjenige, der was verheimlichen will vor uns allen? Bro, du redest die ganze Zeit von irgendwelchen Sachen, die gar keinen Sinn machen. Bro, mein ganzer Chat seit heute Morgen. Tridan hat ein geheimes Buch aus der Kammer des Schreckens. Vielleicht lügen ja alle. Raus. Ich habe nichts. Okay, also sagst du, dass mein Chat lügt. Du hast gar nichts. Nein, ich sag nicht, dass er lügt, aber... Okay, alles gut. Ist ey, was, in Ordnung. Ey, nein, Jungs. Jungs, wartet, Jungs! Sicher! Was ist eure Mission, Digga? Ey. Oh, ihr checkt's nicht! Jungs! Okay, Tridan, was möchtest du sagen? Ich weiß, dass ihr Kiro dafür haben wollt. Wen denn sonst? Guck mal, erzähl mir nochmal genau, der Satz, der da stand. Leute, ihr müsst das nochmal reinschreiben. Was stand da genau? Da stand irgendwas... Hat irgendwer den genauen Satz? Opfert einen... Aber weißt du überhaupt, was passiert, wenn du es nicht tust? Wer sagt, dass du es machen musst? Ich weiß es nicht. Wer sagt das? Niemand, aber die Leute schreiben, ich soll es machen, weil ich sonst eine Strafe bekomme. Wo steht, dass du eine Strafe bekommst? Nirgendwo. Ja, also! Bro, und warum sollen wir wir sagen die ganze Zeit, wir sind für die Gerechtigkeit. Warum sollen wir jetzt irgendeinen Unschuldigen, der nichts damit zu tun hat, das machen lassen? Das Ding ist, er ist nicht unschuldig, Bro. Wie, er ist, warum ist er nicht unschuldig? Er hat Flo und mich angegriffen. Und er hat Freunde von Flo entführt. Er hat mich auch angegriffen, ja, aber das gerade mit der Geschichte hat nichts damit zu tun. Hä? Ja, wen willst du ausheben? Also ich sag ehrlich, wir müssen, glaube ich, wen opfern. Das Ding ist, lass uns selber nehmen. Weiß nicht. Lass uns selber nehmen. Aber da steht Opfert. Okay, hier ist der Satz. Findet ein Spieler und opfert, Mehrzahl, opfert ihn für das geheimnisvolle Ei. Und das ist gekommen, als wir alle drei zusammenstanden. Ich glaube nicht, dass wir uns selbst opfern können. Bro, aber so sind wir doch gar nicht. Ja, aber wir kriegen doch ihre Sachen alles wieder. Habt ihr mit dem Gerät, vielleicht will er es ja freiwillig machen. Wieso müsst ihr das mit Gewalt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte halt die Angst, dass genau das passiert, was er jetzt auch macht. Dass wenn wir ihn davon überzeugen wollen, dass wir gar keine Chance haben, weil er direkt wegläuft oder sowas. Ich weiß aber nicht. Mir ist recht egal, aber das Ding, ich habe Angst, dass Lukas eine ekelhafte Strafe bekommt. Ich will auch nicht, dass Lukas eine Strafe bekommt. Natürlich will ich das nicht, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, ich weiß, vor allem ist es eine Hauptquest. Bisher sind die nächsten Quests immer nur dann gekommen, wenn ich die davor abgeschlossen habe. Was passiert, wenn ich das jetzt nicht mache, ich zwar keine Strafe bekomme, aber diese Quests einfach aufhören? Und dass sie irgendwas, wir könnten dadurch irgendwas herausfinden über das Ei, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Es wusste ja auch, dass du Geheimnisse zum Beispiel hast, Tridan, weißt du? Ja. Du hast Geheimnisse? Also ich bin dafür, dass wir das machen, aber die Frage ist, wie wollen wir es machen?
Die Frage ist, wie machen wir das? Habt ihr ihn einfach gefragt, ob er es machen will erstmal? Nee. Er war bei uns, hat gesagt, ihr wollt mich opfern. Und ja, dann ist er weggeflogen, weil er Angst hatte. Ja, okay. Ich glaube, dein Ansatz ist gut, Tridan. Ich glaube, das ist wirklich der richtige. Wir reden die ganze Zeit über Gerechtigkeit und so. Oder sowas. Ja. Irgendwie ein Friedenspakt oder sowas. Solange die uns nicht angreifen, werden wir auch nichts machen oder sowas. Die haben mich gestern auch zu dritt angegriffen. Ich hab die 3-1 kaum auseinandergenommen. Die haben mich außen nichts auch einfach angegriffen, so. Aber das jetzt gerade hat nichts damit zu tun. Da stand, findet einen Spieler und opfert den Spieler für das Ei. Ja. Okay, wir werden ihn nicht angreifen. Also Chat, falls irgendwer jetzt schreibt, das ist eine Falle oder sowas in deinen Chat, schreibt bitte ihm auch gerne rein, das ist keine Falle. Wir wollen ihn wirklich nicht angreifen. Leute schreiben, das ist wie Solo-Leveling. Und bei Solo-Leveling, stimmt das? Ist das wie bei Solo-Leveling? Ja, es sieht wirklich 1:1 aus, so wie Solo-Leveling. Ich glaube, er ist da, Jungs, komm. Strafe bekommen. Was? Oh, hallo! Wolltest du uns belauschen? Kiro, du hast dich verändert. Das ist Kian. Ey, Lukas. Ja, was geht? Warum steht überall auf den Wänden, dass du Moni gut findest? Nein, Moni? Ich mach Spaß. Seit wann macht ihr Schattenkrieger so Fitner? Ja, das war die ganze Zeit. Sue meinte auch, ich habe euch belauscht, ich war netter, wieso soll ich euch da belauscht haben? Ey, Lukas, erstmal, Lukas, entspann dich mit deiner Schuhe. Und jetzt zweiter Punkt ist, Lukas, ich glaube, du schwitzt unter deiner Rüstung ein bisschen zu streng. Ja, willst du die mal sehen, die coole Rüstung hier? Warte mal, habt ihr neue Farben oder was ist los bei euch? Wir haben neue Skins, siehst du die zum ersten Mal oder was? Seid ihr jetzt auf einmal lila geworden? Wir sind die Kristallkrieger. Und wir haben neue Farben, ja. Und zwar, weißt du, wie das geht? Was? Nein. Ich Echt jetzt? Warte, ich stelle mich mal neben dich. Die leuchtet bei dir wahrscheinlich auch noch gar nicht. Da musst du wahrscheinlich noch eine Sache umstellen. Aber man sieht, Leute, ihr seht das auch hier, das ist nicht das Lila von Kian. Das ist nochmal so ein bisschen so ein dunkleres Lila mit ein bisschen Blauton. Gefährlich. Weiß nicht. Und damit durch Hannover Stadt, dann kriegen die Leute an. Ja, sag ich dir auch, also. Aber Leute, wir haben gerade herausgefunden, Mooney hat damit scheinbar wirklich nichts zu tun. Also M steht nicht für Mooney, Leute. M steht nicht für Mooney. Du musst mit uns reden. Ja. Yeah. Jetzt sag ich, dass du kacken musst, ne? Nein, Junge, jetzt lass uns mal Tacheles reden wie richtige Männer, okay, oder? Okay, jetzt reicht's. Okay, also ich fang an, alright, okay. Okay, ich stimme also, mir zu. CK ist Red Flag. Also, und zwar habe ich ein Problem. Ja? Und das Problem hat einen Namen. Ja. Leute, was steht M? Was steht das M? Ich weiß es immer noch nicht. Und ich bin mir noch sicher, dass heute irgendwas passieren wird. Alter, es ist 9.59 Uhr. Was, wenn um 10 Uhr irgendwas passiert? Es ist gleich 10 Uhr. Also das Ding ist, das ist halt einfach nur so, das meinst du, oder? Ja, das sieht schon böse aus, oder? Also, oder bin ich der Einzige, dass du das böse... M für Melone. Kian, das ist doch nicht böse, oder? Wer ist böse? Ich sehe doch ganz lieb aus. Ja. Es ist gleich 10 Uhr. Tridan, mir wird die ganze Zeit irgendwas erzählt von, du weißt irgendwas. Es ist gleich 10 Uhr, warte mal, es ist gleich 10 Uhr, wir müssen gucken, ob irgendwas passiert. Oha, danke, Jack. Oh, stimmt, es ist jetzt 10 Uhr. Na, jetzt aber Tridan, aber... stimmt's, dass du mehr weißt? Also mir wird das auch im Chat die ganze Zeit gesagt. Was ist? Also mir im Chat wird die ganze Zeit gesagt, dass du mehr weißt. Nee, ich weiß nicht mehr. Ist es 10 Uhr? Ist das Klopfen lauter geworden? Nee. Nee, ist es nicht. Das ist ein Herzschlag. Ey! Oh mein Gott! What the fuck? Was? Ey! Was war das für ein Sound? Hä? Ey, das Ei ist auf einmal abgelaufen! Was habt ihr gemacht? Oh, Hiro, was hast du mit dem Ei gemacht? Ey, warum ist das jetzt schwarz? Ich schwöre, es ist abgelaufen. Ich bin so erschrocken gerade. Es ist abgelaufen! Habt ihr mein Ei gerade zerstört? Man sieht ja gar nichts einfach. Leute, es ist 10 Uhr. Ich wusste es.
Was ist das aber jetzt? Ich wusste, dass doch was passiert. Ja, warum sagst du uns das dann nicht, wenn du das wusstest? Bro, das ist ein Repeating Command Block, steht da. Das sind Command Blöcke. Stark. Ach, ich hab keine Dings, ich hab keine Schuhe und Rüstung an, Digga. Hä, hey, das sind Command Blöcke. Ja, und was jetzt? Passiert da jetzt jede 10 Minuten irgendwas? Oder Bro, was war das? Ich wusste, dass noch was passiert. Ich wusste es. 10 Uhr. Das Buch hatte recht. Das meinte das Buch also. 6.4. Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. 6.4.2024. Das hat damit gemeint. 10 Uhr ist also wieder die Zeit, Leute. Wie bei den Unheilen. Das Eis ist einfach full schwarz geworden. Und es kam ein komischer Sound. Und wir haben jetzt einen Countdown. Hat sich beim Countdown irgendwas geändert? Nein, hat es sich nicht. 6.4. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Schattenkrieger gegen Höllenkrieger. Oh mein Gott. Ey, Lukas, was meintest du? Oh mein Gott, rückt euch jetzt, Kinder. Ey, Kiro, wir reden gleich. Lukas, wo ist Lukas? Alter, das Eis ist so schwarz wie Tobis Skin. Das Eis ist so schwarz wie dein Skin, Tobi. Was hat das zu tun? Das ist einfach 10-mal so groß wie der Enderdrache. Digga. Das war sag jetzt. Vielleicht müssen wir in Tobis Keller. Tobi! Ja. Tobi ist deine Mutter da drin. Warum ist das Ei jetzt so schwarz wie dein Skin? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ach, Bro. Ganz ehrlich, Tobi, man sieht, ne? Ja, du weißt es, Kiro. Er weiß es. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ja, Real Talk. Oh mein Gott, was ist das? Reini. Ja? Hast du eigentlich die Skins schon fertig? Schau, Block hab ich doch schon. Es ist ein Repeating Command Block, steht da doch. Okay, wohin? Es sind nur Skins, Digga. Aua. Ja. Warum sollte ich euch die geben einfach so, wenn ihr ganz entfitten macht? Wir haben doch ein Abkommen gemacht, Digi. Ja, und ihr sollt angeblich Informationen über das Ei haben. Ja, richtig, haben das wir Das soll ich euch glauben. Ich glaube euch kein Wort. Was für? Tridan, bist du anwesend? Ja, ich bin anwesend. Ich glaube, ihr habt schon gar keine Ahnung, schon, was woher du wusstest du das wir alles? Wir haben schon oft genug betont. Bro, gerade eben gesagt, die Höllenkrieger hast du erzählt. Das. Du hast doch gerade gehört, dass Reini das gesagt hat, dass wir Informationen haben. Natürlich haben wir Infos. Hä? Das Ei ist verschimmelt. Trinan, lügst du mich echt nicht an? Bro, wir können gerne unter vier Augen reden. Die Höllenkrieger haben Informationen, sagst du, Trinan. Also, das hast du gerade gesagt! Guck mal, die Sache ist die, dass die Kristallkrieger ständig irgendwelche Bücher bekommen. Habt. Ja, also hast du ja irgendwas gesagt, du hast mit den Höllenkriegern geredet. Hä? Erste Information. Was? Ich habe gerade gehört, Höllenkrieger haben ständig irgendwelche Bücher bekommen von dem Ei. Das finde ich ja schon ein bisschen komisch. Zumindest nicht, warum werden sie bevorzugt? Kann. Warum nicht? Bücher von dem Ei? Ey, hör auf mich ja, zu schlagen. Okay, ich habe die Woche auch noch belauscht, irgendwie Lukas hat Quests bekommen vom Ei oder so. Wie, ihr habt Quests bekommen von Ei? Ja, die Kristallkrieger halten uns irgendwie für dumm. Was für Quests hat er bekommen? Nein. Keine Ahnung. Die kriegen Bücher von dem Ei, sagt Tridan. Hä? Hey, ich sag gar nichts! Warum wird alles auf mich geschoben? Egal. Also, man zieht dann in der Ruhe. Ich komme auf die YouTuber-Insel und muss studieren, gefühlt. Er hat doch gleich gesagt, dass irgendwas. Irgendwer an dir was schuld ist. Was ist jetzt mit dem Teil? Aber das Geräusch hat sich auch nicht geändert. Es war kurz nur dieser Moment. Ja, richtig. Es war dieser komische Sound und jetzt wurde es. Das alt schwarz. Ja. F3? Was soll ich damit F3? Einfach Fortnite gleich. Oh, wir müssen Alt F4 drücken, F3. Schreibt bei mir jemand in den Chat. Alt F4! Digga, so lustig. Sue, komm mit! SU! Sue, komm mit! Kannst du das nicht allen sagen oder was? Nee. Ja, siehst du? Ja, du hast mir auch noch nichts erzählt, ne? Ja, alte Tasche, du kannst mir nicht allen sagen. Ja, dann komm halt nicht mit. Dann will ich es nicht sagen. Oha. Kann ich mitkommen? Nö. Kann ich mitkommen? Okay, Kuss. Kiro, du ja. Kommst. Nein. Ja, wieso nicht? Du hast mich gestern noch angegriffen. Du hast mich gestern noch angegriffen und wurdest komplett von mir hops genommen. 3 gegen 1. Ja, und jetzt können wir zusammenhalten. Was war das? Du wolltest gerade schon nicht kooperieren.
Hä? Hey, Bro, wenn ich verfolgt werde, um irgendein komisches Ritual aufzuwerten. Du hast Zitashi und Flo angegriffen, du hast Lukas angegriffen, du hast mich angegriffen und jetzt willst du kooperieren? Ich das bin oder Tridan. Das war alles nur Verteidigung, okay, immer nur Verteidigung. Verteidigung, ja, gestern hast du mich zuerst angegriffen. Ich hab irgendwas getan. Okay. Bei mir auch, genau das gleiche. Hey, Jungs, ihr greift immer als Erster an. Ihr droht immer mit Chris. Für was? Was für wir drohen mit Crystals? Wo bist du? Achso. Die werden safe hinter uns herfliegen. Ja, sollen sie. Die hören uns zu. Ich schreib dir kurz ein PR hier, wo. Leute, ist das die richtige Entscheidung, ihm das zu sagen? Eins in Chat, wenn ich ihm das sagen soll. Zwei in Chat, wenn ich ihm das nicht sagen soll. Jetzt abstimmen. Eins in Chat sagen, zwei in Chat nicht sagen. Hallo? Ja? Wie geht's dir? Ja, okay, ich bin nur ein bisschen sauer. Du bist sauer auf nein, wen? Nein, ich bin, nein, Quatsch, ich bin nicht sauer, alles gut. Warum bist du sauer? Ich mag nur irgendwie, ja, dass irgendwie der Zusammenhalt gerade noch schlechter geworden ist. Alle haben irgendwelche Geheimnisse. Ich habe gerade gar keine Geheimnisse. Ich versuche für alle irgendwie Sachen zu analysieren. Ich packe das Video extra ins Schneideprogramm, mache es so langsam, wie es geht. Ja, sag allen, was ich sehe und andere sind so heimlich unterwegs. Und du anscheinend ja auch. Das Problem ist, Bro, du, das genau das Gegenteil, was du gesagt hast. Es kümmert, niemand kümmert sich um dieses Ei. Niemand. Ich habe doch mein Bestes gerade getan. Ja, Bro, du hast gesagt, du hast getan und dann, ja, okay, das ist schon ein guter Ansatz, aber dann sagst du auch irgendwie, ey, ich habe das in einem Aufnahmeprogramm getan und da kam raus, Kiro ist ein Huhnsohn. So, ja, das meine ich. Das hast du am Anfang gesagt, Ich verstehe, dass du denkst, dass das so Spaß war, aber weil ich halt nichts herausgefunden habe. Ja, aber das ist doch schon mal ein guter Ansatz, um irgendwelche neuen Informationen herauszufinden. Aber du merkst doch selber, es kümmert sich niemand um dieses Ei. Jeder ist damit beschäftigt, irgendwie mit seinen Clans, mit seinen Sachen. Okay, das ist auch wichtig, keine Frage, aber das Ei ist doch gerade an erster Stelle, oder findest du nicht? Ja, safe zu 100%, aber ja. Ich habe doch alles gerade getan, was ich in was ja, in meiner ist Macht doch, stand. Ja, ist doch, ich kann ja nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche irgendwie da vor dem Ei hängen und irgendwelche weiteren Rätsel versuchen zu lösen. Ja, deswegen sage ich ja, ist ja ein guter Ansatz. Countdown da. Ja. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, aber mehr habe ich auch nicht herausgefunden. Ja, ist ja auch gut, ist ja auch lieb. So, aber das, was die Leute dir die ganze Zeit schreiben. Ja, ich habe ein Geheimnis, was ich aber extra die ersten Tage jemand verraten habe, weil da halt auch drin steht, dass nur ich das halt sehen kann. Ich hab das schon probiert mit Flo zu machen. Ich hab die Sachen, die in dem Buch, das ist ein Buch, wo Sachen drin stehen. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich denke, ich gehe davon aus, dass das Ei mir das irgendwie schreibt, was auch immer. Save Tobi, so. Bro, Tobi. Hab ich auch schon gedacht. Das macht doch gar keinen Sinn. Er ist plötzlich kein Admin mehr. Lukas ist kein Admin. So, das gehört doch safe noch alles zu seinem Spiel. Auf einmal ist er jetzt als normaler Spieler auf der Insel so. Bro, wen will er eigentlich verarschen? Unter anderem stand gestern beispielsweise drin, dass heute was passieren wird. Und heute ist was passiert. Und ich wusste, zuerst kam ja der Countdown. Danach, um 10 Uhr, wurde das Ei einfach schwarz. Und ich wusste, dass das mit dem Countdown noch nicht zu Ende ist. Das kann es doch nicht gewesen sein. So. Okay. Also, warte mal, du hast dieses Buch und da drinnen stand, dass dieser Countdown heute erscheinen nicht wird. Nicht Countdown, was? Sondern es stand einfach ein Datum. Das heutige Datum stand da drinne. Und aber stand die Uhrzeit 10 Uhr drin? Nein, stand nicht drin. Hat sich das ja verändert. Stand nicht drin. Ich ging einfach davon aus, weil die Unheile bis jetzt auch immer um 10 Uhr waren. Aber nicht alle. Wir hatten auch einige, die früher waren. Aber okay. Ja, stimmt. Aber daraus. Ja, warte, da kommt gerade jemand. Tobi. Mir wird gesagt, du suchst mich. Ich such dich nicht, nein. Hä? Irgendjemand hat mir das gerade gesagt. Ja, guck mal, wie er wieder lacht. Denkst auch, alles dreht sich um dich. Ja, eigentlich ja, es dreht sich alles um dich. Und deshalb erzähl uns jetzt, was Sache ist, Tobi. Es macht keinen Sinn, dass du davon nichts weißt. So, komm, hau uns doch eine Information wenigstens raus. Nein. Tobi, was? Tobi, was ist die Unendlichkeit? Die Unendlichkeit? Wie kommst du darauf? Was verbindest du mit der Unendlichkeit? Das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, oder? Was verbindest du? Ich hab F5 dort gedrückt beim Ei, da passiert nichts, da kannst du nicht reingucken. Also in einer gewissen Weise steht die Null auch für Unendlichkeit. Das ist ein geschlossener Kreis, wiederholt sich immer. Okay, warte mal. Habt ihr gerade Holz da? Das heißt, Unheil 0 wird sich die ganze Zeit wiederholen, weil wir Unheil 0 ja nicht abgeschlossen haben. Komm mal her, komm runter, komm runter. Bezieht sich das Ei auf Unheil 0? Ja.
Unten. Was siehst du? Ganz unten, ganz unten. Ein M? Für was steht, was, woran denkst du, wenn du das siehst? Also M, so M halt, den Buchstaben. Sagt dir das nichts? Ja doch, so, ich hatte irgendwas letztens, wie war das nochmal, Projekt M oder so? Projekt M? Hat Lukas schon was zugesagt, ja, frag ihn doch mal. Wie kommst du auf M, Digga? Projekt M? Ich weiß zwar nicht, wie du darauf kommst, ich hatte das letztens mal einmal erwähnt, Projekt M. In welchem Jungs, Zusammenhang? Ich check gerade gar nichts mehr, was sagt ihr da, was für M? Erzähl ich dir gleich so, in welchem Zusammenhang aber? Ja, und jetzt haut er wieder ab, oder was? Ach, Bro. Oh, ich hab das Buch heute geholt. Guck mal, es sind gerade so viele Menschen am Start. Bei allem Respekt, wir verdienen eine Antwort. Wenn ihr irgendwas wisst, was wir nicht wissen, bitte, ich hätte euch das doch auch gesagt. Was, warum jetzt auf einmal M? Was ist, wieso M? Wo hast du M her? Die Nachricht von heute in dem Buch war einfach nur in Klammern ein M. Ein großes M. Mehr war da nicht. Ein M. Die Leute haben schon gesagt, M für Muni. Ich bin zu Muni geflogen. Deswegen bin ich auch zu Muni geflogen. Ich mach das gerade alles nur, um irgendwelche Infos über das Ei herauszufinden. Nicht, um irgendwelche Liebesgeschichten zu machen. Das juckt mich doch alles gar nicht. Deswegen bin ich zu Muni geflogen. Ich wollte auch, dass keiner uns belauscht. Aber okay. Sie meinte, sie hat damit nichts zu tun. So, jetzt habe ich gerade Tobi gefragt. Der haut schon die ganze Zeit vor mir ab, wenn ich ihn irgendwelche Sachen frage. Warum sagt er Projekt? Ja, jetzt will ich gleich zu Lukas. Er meinte, Lukas weiß mehr. Ich habe keine Ahnung, was Lukas, er hat mir davon auch nichts erzählt. Komm, lass uns gemeinsam reden. Ich bin doch auch am Start. Mir geht's da nicht um irgendwelche Poolpartys, die da machen. Ich will das doch auch herausfinden. Ja, okay. Aber, Bro, ich weiß... Oh, M&M's! Dein Ernst? M&M's. Das schreibt mein Chat gerade. M&M. Und Bro, mit diesen Sticheleien müssen wir auch aufhören. M steht für Max, I cry Max. Das könnte auch alles sein, aber gehe ich nicht von aus. Und komm, los zu Lukas. Ey, ich erzähle ihm gerade solche Sachen, Leute, und er sagt M&M's, Bro. Ist das geisteskrank? Ich auch. Wurde wirklich gemeint. Ich habe im Discord heute Morgen eine Nachricht. Ich muss mit dir reden. Projekt M bekommen. Warte, was? Projekt M? Hä? Ja. Ich war noch nicht auf Discord, warte wollte mal. Wollte mich gerade alle hochnehmen. Ich Projekt M bekommen. Hä, Sue, merkst du das? Bro, Tridan hat gerade vor 20 Sekunden darüber geredet. Ich komme hierher, auf einmal redest du darüber. Ich habe keine Nachricht bekommen. Das Ding ist, ich habe so ein Video bekommen. Ich habe kurz reingeguckt. Du hast ein Video bekommen. Steckt doch alle unter der gleichen Decke. Was labert ihr da? Sue, vertrau mir. Hä? Farbe des Eis geändert. Sue, erzähl irgendwas von M. Ey, Sue, ich schwöre, ich sage mal nichts so mit Reini. Ich schwöre sogar. Ey, Reini. Was sah was über für ein Buch? Aber woher weißt du von M? Woher weißt du von M? Und du sagst, ich verheimliche was? M steht für Max, ein Crymax. Also ihr verheimlicht die ganze Zeit schon was. Reini, was? Projekt M hat dir ein Video geschickt. Tobi verheimlicht uns was. Projekt M hat mir ein Video geschickt. Zeig uns das Video, schick das mal. Mach im Stream ein Video an, wir gucken jetzt in deinem Stream. Mach das Video an, mal im Stream. Ich flieg ein Stück weg. Im Stream, ja, okay, wir gehen in Reinis Stream, alles klar. Zeig das Video, Alter! Ja, Reinis Stream, warte mal. Lass mal seinen Stream anmachen. Reini, ganz ehrlich, ich rede nie wieder mit dir. Aber Bro, was? Ich check's nicht! Reini hat sich voll verändert. Ist so. Okay, Leute, wir machen das einmal an. Warte mal, Reini, wo ist Reini? Okay, ja, alle ruhig, alle ruhig. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Nachrichten machen. Gucken wir mal rein. Boah, der labert doch safe! Bildschirmaufnahme. Boah, er hat recht. Das ist wirklich die Discord nach Projekt M. Vor dem Stream. Oh mein Gott, siehst du, er schreibt mit Muni. Guck oben links. Jungs, schreibt mal rein, wenn ihr. Warte, ich schreib mal in Game. Er soll das Video jetzt abspielen. Schreibt, wenn ihr. Digga, er sieht aus wie so ein richtiger Surfer. Seid. So abspielen. Nein, nicht wichtig. Spiel ab. 58 Sekunden. Ich bin drin, Lukas, ist okay. Okay, wenn ihr drin seid. So. Das wurde mir geschickt. Einfach ein Smiley. So, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, das ist ein Troll oder sowas. Oh mein Gott. So, ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen und hab halt weggemacht. Ich dachte, keine Ahnung. Aber in dem Video wird die Farbe... Hä? Das Stream leckt! Hilfe! Was soll das? Video
wird die Farbe geändert, aber weiter habe ich noch nicht geguckt. Das geht eine Minute oder so, wartet. Weiter habe ich noch nicht geguckt. Okay, man hört halt die ganze Zeit nur das Herz klopfen. Hört ihr das? Man hört die ganze Zeit im Hintergrund nur das... Leck! Was ist das für ein Timing? Bro, ich will das Video sehen! Zeig es doch! Was ist das für ein Timing für ein Leck? Jetzt geht's. Habt ihr das gesehen? Ab wann habt ihr nicht mehr gesehen? Ich lass noch mal durchlaufen. Ich hab's jetzt gerade gesehen. Oh, ich hab's jetzt gerade gesehen. Zeig es doch! Die ganze Zeit ins Herz klopfen. Ich raste euch aus, Mann. Müsst ihr entziffern. Okay, man hat's doch gesehen. Warte, ich lass noch einmal durchlaufen. Ich weiß nicht, was gelaggt hat. Ei. Es verfärbt sich. Und dann? Blackscreen. Erstmal passiert hier nichts, warte, hier passiert erstmal nichts. Man hört nur Herzklopfen. Ja, und dann? Das ist einfach ein fucking Auge. Das ist einfach ein Auge. Das ist ein geiler Code. Ich schwöre. 1-0, das ist ein geiler Code, Jungs! Ich steck doch alle drei unter einer Decke, Jungs! Da war ein geheimer Code! Reini, ja, ich hab den Zimmer nicht gerade. Ich hab keine Ahnung, wie du Reini, Reini, kannst du einmal das Video screenshot, wo der Binärcode eingeblendet wird? Deine Facecam war drüber. Ja, aber ich kann nicht den ganzen Code sehen, weil Reini Code da. Ja, schick mal Screenshot. Reini, kannst du uns mal... Reini, ja, ich hab den Zimmer nicht. Jungs, ich hab doch keine Ahnung, wie du das... Oh mein, ich würde gerne rausfinden, was im Binärcode stand. Ach, den Binärcode-Übersetzer. Ich hab Screenshot. Ja, einfach Binärcode. Ja, genau. Oder soll ich kurz sagen, warte, ich sag dir den Code. Ja, sag. Schreib einfach mit. Ich schreibe mit. Warte. Also, 01. Ja. Oder warte, schreib mit. Warte, ich schreib ihn selber ab. Das macht mehr Sinn. Lies vor, Digga. Lies ehrlich vor, Bro, bitte. Nein, es macht mehr Sinn, wenn ich den kurz abtippe, oder? Ich hab das doch offen gerade. Aber einfach, ja, da können wir alle. Da können, ja, wir, okay. 01. Ja. 01. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal die 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann Leertaste? Okay. Dann, nein, ohne Leertaste. Okay. Dann wieder eine 1. Ja. 1. Dann 3 mal 0. Ja. Okay. 3 mal 1. Sind 3. 0. Et G. 1, 1. Also wieder 2 mal 1. Okay. Dann wieder 2 mal 0. Okay. Dann 1. Wow. 0. Ja. 1. Stark. 0. Digga, das ist doch ein scheiß Prank von 1, 1. Nein, das ist Binärcode. Ja. 0. Okay. 1. Okay. 4 mal die 0. 2, 3, 4. G. Wir sind noch am Anfang, Jungs, ne? Wir sind noch am Anfang. Ja, weiter. Ist das meine DSDS-Entziffer oder was? Warte. Okay. 2 mal 1. Das ist die DSDS-Entziffer. Okay, dann nach 2 mal die 1 wieder 2 mal die 0. Okay. 1. 0. Ich glaub, ich hab mich nicht vertippt. Digga, machen wir Pi oder was? 1. 0. Gehe. Jetzt ist schon 1. Das erste Wort auf jeden Fall da. Gehe. Geheimnis ist das erste Wort. Ja. Ja, weiter, 1, 1. Ja, dann kommt wieder 0. Geheimnis. 1. 0, 0. 0. 1. Es ist Geheimnis. 0. 1, 1. Digga, gleich 0, kommt irgend so ein Prank. 1, 1. Digga, Reini, geht es bis morgen, Digga? 1. Wir sind nicht mal bei der Hälfte, Leute. Wir sind nicht mal bei der Hälfte. Ich will mal kurz konvertieren, was bis jetzt rauskommt. Geheim. Bis jetzt kommt bis jetzt raus. Nein, ich hab weggemacht. Jungs, Swamp. Ich schreib das kurz auf und ich schick euch das. Du bist bei 0-1. Ja, hey, lass uns dann machen. Ja, aber das Wort ergibt ja Geheimnis. Wir brauchen ja eigentlich gar nicht weitermachen. Nicht mal bei der Hälfte, Tridan. Ja, das geht doch weiter. Ich übersetze es selber nicht. Ich schick euch das erst. Lass ihn das übersetzen. Das wird zu lange sonst dauern. Nein, ich schick euch das, ich muss das gar nicht übersetzen. Nein, übersetzt es einfach, oder? Alles umsonst. Nein, ey, ich hab's. Was ist das? Es ist Geheimnis Projekt M. Einfach nur Geheimnis Projekt M. Aber das M hat doch was zu deuten.
Das Ad hat doch was damit zu tun. Geheimes Projekt, Bro, was ist das für ein Bild, Trimer? Wie kommt auf dieses Bild? Alias auf YouTube sind ja immer mit Ad. Was ist das für ein... Das ist eine gute Idee. Digga, wie gruselig sieht das aus? Warte, ist das etwa ein YouTuber, der angekündigt wird oder so? Jungs, ja, das ist doch das Ei. Gib bei YouTube @geheimes_projekt_mn. Kann man das nicht größer machen? Nein. Was? Es gibt einen YouTube-Kanal. Geheimes Projekt M? Nein, Bro, nein. Du erzählst Cap, Digga. Doch, schaut euch... Der hat einen Short hochgeladen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Wer ist der? Was? @geheimes_projekt_m. Der hat einen Short hochgeladen. Das ist dasselbe Profilbild. Ja. Projekt. Warte. YouTube. Wie heißt das? Du hast recht. Oh mein Gott. Projekt unterstrich M. Oh mein Geheimes Gott. Projekt. Initialisiere Projekt M. PY. Geheimes. Da ist wieder dieses Auge. Projekt unterstrich M. Oh mein Gott. Was? Nochmal, warte. Nochmal, Geheimes Projekt. Geheimes Projekt eingeben? Was ist das? Unterstrich M. Geheimes Unterstrich Projekt Unterstrich M. Ich schick's und ich like, ich kommentiere erster. Wird geladen. Leute. Ich freue mich schon auf euch. Initialisiere Projekt M. Auf euch, Auge. Ich hab's euch gesagt. Ich habe es euch gesagt, Leute. Ey, das Buch hat recht. Da steht für M. Nix mit Mooney, nix mit Max. M steht für Projekt M. Das Ei ist M. Das Ei ist M, Leute. Ey, das ist geistkrank. Das ist zu krass. Ich wache auf, ich starte den Stream, hol mir das Buch. Erstmal, das stimmt. 6.4.2024. Es hat gestimmt, Leute. Das Ei hat sich geändert. Beziehungsweise... Es macht alles Sinn. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Heute, der 6.4., ist der Anfang von Projekt M. Und dieses Projekt M ist scheinbar auch die Unendlichkeit. Aber das Buch wollte es noch nicht als M wahrscheinlich bezeichnen, weil es zu früh war. Weil wir wissen ja erst seit heute, dass ein gewisses Projekt M existiert. Das Buch, ey, man kann dem Buch zu 100% vertrauen. Man kann dem Buch zu 100% vertrauen, Leute. Es ist zu 100% eine sichere Quelle. Aber was hat das mit dem Auserwählten zu tun? Überschreiben, Tobi, denkst du, wir werden trotzdem gekickt? Hallo? Weil Lukas hat uns auch schon davon erzählt und mir auch schon erzählt. Was denn? Ja, aber Lukas weiß nicht genau, was es ist. Das habe ich nicht ganz genau. Warum schreiben alle, dass du vom Server gekickt wurdest? Bro, Tridan, er wollte uns gerade erzählen, was Projekt M ist. Und genau als er angefangen hat, wurde er gekickt. Kann er es doch auch mal sagen? Mit der Nachricht sagt bloß nichts. Ja, okay, komm, mit der Nachricht sagt bloß nichts gekickt, Digga. Tobi, riskier's einfach, einmal noch. Komm, red einfach nochmal, vielleicht hast du nochmal gekickt. Ja, safe, riskier's einfach noch einmal. Ich riskiere, okay. Sag, was ist Projekt M? Alles klar. Warum ist... Projekt M? Ach, Leute. Warte, dann loggt ihr auch safe selber aus, Bro. Bro, nochmal in sein Stream. Überleg mal, als ob, was sind das gerade für Zufälle? Tridan sagt zu mir, komm, wir reden mal heimlich miteinander. Ich flieg zu ihm, er erzählt mir das mit dem M.
Ja, er wurde schon wieder gekickt. Tobi kommt plötzlich, Tobi erzählt dann auch zu irgendwas von Projekt M. Ich flieg hier rüber, Ryan sagt auf einmal, ja, ich hab ein Video bekommen, Projekt M. Digga, Jungs, wen wollt ihr hier verarschen? Ey, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Jetzt mal ehrlich, wen wollt ihr hier gerade verarschen? Ich wusste nicht, dass Ryan davon auch mitbekommen hat. Ich wusste nichts davon. Da, wo Tobi reden kann, ohne gekickt zu werden, ist auf Discord. Ich hab grad ein Video zugesendet bekommen. Mehr nicht. Digga, Ryan. Du hast uns schon einmal verraten. Nein, Spaß. Ey, wollen wir ganz kurz alle besprechen? Ey, warum liegt die TNT? Warte mal. Was schreibt ihr da gerade? Du hast alles verpasst. 1-1. Das ist doch ein scheiß Prank von euch. 1-1? Ja. Nein, das Binärcode. Ja? Ich lass noch mal durchlaufen. Aber in... Bin drin, Lukas, ist okay. Okay, wenn ihr drin seid, Reini, wichtig. Bitte liest die Nachricht so, wenn man bei Reinis Discord nach Projekt M schaut, sieht man den ganzen Namen. Warte mal. Hä? Ich check das nicht. Du musst in Minecraft-Chat. Wieso sagen das die Leute, dass sie das reinschreiben soll? Mit Unterstrichen Fehlern. Was bringt das denn? Was bringt das? Ich war da eben, das ist ein YouTube-Kanal einfach. Ach so. Ja, wir waren da alle gerade. Ach so, das auch. Oh mein Gott. Ihr habt auch schon alle. Pluto hat die Antwort. Er sagt, dass M steht für Monte. Montana Black kommt auf die Insel. Hä, das bringt doch gar nicht diese Nachricht. Oh mein Gott. Projekt M. Ja, stimmt, lasst uns mal überlegen. Gibt es irgendein. Lasst uns mal so überlegen, ne? Wir hatten ja auch ein Unheil, wo Timmy aufgetaucht ist. Alina, ne? Du bist heftig. Vielleicht gibt es irgendeinen OG-YouTuber, der mit M anfängt. Überlegt mal. Ey, nein. Wirklich, ich habe jetzt wirklich eine krasse Theorie. Guck mal. Ja, das Ei, wir haben gerade ein Video gesehen, da drin ist ja mäßig so ein Auge. Ja. Wisst ihr noch, vor ein paar Wochen, dass überall auf der Insel einfach Augen waren auf den Schildern? Wer war das aber? Wer war das? Ehrlich? Achso, ich war muted. Aber wirklich, wer war das? Wir wissen nicht, wer das war. Nein, da schreibt einer MBK kommt. Ich war ehrlich muted, Bro. Ich hab's mitbekommen. Alles gut, Bro, gar kein Stress. Aber wir wissen ja nicht, wer das war. Aber iCrimex. Bro, das war bei Unheil 4 oder so, war das mit den Augen. Das war voll früh. Leute, bei mir schreiben alle Max. Aber wo steht das mit dem Namen? Ich verstehe nicht, wo steht das mit dem Namen? Wenn ich hier auf dem Discord bin und hier auf der ist, warum ist es aber, hä? Wegen Streamer-Modus. Warte kurz. Ich muss Streamer-Modus kurz ausstellen.
Doch, es ist Mooney. Ich wusste es. Ah! Tina. Oh! Hä, ja, was, was? Mooney übernimmt die Insel. Project Mooney. Ey, Bro. Ja? Du, am Anfang des Streams, ne, warum wolltest du als Passwort für unsere Gruppe den Buchstaben M haben, den großen M? Genau deswegen. So wie geheimes Projekt M. Genau deswegen. Genau deswegen. Warum erzählst du mir nichts davon, Bro? Weil ich das doch keiner in dem Zeitpunkt erzählt habe. Aber Lukas? Lukas habe ich das erst später erzählt. Hm, verstehe. Aber erzählst du es mir nicht? Ich hätte dir davon erzählt, wie gesagt. Ich habe gesagt, ich erzähle gleich davon. Aber dann kam halt um 10 Uhr das Ei. Was stand in dem Buch genau geschrieben? Ein M. Nur ein M, das war's. Ein großes M. Mehr nicht. Oh mein Gott! Was? Seid ihr da eben schon drauf gekommen? Ja, ne? Was denn? Einer hat mir reingeschrieben, Lukas at Geheimes Projekt ist ein YouTube-Kanal. Darauf seid ihr schon gekommen, oder? Ja. Okay, gut, nee, gut. Ich war nämlich eben gerade weg, deswegen. Hast du das Video schon gesehen? Nee. Da ist ein Video, ein Short. Da steht einfach... Ach so, doch, das Short von Reini, was Reini da gezeigt hat? Nee, das ist ein Video. Es gibt ein Short auf dem Kanal. Ja. Da steht einfach, da steht, ich freue mich auf euch. Ja, da steht, ich freue mich auf euch. Aber getrennt, alles gut. Ich freue mich auf euch. Ich zeig das noch einmal onstream sonst für die Leute. Was ist .py für eine Datei, Lukas? Eine Python-Datei. Das heißt? Wieso? Ich bin gleich wieder da. Warte, was ist eine Python-Datei? Das ist ein, wie heißt das? Programmierungssprache. Ich bin gleich da, ich zeig einmal den Leuten kurz das Ding. Programmierungssprache. Python ist eine Programmiersprache, ja. Ja, aber warum? Wie kann ein Python nicht auf den Server kommen? Es geht doch nur Java in Minecraft. Bro, ich hab keinen Plan. Bro, ich hab wirklich gar keine Ahnung. Lass zurück. Sie gegangen ist und sich OP gemacht hat. FTK. Sei mal ehrlich, Tobi, hat deine Mami was damit zu tun? Hat sie eine von Minecraft? Vielleicht. Guck mal, ey, wir kriegen gerade so viele Infos. Ein neues Projekt M. Ein neuer Kanal mit irgendeinem Short, ein Video und die machen sich immer noch drüber lustig. Ich check es nicht. Stefan, Tobi sagt, Mami, kannst du was zu essen machen? Und sie sagt, dafür musst du dich erstmal richtig entscheiden. Also, mein Chat sagt, ich soll... Mein Chat sagt, ich soll versuchen, den zweiten Buchstaben zu sagen. Ich weiß nicht, soll ich oder... Deine Ma ist das Solo-Leveling-Monster? Weil werde ich dann gekickt, wenn ich das versuche, oder? Du fragst mich, ob du gekickt wirst? Ja, jetzt wird er noch gekickt. Okay. Warte mal, wenn wir den zweiten Buchstaben haben, dann ist es ja kein A, hast du gesagt. Dann wissen wir schon mal, Mama ist das nicht. A-E-I-E-N. Es sind jetzt schon Faker in meinem Chat, das ist crazy. Tobi, kurz private Frage. Ja. Ja. Wie heißt deine Mutter? Oha. Magdalene. Wieso? Mit M? Mit M fängt Magdalene. Sie mit M an. Magdalene! Kiru? Ja, okay. Kannst du ihre Nummer einmal leaken? Nein, nicht Kiru. Jetzt klärt sich alles. Warte, Leute, lasst uns nochmal zurück. Grady hat mich vorhin unterbrochen, das war richtig unnötig. Also hör zu. Was glaubt ihr, für was steht das Countdown? Für Freiheit. Klomus, nein, Digga. Jetzt mal wirklich, ehrlich jetzt, ich mach auch keinen Scheiß mehr. Für was ja, meint Bro, ihr das Countdown? Ja, Bro, ich glaub, der Countdown, der wird einfach uns symbolisieren. So, Schriedan, was ist los? Hallo, Tobi. Ja? Wusstest du von dem allen? Ja, aber ich dachte nicht, dass das alles so schnell geht und dass das so ein großes Ausmaß annimmt. Guck mal, ich weiß, für was M steht. Ja, wofür? Es ist ein Name. Okay, und der wäre? Dieser Discord-Account, der, also das welcher? Haben, also guck mal, auch generell, erst bevor ich das sage, guck mal. Wir haben gerade so viele neue Informationen bekommen. Projekt M, das Ei hat sich geändert. Wir haben einen neuen Kanal mit einem neuen Short. Ryan hat ein Video bekommen von Projekt M. Und trotzdem machen sich die Leute da hinten drüber lustig. Warum? Ja. Warum nimmt das keiner ernst? Selbst so, nach aber das ist ein Name, sagst du. Was ist denn der Name? Guck mal, jetzt bin ich gespannt, dieser Discord-Account ist ja auf Ryans Discord. Okay. Und da steht Projekt M und dann drunter steht Projekt unterstrich M-I-R-A.
Hab ich recht? Ich kann es nicht glauben. Ich glaub's nicht. Ja, aber ich habe das doch erzählt damals mit den Jungs. Also du musst dir vorstellen, ja, eigentlich war es nicht mal, dabei. Eigentlich war nicht mal erlaubt, dass Luke, dass hier Tobi Admin wird. Ich kann es nicht glauben. Lukas war ja der Hauptadmin und wir haben dann gesagt, komm, Tobi wird der Assistent von Lukas sein. Was ist, wenn alle paar Stunden irgendeine Zahl sich zeigt? Das macht keinen Sinn. Eins oder so. Jungs. Na, ja. Ich weiß den Projektnamen. Wie? Das M, es heißt nicht nur M. Was heißt denn? Es hat einen Namen. Ich hab's gerade herausgefunden, ich hab's Tobi gesagt und er ist instant weggeflogen. Instant. Was denn? Du meinst, Tobi weiß darüber Bescheid? Tobi meint, er weiß nicht darüber Bescheid. Tobi weiß alles. Er haut die ganze Zeit ab. Guck mal, ganz einfache Lösung. Dieser Discord-Account, der Reini angeschrieben hat, der ist auch auf Reinis Community-Discord. Man kann auf den Namen gehen. Da steht Projekt-Mira. Das hat einen Namen. Mira? Ja. Mira. Ich zeig's dir, Leute. Die Leute haben bei mir irgendwas mit Marelius geschrieben. Guck mal, ich zeig's doch mal. Ridan? Ja. Aber Mira? Was hast du rausgefunden? Reini. Ridan! Raus. Ja? Was weißt du? Tobi, also ich gehe davon aus, dass es richtig ist, weil Tobi einfach weggeflogen ist, dass ich ihm das erzählt habe. Ja? Was denn? Also, guck mal, Jungs. Dieser Discord-Account, der dich angeschrieben hat, der ist auf deinem Discord, auf deinem Community-Discord. Zeig, warte. Und wenn man auf den Namen von dem geht, steht da ein Name. Okay. Ein Name? Was steht da? Da steht, also das M ist noch nicht vollständig, da steht Projekt-Mira. Oh mein Gott. Leute, wisst ihr, was Mira bedeutet? Mira bedeutet Frieden, schreiben die Leute bei mir. Im Lateinischen bedeutet es wunderbar und im Slawischen bedeutet es Frieden. Wo weißt du das? Oh mein Gott, Alter, was ist das? Das wird ja immer krasser Projekt hier. Projekt Mira. Was ist Mira? Ich wollte damals mein Haustier in so einem Spiel Mira nennen. Für den Moment, Namen Mira existieren verschiedene Herleitungen. Meer, Ozean, Name einer indischen Prinzessin, die ihr Leben dem Gott Krishna weihte. Ist das ein Faker oder hat das wirklich was damit zu tun? Wundersam, Frieden. Im Arabischen Mira die Prinzessin. Tridan. Ja. Woher sollte die Person? Du stell dir vor, da schlüpft eine Prinzessin raus. Wie das Dings, wie das Ei sich ändert, weißt du? Also aber hast du das verglichen? Hast du gesagt, Tobi? Ja, nein. Ey, Tobi, jetzt komm endlich raus damit. Aber hast du das, Reini, hast du es verglichen, die Namen? Ist das die eine und selbe Person? Das ist, Bro, ja, das ist bei mir auch unterstrich Mira. Krass, Digga. Okay. Ey, check dir das, das ist mit Tobis Mission übereinstimmend. Bro, ich war auf Dings. Dann hätte ich mir gar nicht so, ich bin im Streamer-Modus. Ich sehe das nicht, ich sehe. Man sieht das echt nicht, wenn man im Streamer-Modus ist. Und ich mach mir hier sonst was und werde gekickt, weil ich versuche euch das zu hinter dir, komm mal mit, komm mal hoch, komm mal hoch. Und ich hätte es einfach sagen können, Mann. Nein, aber Tobi, das hat mit deiner Mission zu tun. Warte, lass mal kurz vor. Bro, aber das mit dem ist das jetzt Frieden oder was? Und Mira bedeutet Prinzessin. Was heißt Projekt Frieden? Ja, das ist doch Tobis Mission. Er will doch Frieden auf der Insel. Das ist ja sein Vermasseln. Der Name ist schon von mir, Reini, aber... Ey, Digga, das kann ich sagen. Ich dachte, du darfst nichts sagen. Fang mal, darfst du doch was sagen? Ja, weil ich es jetzt rausgefunden habe. Ja, dann sag jetzt alles. Alles, was du weißt. Das ist doch lange nicht das Ende. Das ist doch lange nicht das Ende, glaube ich. Frieden. Projekt Frieden. Bro, was für? Projekt Frieden. Aber oh mein Gott, das ist vielleicht mit einfach der Prinzessin. Quasi das so krass, auseinandergeschrieben. Also Projekt Frieden, so quasi das Projekt soll. Weißt du? Also, ich bin ehrlich. Ich bin jetzt ganz, ganz ehrlich. Das ist wirklich eine richtig, richtig krasse Thematik und das ist, glaube ich, viel mehr, als wir jetzt denken. Das habe ich schon die ganze Zeit, ganze Woche gesagt. Und ich. Aber niemand checkt es. Ich habe euch allen immer gesagt, das Ei ist mehr, als ihr immer denkt. Aber niemand wollte auf mich hören. Niemand. Ey, guck mal, wir machen das jetzt ganz einfach. Bewahrt.
ganz einfach. Aber wisst ihr, was mich gerade richtig wundert? Was wundert dich? Was wundert dich? Guck mal, das Ding ist, wir haben ja dieses boshafte Auge gesehen, ne? Dieses bösartige Auge. Und dann habt ihr gerade gesagt, und wir haben auch gerade gelesen, Mira besteht aus oder bedeutet Frieden. So, das Auge, keine Ahnung. Ich denke mir dann, warum sollte das dann den Frieden dastehen, wenn das irgendwie auf böse Attribute hinweist? Kann ein Faker sein. Das frage ich mich auch. Kann ein Faker sein. Das Ei gehört halt zu den Höllenkrieger, das habe ich von Anfang an gesagt. Ey, also hast du ja, guck mal, die denken wirklich nur an sich die ganze Zeit. Ja, hey, weil es ja auch stimmt. Tridan, sag mal bitte, was glaubst du ist Mira? Ich hab's heute zum ersten Mal selber gehört. Ich weiß es nicht. Was schätzt du? Was glaubst du? Ich hab keinen Plan, Bro. Sie hat das Ei wahrscheinlich. Das Ei heißt Mira. Mira aber ist was, ein was Rapper. Bro, bei diesem Short, was auf diesem Kanal hochgeladen wurde, stand, ich freue mich auf euch. Das heißt, Mira könnte ein neuer Spieler sein. Ja, das ist halt so groß. True, also, wieso ist das so groß, wenn da nur ein Spieler drin ist? Nicht neuer nur ein Spieler, ein Admin, ein neuer Admin. Neuer Admin, Bro. Okay, warte. Geh mal weg. Neuer Admin. Geh weg da, Junge. Neuer. Vielleicht ist sie geliebt. Neuer weil, Admin. Ich sage. Hacker. Ja, Hacker. Safe Hacker. So, was habt ihr noch? Aber Tobi weiß mehr! Tobi weiß alles darüber! Er kann nicht darüber reden. Guck mal, das kann kein Hacker sein, sonst würde Tobi nicht einfach so ruhig sein und er würde uns doch Bescheid geben und sagen, ey, Jungs, das Server wurde von... Das ist eine von den Sachen, die ich euch sagen kann. Es ist ganz bestimmt kein Hacker. Das ist das Ding. Aber da, es ist ja irgendwas, was über dir steht. Ich weiß nicht. Und wer oder was kann über Tobi stehen? Jungs, wäre das wirklich ein Hacker, dann wäre das alles eine Straftat. Und Tobi hätte uns dann safe zu 100% gesagt, ey Jungs, wir haben einen Hackerangriff hier. Das ist frech, Junge. Ja, du hast recht, Junge. Das ist ein Python-Code, ne? Was? Mira. Wie also ist Mira das Problem. Mira ist in diesem Ei drin, okay? Verstehe. Ja. Oder Mira ist das Ei. Kann jemand kurz mit Replay-Mod reinfliegen? Nee, ich flieg da jetzt mit 300 km dagegen. Ja, ich weiß, dann crasht das Game. In solchen Geschichten. Also Mira steht für Frieden, oder was? Da warst du noch Admin, vielleicht funktioniert's jetzt. Doch. Aber was für ein Frieden, als ob... Was heißt hier Frieden? Ich weiß es nicht. Stopp mal ganz kurz. Irgendwie ist Frieden welche Clans, wartet mal, welche Clans... Boah, er kommt wieder mit Clans. ...haben sich als Frieden vorgestellt hier? Also haben die Sorgen für Frieden? Warte kurz. Was sagst du? Die Höllenkrieger doch nur, oder nicht? Ja, die Höllenkrieger stehen für Frieden, richtig. Ja, aber für den falschen Frieden. Ihr denkt nur, dass ihr Frieden bringt, aber in meinem Mittelkreis. Bro, die Antwort ist doch so simpel. Was hat das denn wieder mit Clan zu tun? Ich check's nicht. Denk doch mal nach, was Tobis Mission war, die ganze Zeit. Und wenn das von Tobi ist, wenn Mira von Tobi ist, dann ergibt es doch alles Sinn. Was denn? Aber denkst du, Mira ist von Tobi? Mira ist nicht von... Bro... Hä? Ja, er hat doch gesagt, er hat irgendwas vermasselt Rani, und dann war das Ei da. Und wenn seine Mission die ganze Zeit war, Frieden unter uns zu stiften und jetzt heißt dieses Ding Mira, was Frieden bedeutet, das ergibt doch alles Sinn. Bro. Oh. Und alle Namen von Mira übersetzt passen perfekt. Alles. Oh mein Gott, Alter, bist du schlau. Perfekt. Visier sehen, sie beobachten. Aber das ist mir irgendwie wirklich wortwörtlich alles zu perfekt. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Und wisst ihr, was noch perfekt war? Dieser rote Faden ist perfekt. Die Augen vorne. Was war noch perfekt? Sie alle Unheile. Tobi war auch immer perfekt. Das ist alles nicht mehr... Oh mein Gott, ey, das ist... Tobi ist Mira. Ja, Reini. Geht's dir gut, Kiro? Das stimmt nicht, dass Tobi perfekt war. Tobi war nicht komplett perfekt. Tobi hat selber Fehler eingestellt. Ja. So zum Beispiel, er meinte, es war ein Fehler, Timmy auf die Insel zu holen und ihm Kräfte zu geben. Es ist seine Freundin. Ach so, okay. Siu. Ja? Ich wollte gerade Kian, das Ding ist, ich vertraue Kian und so und deshalb wollte ich ihm sagen, worum es geht und er ist einfach verschwunden, als ich versucht habe, ihm es zu sagen. Die Leute schreiben, Kian wurde gebannt. Gebannt? Ja, dann erzähl mir, ich glaube euch das eh nicht, komm, dann erzähl mir. Aber er ist ja auf dem Server, er ist ja auf dem Server. Ja, komm, erzähl mir, ich hab keine Angst, erzähl mir das jetzt. Mir kannst du auch vertrauen. Warte. Tobi, mir kannst du auch Tobi, noch Sue möchte, Tobi, mir kannst er ist vertrauen. Wirklich gebannt! Er ist gebannt! Wie er ist gebannt? Mit der Nachricht, Tobi, mit der Nachricht, du weißt komm. Zu viel! Du Tobi, weißt zu viel steht als Banngrund! Gebannt oder gekickt? Gebannt, Bro! Wie gebannt? Gebannt mit der Nachricht, du weißt zu viel! Tobi! Ja. Nein, Digga! Tobi, komm mal kurz! Probier das bei uns auch! Wie, komm mal kurz, nein!
Ich will gebannt werden, komm, Tobi, du mir kannst du auch vertrauen. Ich sag dir gar nichts mehr gerade, da wirst du nur gebannt. Ja, Tobi, okay, dann werde ich gebannt, komm. Du willst die Höllenkrieger doch sowieso loswerden, also sag's mir doch. Ey, das will ich sehen. Ich bin gebannt, ein auf den. Guck mal, du glaubst dir nicht. Ich mach den Test für euch alle. Ich mach den Test jetzt, komm. Erzähl mir das, ich riskiere das. Tobi, mach es. Jungs, und mir könnt ihr wirklich vertrauen. Ich werde euch dann wirklich sagen, ob ich dann mit den Jungs da unter einer Decke stecke oder nicht. Ja, und ich komme mit, weil ich bin als Höllenkrieger hier als einziger gerade da. Warte, Sushu, bevor du gehst. Sicher, dass du es machen willst? Tobi ist weg. Tobi ist weg. Tobi? Der stand hier, Omi. Ey, wenn er jetzt auch gemacht hat, ja, und das soll ich euch alles glauben. Also gebt euch selbst alle verarschen, ey. Tobi hat den Stream beendet. Wie? Was? Laber nicht. Der prankt uns, Warte mal, was ist am Ende vom Stream passiert? Ich guck gerade. Aufpassen? Ich guck auch. Ey, jetzt an die 800 bis 900 Leute gerade noch am Start sind, Leute. Denkt ihr, das Buch wird mir weiter Sachen sagen? Ich meine, es hat bis jetzt alles gestimmt. Alles hat gestimmt. Der Anfang ist das Ende und der Ende ist der Anfang. 6.4. Heute ist der 6.4. Es ist was passiert mit dem Ei. Tag 7. Heute. M. Und es hat auch gestimmt. Alles, was das Buch sagt, stimmt. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das hier sein soll. Aber dieses M und das hier. Alles passt. Alles passt. Alles fügt sich zusammen. Du bist der Auserwählte. Schinks ist gerade, warte, Schinks ist gerade bei mir reingekommen, meinte, er hat ihn nicht selber beendet. Guck, ja, er hat ihn nicht selber beendet. Ja, also ja, Schinks ist Mod halt bei Tobi. Woher weißt du das? Er hat sein PC wahrscheinlich einfach ausgemacht, Digga. Er hat einfach PC aus dem Fenster geworfen. Blues, ich würde sagen, Lukas. Reden? Ja. Lukas Tadashi, komm mit hier. Hoch. Hm? Aua. Kam noch eine Quest? Nee, bisher noch nicht. Die letzte Quest, die gekommen war die mit dem Verräter und das war ja. Oder nicht mit dem Verräter, sondern mit dem Informanten und das war ja anscheinend Rhiney, oder nicht? Heißt du Tasche Lukas getestet? Hallo, sprechen wir Spanisch? Hallo, hola? Mira? Darfst du zuhören oder nicht? Nee. Nein, darfst du nicht. Weiß ich nicht. Aber Leute, ich muss da was rausfinden. Ey, pack die Küssel aus der Hand, alles gut. Ich geh dann mal. Ey, zieh nicht auf mich, das darfst du nicht. Tschüss. Alles gut, Mann. Wir haben auch ein paar komische Gesellen unter uns hier, die lauschen wollen. Ich weiß nicht, ob ich gebannt wurde, keine Ahnung, aber Leute meinen bei mir im Chat, da wurde echt gebannt. Aber also, es kam keine Quest. Es kam bisher noch keine neue Quest, nee. Die letzte Quest war wirklich das mit Rhiney. Rhiney, du musst der Informant gewesen sein. Ja, aber. Halt, also. Ah, wahrscheinlich wegen dem Video unbewusster Informant. Naja, irgendwie sowas. War da unbewusst? Stand da unbewusst? Nee, nein, geheim. Nein. Ah, geheim. Und du wusstest es einfach nicht. Ja. Das Ding ist, Tobi, vielleicht wurde sein Internet einfach ausgemacht. Aber dann wäre der Stream ein bisschen länger. Nee. Na, wäre so dieses Connect-Symbol gewesen. Ja, genau, lange genau. War es nicht da? Der war direkt weg. Nein, der war direkt weg. Sofort weg, ja. Kian wurde jetzt gebannt und Tobi. Ist vom Erdboden verschwunden. Warte, ich schreibe ihm kurz bei Discord. Aber ist Kian denn noch live? Er ist doch. Lukas, Python-Datei, Python. Tobi, es Dinge geändert werden. Discord offline. Es können Dinge geändert werden. Ich habe keinen Plan. Irgendeine Datei wurde geändert, das bei Tobi, sage ich. Dass er jetzt offline ist. Das würde am meisten noch Sinn machen. Oder das ist eine komplette, ein kompletter April-Scherz, der viel zu spät jetzt gerade zündet. Ich weiß. Apropos April-Scherz. Kann gut gehackt werden mit Python. Ja, könnte echt April-Scherz sein. Es ist der 6.4. Ja, also, Bro. Ja, ja, aber warum? Python ist also die was, beste. Also was ist, wenn jeder hier einfach unter einer Decke steckt, um uns komplett hops zu nehmen? Wer denn alles? Aber wie kriegen wir das ist einfach nur alles ein Troll, ist einfach nur alles ein Prank. Drauf. Nein. Ich weiß es nicht, Ryan. Ich habe gerade mit ihm telefoniert. Lass mal echt nach dem Stream irgendwann später mit Kian reden. Bro, da muss doch irgendwie. Bro, es kann nicht sein, dass der jetzt für immer gebannt ist. Mira, ist anders, wir haben schon mal den Namen hier. Der ihn entbannen kann. Nee, stopp. Es macht keinen Sinn, weil er hat auch echt locker und normal geredet und wäre wirklich permanent gebannt, dann würde aber er ganz anders. Aber wer soll ihn entbannen? Wer soll ihn entbannen?
Vielleicht hat er irgendeine Information, die wir noch nicht wissen und er extra das nicht sagen wollte. Keine Ahnung. Guck mal, wenn das alles ein Prank ist, dann ergibt Mira anders buchstabiert A mir. Bro, Bro, das kann wenn das so wäre, Bro, da wäre jetzt da. Er wäre jetzt hier online. Also, ja, vielleicht macht er ja so Slash Bann in der Konsole das, und das so. Das wäre irgendwann zu perfekt. Aber der hat keine Rechte auf die Konsole. Die ganzen Bedeutungen von Mira, dann noch, dass es Ami ergibt, das wäre mit zu viel. Ich rufe jetzt wirklich Ami dann, an. Dann gehe ich weinen. Ja, ruf mal Ami also, wenn an. Wenn das wirklich noch passt. Wollt ihr zuhören oder soll ich weggehen? Ja, Digga. Mach. Frag erstmal direkt, bist du Mira? Ja, mach mal. Er geht nicht an. Er nimmt safe irgendwie GTA mit den Jungs. Ja, weil er gerade wahrscheinlich in der Konsole ist und alles Slash kickt und bannt. Das ist alles ein Prank. Das ist einfach alles ein Giga-Prank. Ey, mir tun gerade die Leute leid, die wirklich nichts davon wissen, so. Und ich gehöre auch gerade da. Ich tue mir gerade selber leid irgendwie, so. Ja, same. Kiro, komm her. Komm her. Das ist alles zu perfekt. Itachi kann man, glaube ich, auch vertrauen. Aber Raini und Tridan, die wissen gerade viel zu viel. Aber warte mal. Wo weiß ich denn zu viel? Ja, der Account hat dir geschrieben auf Discord. Digga. Ich hab ein Video geschickt bekommen. Warum schreibt er dir? Welcher Zuschauer schreibt dir das plötzlich? Aber mit dazu. Guck mal, falls in dem Buch jetzt irgendwelche neue Seiten kommen sollten, ich werde euch davon berichten. Aber denkt ihr, da wird. Denkt ihr, da wird immer was kommen? Bist du der Botschafter oder was? Ich check das nicht. Ja, das Buch sagt ja. Also, keine Ahnung. Kannst du mal das Buch geben? Was passiert, wenn du das Buch jemand anderen gibst? Habe ich schon bei Chaos so probiert. Was passiert dann? Er hat nichts gelesen bekommen. Welches Buch sagt ja? Mein Buch sagt auch einiges. Ja, dein Buch kann man auch kaufen. Vielleicht steht in deinem Buch was Geheimes drin. Oh mein Gott. Also, die Schriften ändern sich magischerweise. Kauf Sius Buch, um zu gucken, ob da was drin steht. Ich mache zufällig eine Seite auf und da steht: Es ist kompliziert, ich will dich beschützen, komm zu uns. Was? Und dann kann nichts mehr passieren. Und was ist mit unserem Bündnis? Was? Wer hat den runtergeschubst? Ey! Wer war das? Keiner weiß. Hey, kann ich nicht fliegen, Mann! Hallo? Hey! Hör auf, mich mit deinen Raketen anzugreifen. Was eine Angst! Mia, so schnell mit seiner Schaufel zustellst! Er haut mich mit seiner Schaufel einfach! Oh mein Gott, Sue hat mir gerade einfach geflüstert, dass er Muni ein bisschen mehr mag als sonst. Was? Wait. Muni, Statement? Wait. Keine Ahnung. Muni! Ey, Sio! Was hast du mir gerade geflüstert? Tridan? Was hat Tridan gesagt? Du hast mir gerade geflüstert, dass du Muni ein bisschen mehr magst. Was? Warum als machst wen? Du sowas? Sio. Als wen? Sio. Was mag ich alle? Da? Jungs, aber, haben gerade andere Probleme. Das aber ist Sio, ich sag dir ehrlich, wenn du den anderen nicht vertrauen kannst, dann bekommst du den Höllenkrieger. Tobi ist weg, Kian ist weg, was machen wir? Ey Jungs, ich sag euch ehrlich, wir haben immer Platz für dich. Ich hab gar keinen Bock, dass ich auch gebannt werde. Gleich oder so. Ist 11 Uhr, Leute, oder gleich gehackt. Ist 11 Uhr. Lass in 6 Minuten bis 11 Uhr warten, Riley. Lass zu mal. Da muss was mit dem Timer passieren. Vielleicht wird um 11 Uhr Kian auch wieder entbannt oder so. Karottenkuchen. Oh Mann. Schokolade. Kiru. Was? Yay, yeah, Kiru. Kiru de Chiku. Yeah. Tridanski. Alter. Leute, lasst uns mal kurz bitte alles zusammenfassen, was wir jetzt heute erlebt haben. Endlich. Okay. Also. Hast du eine Punkt Tafel, wo eins, wir Whiteboard haben so aufschreiben um 9 können? Uhr. Da müssen wir hier wieder weggehen. Um 9 Uhr kam ein Countdown über dem Ei, über diesem fetten Ei hier. Um 10 Uhr hat sich die Farbe geändert und wir hatten genau um 10 Uhr ein Geräusch. Das sich, was sich nicht echt gruselig angehört hat. Danach haben wir diesen Kanal entdeckt, Projekt M. Wir haben herausgefunden, dass Projekt M Projekt Mira bedeutet. Richtig, also Mira. Mira. Wir haben herausgefunden, dass der Name Mira für Frieden steht.
Und im Spanischen bedeutet auch beobachten, genau. Weiß das Kerngewand, Leute, aber was soll ich tun? Auch zu diesem Auge, ich kann ja nicht, wenn ich den Endband könnte, hätte ich das doch längst gemacht, Leute. Und was ist nochmal im Lateinischen? Im Lateinischen irgendwie Frieden. Ich glaube Rapper oder so. Im Lateinischen wunderbar, im Spanischen Visier und im Slawischen Frieden. Was? Und im Russischen das auch. Ergibt aber alles Sinn. Und im Hebräischen ist der Name abzuleiten von Maria, welcher bedeutet furchtbar sein, schenken und Gottesgeschenk. Aber Mira ist auch echt ein Baba-Name, sag ich ehrlich. Klär dir, Bro, klär dir. Ja, mach ich auch. Und Mira, es bräuchte außerdem noch Prinzessin auf irgendeiner Sprache. Ich glaube, das ist die Tochter von Tobi. Guck mal, das ist die Tochter von Tobi. Ey, Chat, ist der Ramadan schon vorbei? Bis zum 9. Ah. Okay, dann esse ich nicht. Dann esse ich nach Stream. Google-Übersetzer geworden heute. Der ist einfach Google-Übersetzer, Digga. Habt ihr irgendwelche Fragen, die ihr stellen wollt? Hier schreibt einer, der Account und ist fake. Also wahrscheinlich, weil du da nichts siehst, aber ich denke mal, früher oder später werden dann schon irgendwelche Zahlen da vorhanden sein. Nein, den haben wir reingekattet. Den haben wir reingekattet gerade. Ja, warte, Leute, ich kann den auch kurz wegmachen. Warte. So, weg. In meinem Chat sagen die Leute. Nein, Chat, alles gut. Ich muss nicht. Ich warte einfach. Oh Gott. Tobi hat im Chat geschrieben, dass er immer noch Admin ist, aber leise. Nein, das ist ein Fake-Tobi dann gewesen. Lukas? Ja, es gibt so viele Fake-Tobis, Leute. Ja. Komm runter. Ach, Leute. Ich hab einen guten Call im Chat gerade. Ja. Hat sich gar nicht gewundert, warum. Weißt du noch, das hat Tidashi schon vorher schon angesprochen, weißt du noch, was unser Passwort war für die Gruppe? Das hat Tidashi auch eben gesagt, das hast du sogar vorgeschlagen gehabt. Ja. Du hattest als Passwort für die Gruppe ganz am Anfang des Streams, Leute, ihr wisst ja auch, am Anfang haben wir eine Gruppe gemacht. Das Passwort war einfach M gewesen. Ein großes M. Das hattest du gesagt, oder nicht? Das habe ich gesagt. Ruf Tobi an, Tobi hat mich noch nicht entblockiert. Wieso hat er dich blockiert? Ja, noch von damals, keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, er hat sich bei mir noch nicht entschuldigt, nichts. Die Leute schreiben auch Tobi's im Vanish. Warum willst du es wissen? Und ich weiß, das schreiben die Leute. Und ganz ehrlich, ich sag dir ehrlich, wenn Tobi noch Rechte hat und uns hier die ganze Zeit verarscht, ganz ehrlich, dann keine Ahnung, wie man noch Tobi rechtfertigen soll. Er nimmt mir meine Rechte weg, ist der Meinung, dass man sich nicht entschuldigen sollte. Ich bin fein mit ihm, ich weiß, dass er kein schlechter Mensch ist. Aber er soll mal wirklich klartisch reden, was hier abgeht. Er weiß wirklich alles. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er nicht sagen darf oder sowas. Aber wieso ist die Frage? Wie soll was auch immer in dem Eis überprüfen, ob er uns was verrät oder nicht? Was ist, wenn ich einfach zu ihm fahre, in echt, und einfach mit ihm rede? Weißt du gar nicht, wo der wohnt? Doch, inzwischen weiß ich, wo er wohnt. Ehrlich? Ja, also ungefähr. Und wir haben jetzt auch wieder Uni, das heißt... Stimmt, du kannst ihn einfach treffen. Was ist, wenn ich einfach mit ihm in Real Life rede? Der wird auch gebannt in Real Life, Bro. Er wird in Real Life gebannt, sagst du? Nein, wird er nicht, wird er natürlich nicht, aber trotzdem. Vielleicht wird er dann perma gebannt auf dem Server. Schreib mal in den Chat. Warte, wie kann ich das sagen? Ey, gleich ist 11 Uhr, vielleicht passiert noch was um 11 Uhr. 11 Uhr 11 vielleicht, weil da ist der Server aufgegangen. Warte, Trainer, ich muss sogar was testen bei dir. Ist das das Zeichen hier? Nee. Wie kann ich nochmal das... Ich glaube, das Dollarzeichen kann man nicht in Chat schreiben, oder? Alt 4. Aber doch, Chat, warte, geht. Guck. Nein, ich meine dieses andere, das Paragraphzeichen. Das ist aber das Dollarzeichen. Nee, man kann es nicht. Keine Ahnung. Nee. Man kann das Paragraphzeichen nicht in Chat schreiben. Scheinbar nicht. Aber lass mal aufs All gehen, Jungs, gleich 11 Uhr. Einfach Mira heißen würde, was für Frieden. Weißt du, was so perfekt passt? Leise! Ja. Weißt du, Sue? Das wäre gleich 11 Uhr, es ist gleich 11 Uhr. Das wäre echt zu krank. Okay. Lass mal erstmal gleich abchecken. Ich glaube nicht, dass um 11 Uhr was passiert, aber eher um 11 Uhr 11, denke ich mal. Ja. Ich fühle mich wie in dieser einen Kinderwerbung, wo einfach diese Kinder vor diesem Kinderüberraschungsei sitzen und die ganze Zeit nicht aufmachen würden, bis sie bis am Ende die Eltern wiederkommen. Sonst kriegen die zwei so, ne? Aber wir können es nicht aufmachen. Ja, hast glaube ich recht. Ey, es wird genau jetzt Tag. Es ist 11 Uhr, es ist aber nichts. Oh mein Gott. Es ist 11. Es ist nichts passiert. Warte. Es kann was passieren. Aber es ist immer um Punkt passiert. Alles gut. Oh ja.
Ich höre schon hier. Bleib ruhig, Lieber, bleib ruhig. Ich bin das Ei aus der Unterwelt. Ja, okay, Leute. Ach, komm schon. Ich sehe rein gar nichts. Ich zitter's, Jo, hilf mir. Die Frage ist, dieser Countdown, das macht ja keinen Sinn. Wieso ist er da? Warte. Hey, Jo. Hä? Hä? Was das? Kam von hier drin, das kam von hier drin. Ey, ihr träumt doch. Junge, Sio, hör auf zu träumen, Mann! Nein, wirklich nicht. Ich schwöre, das war nicht gerade. 100% das kam nicht von Sio, das kam von unter uns. Also entweder hinter mir oder unter mir. Das war aber das gleiche Geräusch, was wir um 10 Uhr auch hatten. Vielleicht kommt das jetzt um. Also jede Stunde kommt das einmal vielleicht. Das war genau dasselbe Geräusch, als das Ei plötzlich schwarz wurde. Deswegen vielleicht war jetzt irgendwas geändert? Nee, sieht nicht so aus. Nee, also es ist kein Auge da, weil ich dachte, vielleicht ist es wie im Video. Ja. Vielleicht kann man das jetzt abbauen, stellt euch mal vor. Aber vielleicht ist das Video irgendwas, was für nächste Woche angekündigt wird oder so. Ja, sie meinte Eis. Meinst du? Die Leute haben Eishaus gehört gerade aus dem Video. Jungs, lass mal noch bis 11.11 Uhr warten. Eis. Jungs und Muni, wenn ich bitten darf, okay? Achso, Muni. Nein, Trida, nein. Stimmt ja, du bist ja auch noch am Start. Nein. Runter mit dir, sag ich dir, ja. Warte, ist Kian eigentlich noch live? Nee, ich glaube nicht. Er hat keinen Bock mehr. Oh. Ey, Kiro! Ey! Komm mal mit, zu, nee, komm mal mit zum Nether! Hä? Den klatscht man da easy weg, der hat von mir weggerannt. Kommt der? Kiro! Solche Säcke, Mann! Kiro, Junge! Genau. Jetzt kannst du auch immer fliegen, Ich kann auch nicht fliegen, weil die mich geschlagen haben. Ich kann ihn ab. Ja, lass kurz 15 Sekunden warten. Lass ihn mal mobben. War dein Tag so? Wie geht's dir? Leise, Ente. Ey, du bist voll hübsch, ja. Ciao! Ey, ja, ich lauf jetzt. Okay. Ich glaube, du bist wieder geschlagen. Kannst du jetzt eigentlich mal fliegen? Jetzt. Danke. Oh, was möchtest du, Bruder? Öffne dein Inventar. Was ist da, ja? Was hast du für Effekte? Ja, also ich bin stark. Da gucke ich wohl kurz in deinem Stream einfach mal. Ach so, okay, Digga. So ein Ding ist das also jetzt, ja. Alles klar. Oh. Aber danke auf jeden Fall, dass du dein Inventar gewählt hast. Vielen Dank. Ja. Also. Du hast Resistenz 2. Ist er weg? Die haben Resistenz 2, Feuerresistenz 2 und Stärke 2. Alright. Ey, ich hab Kiro geplayt. Das ist keine reale Person, ne? Das ist keine reale Person. Ich hab jetzt herausgefunden, welche Effekte er hat. Nether. Was hat er? Er hat Feuer. Und Stärke. Er hat Resistenz 2, Feuerresistenz 2 und Stärke 2. Ich wusste es, Digga. Guck mal, die Feuerresistenz und Stärke war klar. Ich sag einfach, komm in Nether, öffne dein Inventar. Und da hat man alle seine Effekte gesehen. Was ein Idiot. Okay, warte, weiter. Wartet. Bist du aus einer Kinderserie? Nein. Hä? Bist du ein Tier? Nein. Keine Ahnung, Bro. Bist du Tobi? Ich bin keine reale Person, ja. Nein. Du Mira? Nein. Und Rida, bist du jetzt glücklich? Ich hab dich so auseinandergenommen. Nein. Ja, ich hab keine Ahnung, wer bist du? Was ja, also, man kann es auch in meinem neuesten so, Video sehen eigentlich, so, also. Du bist keine reale Person. Ich find's cool, dass du mich in der Hand hast, finde ich richtig süß. Also ich bin Fiktion, ja. Ich find's süß, dass du Josef, mein Plüschtier, in der Hand hast. Hab ich doch gar nicht. Bro, was soll das? Mich hast du immer noch in der Hand, cool. Ob ich aus einer Serie, aus einem Buch, ich hab einen Apfel in der Hand. Apfel! Ich esse Apfel. Also,
Also, Timmy ist der König, Muni ist die Königin und Mira ist die Prinzessin. Bro. Ganz einfach. Höllenkrieger. Will jemand einen Spaßkampf? Ich war Minecraft-Zombie. Will jemand einen Spaßkampf? Minecraft-Zombie? Ja. Ey, hörst du auf jetzt? Ja? Hörst du auf jetzt? Riley, willst du? Willst du einen Spaßkampf? Jetzt lass keinen Spaßkampf machen, erstmal bis 11.11 Uhr warten. Ich will einen Spaßkampf. Willst du einen Schwertkampf machen? Mit Crystals. Mit Crystals? Ja. Mit Crystals. Hä, wo ist eigentlich Sui jetzt? Ich würde mit Schwert machen, mit Schild, dann bin ich dabei. Alles. Du hast meinen Bogen eingesammelt. Ich hab deinen Bogen eingesammelt. Bro. Stimmt, hier, bitte. Ja. Ist Sui offline gegangen oder was? Ich weiß nicht, wo Sue hin ist. Er ist nicht mehr da. 6 Minuten noch. Warum schreiben die Leute 6 Minuten? Ja, 11.11 Uhr, Digga. Stimmt. Muss mal kurz. Hä, aber Lukas hat eine rote Karte bekommen. Lukas, machen wir? Rote Karte. Boah, ich hab immer so Küste, wenn ich Lust hab. Hä, ich hab Bock. So ein bisschen. Benimm dich. Benimm dich. Ich weiß nicht, nur auf Crystals hätte ich glaube ich nicht so fast Lust. Was ist das? Auf Crystals hätte ich keine Lust wegen Rüstung kaputt und alles mögliche. Ich hätte halt Bock auf Schwert oder so. Oh, bist ein Totempop. Sascha, willst du? Ich drop jetzt seinen Bogen hier. Okay, ich drop jetzt auch seinen Bogen, okay? 3, 2, 1. Okay, Muni, hier, Geschenk für dich. Bunker. Danke. Oh mein Gott. Danke für das Geschenk, haut rein! Oh mein Gott. Gib mir meinen Bogen. Ich hab den nicht. Muni. Oh! Ich hab den nicht. Das hat Zizashi hat den bekommen. Was? Nein! Hast du nicht irgendwas mit bei gesagt? Ein Joke! Achso. Ja, wir spielen jetzt Wert den Bogen, Leute. Zizashi, willst du einen Spaßkampf? Was? Nein, eigentlich mit Crystal. Hä? Warum? Du hast Mähne verkauft! Ey, wo ist Kiro, wenn man den braucht? Mit Schild easy, Bro, da bin ich dabei. Du kannst ihn nicht abholen. Reini, willst du einen? Was ey, Muni, hast du das Geschenk von mir erhalten oder hast du sie geklaut? Bro, die macht Kämpfe viel zu viel Spaß. Gib das Geschenk! Du bist durchgedreht. Das war ein Geschenk von Trian und mir. Bitte, wie lange haben wir noch? Wie viele Minuten haben wir noch? Fantastic, willst du einen Spaßkampf? Nein! Wenn du gewinnst, gebe ich dir ein Stack Crystals. Boah! Ich kann sowieso kein Küste PvP. Ich leg drauf, du bekommst alle meine OP Goldäpfel und normalen Goldäpfel. Ich hab 90. Ich brauche ihre Items nicht, Leute. 90 normale Äpfel und 10 OP Goldäpfel. Kiro, willst du kämpfen? Ja? Komm, ja? Nein, ich will jetzt nicht kämpfen, Digga. Wir kämpfen im Nether. Ja, okay, komm. Ich nicht so lang. Ja, okay. Nein, ich hab nicht genug Goldäpfel. Wenn du gewinnst, gebe ich dir 1 Crystals. Ich geb dir Goldäpfel. Yo! Bro, ich kann nichts mit dir. Hey, ist wieder da! Warte, nee, ich war nicht gebannt. Ich weiß, du warst ein Joke. Man sieht rechts mein Profilbild. Warte, Susi, ich muss mich kurz mal... Susi, wo warst du denn? Nein. Susi? Warte, Chantal? Ich glaube, Chantal war kurz Kiro, hier. Komm, never! Was? Nein, jetzt lass bis 11.11 warten. Danach können wir mal gucken, spontan, Digga. Oh, Mann, oh! Oh, Manu! Oh, Manu, Manu! Ach, stimmt, das klappt ja gar nicht. Siu, was machst du? Sorry, ich hab grad noch ein paar Sachen angeguckt. Ich hab mir noch mal den Kanal angeguckt. Ich hab noch mal ein paar Sachen analysiert. Finde ich gut. Genau das alles angeguckt. Finde ich gut, Siu. Finde ich ehrlich gut. Eigentlich nur genau das, was wir eh schon alle wissen. Also ich habe leider nichts Neues daraus gefunden. Du hast direkt schon Fake-Accounts erstellt, hast du mich eigentlich nicht gesucht, selber, ehrlich? So krank. Wie bitte? Warum hast du mich beim Akinator nicht gesucht? Verzeih mir. Verzeih ihm! Das nächste Mal vielleicht. Mich gibt's da eh nicht. Das müssen wir ändern. Mich gab's auch letztens. Das müssen wir ändern, Kiro. Da musst du dir noch ein bisschen mehr auffallen, ne? Ja, safe. Irgendwie kann man sich das selber nicht irgendwie einreichen oder so? Ey, mich gibt's bei Akinator. Erst ich hab für dich ein richtig krasses Geschenk, okay? Du darfst dich ausrasten. Was denn? Ein Totem. Wow! Ein Buch! Also nur mal so, Jungs, ich hatte so eine gute Idee, ich habe alle meine Totems umbenannt. Will jemand mal die Schalter sehen? Was, die werden geklaut, Bro. Mach mal hin, ja, stimmt. Ich meine natürlich den Leuten, die ich vertrauen kann, wie Sue, da Ryan. Ja, oder mir. Ah, okay, so Trida Kiro. Ja, Digga, ja. Du hast du mich schon gesehen? Nein. Achso, ja, du natürlich auch. Ja, hey, was, wer? Es war Tobi, der es noch gesehen hat. Die Tasche, zeig mal die Schalker. Okay, Bro, warte, ich zeig dir. Warte, ich hol raus.
Was wird das hier? Warum attackierst du ihn? Ey Jungs, noch eine Minute! Eine Minute! Ich glaube, es muss was anderes passieren. Es ist 11 vor 11. Der Server geht wieder aus. Live Event! Imagine. Bro, ich hab gar keinen Bock mehr. Nein, alle werden gebannt. Let's go. Let's go. Aua. Selber getroffen. Es ist gleich soweit. Oh mein Gott. Es ist gleich soweit. Das Ei ist on fire. Oh no. This Ei is on fire. Elf vor elf. Es ist noch nicht. Fire. Das Ei ist gut gewärmt. 11 vor 11. Jetzt noch nicht? Ich jetzt. Weiß. Jetzt, 11 vor 11. Jetzt ist 11 vor 11. Nein, jetzt bei mir 11 vor 11. Hä? Stell mal deine Uhr richtig ein. Schade. Nein. Jetzt, chill. Warte. Es muss schön. Was passieren, Digga. Warum muss? Es ist um 11 Uhr schon was passiert. Stimmt. Vielleicht denn. Ey, wir müssen bis 11 Uhr 11 abends bleiben, Leute. Let's go! 24 Stunden Spiel! Kiro de Chico! Komm in Nether, Alter! Auf damit! Gib mir nicht auf mein Ei! Du kriegst, wenn du gewinnst, OP-Goldäpfel. Ach, schade, nichts passiert. Ja, ich hätte auch irgendwas. Triff den Lukas! Ey Jungs, ich bin erstmal raus, ne? Ich bin noch eine Runde Akinator und such mich selber. Tschüss, Nase, tschüss. Tschüss. Hey, stimmt, ja, toll. Na dann, ich gehe meine Villager weiter versklaven. Ich hab eine Mission. Ey, yo! Was denn? Was er sagt! Ey, oh, hast du gerade eine Person angeschossen, Sue? Was ja, oh, der dieses Wort gesagt hat. Ja, das sage ich, davon distanziere ich mich auch. Davon alles gut. Ich distanziere mich von solchen Aussagen. Ich distanziere mich auch komplett von sowas. Ich habe ihn weggeschossen, ich auch. Okay, trennt sich jetzt unsere Wege? Kann sein, Bro. Muni, was sagst du, zu der ganzen Geschichte? Kennst du einen... Kennst du Mira? Ja? Nee, kenn ich nicht. Ich kenn Mira, bei mir ist Mira im Chat. Die Arme. Uni, bist du zufrieden mit den Sachen, die gerade auf der YouTuber-Insel passieren? Kritisch, viel Krieg und so. Also eher nicht. Fühlst du dich wohl als an der Seite von Timmy? Hä? Ist sie doch nicht mehr. Bin ich ja nicht mehr an der Seite von Timmy. Ach stimmt ja, er hat dich ja... Besser so. Er hat dich betrogen. Ich hab dich gewarnt. Du hast nicht auf mich gehört und auch nicht auf Statistik. Okay, dann nicht Statistik. Ich wollte gerade Wingman machen. Hier. Bist du traurig, dass er das mit dir abgezogen hat? Ja. Oh Mann. Verdammt, Mann. Okay. Was machen wir dagegen? Ich weiß es nicht. Gar nichts. Sollen wir einen Auftrag machen? Muni, willst du uns einen Auftrag geben? Ja, gib uns Auftrag. Sollen wir Timmy exekutieren für dich? Sollen wir dir seinen Kopf bringen? Ich höre nichts, halt so redest. Mathematischer Fehler. Ach so, ups. Was hast du jetzt gesagt? Ich war kurz sollen weg. Wir dir Timmys Kopf dafür bringen? Für das, was er dir angetan hat? Ich regel es selber lieber. Du regelst das selber. Das ist erwachsen. Das ist gut. Da schreibt gerade jemand in meinem Chat, Zitashi ist besserer Mann für sie. Nein. Denke ich nicht. Ja, ich denke auch nicht. Hallo, ich habe nichts gesagt. Ich finde das gut. Was machen wir jetzt? Tasha Kopp bekommen. Mamuni? Also, ja. Echt jetzt? Ja. Was machen wir jetzt mit Mira, Leute? Wer ist Mira? Da ist sie direkt hingeflogen. Er hat einen Korb bekommen von Mooney? Wieso hat das überhaupt versucht? Guck mal, ich hab eine Nachricht vom Chat vorgelesen. Da stand irgendwie, Tasha ist besserer Mann für sie. Und dann hat er irgendwie gesagt, hat sie gesagt, nee, ich glaube nicht. Wo ist Jürgen? Er ist weg. Hä? Okay. Aber ich glaube, ich gleich auch weg. Es ist Zeit. Ja, ich kann halt auch nicht weitermachen. Meine Quest ist einfach, dass ich muss bis 12 Uhr warten. Ich muss bis 12 Uhr warten. Bis 12 Uhr? Ja, guck, ob eine neue Seite kommt. Aufzuschlagen!
Ich hab Muni gefragt, wie sieht's aus mit Statistik? Sie hat gesagt, immer noch bester Freund. Runter mit dir! Obwohl, ich hab gefragt, Timmy, über das Statistik. Sie kann sich nicht entscheiden, obwohl Timmy ihn, sie betrogen hat. Das ist crazy. Das ist echt crazy. Leute, die stellt ja zu mir, weil wir beste Freunde sind. Sie kommt, warte. Oh, ich kann nicht landen, Bro. Hey, Bruchpilot! Zitashi, ja. komm mit, ganz wichtig. Nein, ich komm nicht mit. Moni, stimmt das, was Zitashi mir gerade erzählt hat? Was denn? Du kannst dich nicht zwischen Timmy und Zitashi entscheiden? Zitashi ist mein bester Freund und Timmy mein Ex. Timmy dein Ex? Okay. aber ich sag dir ehrlich, Zitashi kann dich wenigstens beschützen. Laber keine Scheiße, ich kann niemanden beschützen. Ich kann mich nicht selber beschützen. Ich sag dir ehrlich, ne, ich war ja der Stärkste, aber jetzt, ich sag dir ehrlich, Ridan. Ridan ist ein Mann, er haut alle weg. Hast du gehört, 1 gegen 3 gegen Höllenkrieger im Nether. Okay. Ist mir auch egal. Okay. Ist mir Mutter egal. Nee, Ridan Maschine. Warte. Weil Song, Moni, ich bin im Loch drin. Was? So, weil Song. Das ist crazy. Ja, Songs sind cool. Timmy könnte dein Herz wieder erobern, wenn er für dich einen Song. Ich weiß nicht. Hä, wo sind die? Natürlich, ein Song ist viel Arbeit. Genau. Okay, ich frag nur, weil vielleicht alles gut weg hier. Was macht ihr? Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Was habt ihr da gemacht? Moni? Moni, komm mit. Oh mein Gott. Tut mir leid, ich wollte auf dem Klo. Nein. Moni. Was ist los? Das sind Liebesgeräusche. Das sind Liebe, das sind Geräusche der Liebe. Danke. Wirklich? Warum ist denn Crystal? Und weiß ich nicht. Ich würde nicht drücken. Nein. Obwohl es eh nur drei Herzen. Ist jemand verliebt. Was? Ja. Hä, wieso hat man das Herz bis hier? Ich weiß das Herz nicht. Ist das normal? Oh mein Gott, das. Das ist Zitastics Herz, das schlägt für jemanden. Hä, hey, nee, warte mal, das war grad nicht so. Hier, Spaß beiseite. Hä? Das war grad nicht so. Das Herz bis hierhin, Jungs. Das ist lauter geworden. Es ist lauter geworden. Hä? Oh mein Gott, bald hört man das auf der ganzen Insel, oder was? Leute? Dann mache ich meine Minecraft-Sounds aus. Es ist lauter geworden. Also, wir haben gerade ein bisschen gefragt. Und Muni kann sich immer noch nicht zwischen Timmy und Zitastic entscheiden. SU, glaub mir, das wird sich in der nächsten kommenden Woche wird sich das hoffentlich ändern. Aber ich sag mal nicht. Was? Du willst Muni für dich erobern? Nein, also, man kann so und so sehen, wir sind ja beste Freunde, ne? Muni. Tai Chi. Das Auge ist das Auge von Tobi. Tschüss, Muni. Ey. Das ist meine Spectator-Plattform. SU, denkst du, ich kann ihr Herz mit dem Song erobern? Safe. Das ist ein guter Vorschlag. Hast du es gehört, Muni? Jetzt Spaß beiseite. Ich habe natürlich vorhin auch die ganze Zeit Spaß gemacht. Aber mit so einem Song, wirst du bestimmt ihr Herz erobern können. Wenn das Song gut ist, wenn das Song gute Lyrik hat, dann safe. Schuss ins Herz! Sag's, du bist aber von beste Freunde auf allerbeste Freunde hochgestuft mit dem Song. Ey, Mann, Junge! Aber er will. Muni, warte. Du willst sehen? Nicht. Ich und Muni sind beste Freunde, ne? Muni, das bleibt doch so, alles gut. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ändert sich das ja auch. Aber alles gut. Seite, komm mal mit kurz. Guck mal, da hinten ist dein Bogen. Das hier ist meine Liebe. Ach du Kacke. Da, wo ich drin stehe. Wer das kaputt macht, die ganze Burg geht in die Luft dadurch, ne? Ja, ich weiß nicht, wer hat das platziert überhaupt? Ich. Am Morgen, ja. Mach Wasser drüber. Alter, du hast meinen Wassereimer weggenommen. Was ist los? Geht, ne? Aua! Mein Wasser! Das war meins. Ich hab mein Wasser auch. Mein Wasser ist weg. Pech. Muni! Also guck mal, ja. Es wird sich nichts ändern zwischen euch, wenn ihr einen Song für dich schreibt?
Er ist immer noch mein bester Freund. Ey, Muni. Das ist crazy, bro. Also, stell dir mal vor, Timmy macht für dich jetzt ein Liebessong und entschuldigt sich für alles. Dann würdest du doch wieder mit ihm heiraten, oder? Mal gucken, vielleicht. Das ist ein gutes Zeichen. Bruder, du wurdest schon fünfmal als bester Freund abgestempelt. Halt die Fresse. Alter, er ist doch mein bester Freund. Loser. Sag mal, nie, was denn so. Hey! Nimm den Loser! Oha, oha, oha! Ein Crystal, es macht Boom! Nein! Danke, Bro! Alles gut, Testik, ich glaube an deine Chancen. Nach dem Song, allerbeste Freunde! ABFF! Das heißt doch nicht, dass ich einen Song rausbringe. Seid ihr dann ABFF? Lukas, bist du da? Lukas? Ja, sind sie. Du hast ja Solo-Leveling geguckt, ne? Ja. Ohne zu viel zu spoilern, ist einfach nur eine Frage. Solo-Leveling, da bin ich dabei. Heißt die Statue auch vielleicht Mira? Ja. Nee, ne? Nee. Nein, dann heißt sie nicht. Die heißt Gottesstatue oder so. Okay, dann hat das ist einfach, sie hat nicht mal einen Namen, die Statue, soweit ich weiß. Ich habe auch gerade schon den Leuten erzählt, guck mal, das Ding ist, wir haben gerade viel zu viele Rätsel, die wir noch nicht gelöst haben. Einmal Unheil 0, was wir quasi, wir haben dieses Rätsel ja nicht gelöst. Wir haben das da stimmt. Gescheitert, sind gestorben. Das heißt, diese Statue müssen wir auch irgendwann besiegen. Die Frage ist, wann? Das Portal gerade dazu ist ja zu. Und jetzt nochmal das Ei. Das heißt wirklich, wir sind aktuell mit so vielen Rätseln beschäftigt. Ich hoffe, wir schaffen für alles eine Lösung zu finden. Die Statue existiert ja auch noch. Ja, 100%. Und die hat Tobi ja auch getötet. Das heißt, wir sind ja logischerweise immer noch in Unheil 0 drin. Unheil 0 geht immer noch weiter, Jungs. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Tut mir leid, dass ich verschlafen habe. Hoffentlich ist nichts passiert. Du kommst ein bisschen zu spät. Bro, ich weiß, tut mir leid. Bro, es tut mir leid, ich wusste nicht, Wecker hat nicht geklingelt. Hast du gut geschlafen? Stark, Bro. GZ. Ja, ein bisschen. Bro, verpasst Alter, alles. Filmer, Bro. Erzähl mal, was passiert, Sue? Erzähl mal, Tridan, was ist los? Boah, alles gut? Sue, ich lasse dich mal in Ruhe, ne? Mach mal ein Stunden-Review von allem, was wir gemacht haben. Viel Spaß. Nein, ich bis später. Och, Mann. Tigger! Allerbeste Freunde für immer. Allerbeste Freunde für immer. Oha. Sue? Was ist das hier? Can you tell me because of the was because of the because of the Er hat mich angegriffen, das Ding ist sauber. Was Schutzcall, Schutzcall. Nein, Black Egg. Das Ei hat sich geöffnet, das war ein Pokémon. Schlag mich einmal, ich töte dich. Ein Crystal, es macht Boom. Verstanden. Auch mit Faust. Okay. Alter, beste Freunde für immer, Mann. Lass mich in Ruhe, ich nenne dich jetzt nur noch so. Oh. Alle beste Freunde für immer. Ich kann nicht fliegen. Hä, was ist das für ein Countdown da oben? Ach, Leute. Ey, guck mal. Denkt ihr... Nochmal. Was ist das für ein Countdown, Dridan? Er ist erschienen. Er ist erschienen. Ich muss mich aber jetzt muten, Bro. Ich muss kurz reden. Er ist erschienen aus dem Nichts. Das Ei wird schwarz. Also, Leute, denkt ihr... Denkt ihr, dass ich trotzdem jetzt noch Nachrichten bekommen werde, Leute? Oder war das jetzt wirklich die letzte Nachricht? Aber wenn das wirklich die letzte Nachricht war, warum wird mir dann das hier geschrieben? Ich hab's, guck mal, dieses M war seit heute 12 Uhr nachts da. Das heißt, es war klar, dass es passiert. Ich hab schon Anspielungen gemacht, zum Beispiel das mit dem Voice-Chat Passwort, großes M. Und es hat auch keiner gecheckt von Lukas und Stasch haben es beide nicht gecheckt, weil die halt davon noch nichts wussten. Irgendwann hat Rainy ein Video bekommen von einer gewissen Projekt M. Wir wissen jetzt, dass das Projekt Mira heißt. Das Ei ist jetzt schwarz, der Countdown macht komische Sachen. Ja, und wir wissen jetzt einfach nicht, Tobi weiß mehr, Kieran wird gebannt. Aber, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, was jetzt der nächste Schritt ist. Ich glaube, der nächste Schritt ist wirklich bis 12 Uhr zu warten, Leute. 12 Uhr das Buch holen. Und dann gucken, ob da wirklich eine Nachricht steht.
Das ist, glaube ich, mein nächster Schritt, Leute. Mehr weiß ich nicht. Aber wir haben eine sehr, sehr wichtige Sache geschafft, Leute. Endlich kümmern sich Leute um das Ei. Endlich kümmern sich Leute darum, Leute. Endlich checken die, dass es eine Bedrohung ist. Endlich ist es soweit. Ich glaube, das wird auch auf Zerstörung basieren. Sue, kannst du kurz runterkommen? Klar. Hier runter. Ich bin bei dem Richtung Ei. Ja. Bro, es freut mich richtig, dass du dich jetzt auch darum interessierst, um das Ei. Endlich Bro, mal weißt einer. Du warum? Warum? Weil ich dir ehrlich sagen, weil Kian gebannt wurde? Nein, Bro, also irgendwas stimmt da auch nicht, das mit Kian, das muss ich noch herausfinden. Also er hat relativ locker und gelassen geredet, deshalb keine Ahnung, ob das jetzt permanent Bann ist. Oder vielleicht hat er irgendwas, was wir noch nicht wissen und deshalb durfte er das nicht sagen, weil Bro, am Telefon war richtig gelassen so. Und wenn du wirklich permanent gebannt wirst, dann reagierst du anders. Ja. Da sagst du nicht, ja, ich wurde gebannt, so, weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Aber wirklich, endlich kümmern sich Leute darum. Es war mir so wichtig, dass endlich mal jemand Bro, checkt. Weißt du, ich sag dir jetzt warum. Das Ding ist einfach, weil wir jetzt heute zum ersten Mal Informationen bekommen haben. Die Tage davor war einfach nur dieses Ei. Klar, ich habe versucht, ein bisschen abzubauen die ersten Tage. Klar, ich habe versucht, irgendwie mit anderen TNT zu platzieren. Hat ja alles nichts gebracht. Aber heute, Bro, das, was heute jetzt passiert ist, dieser Countdown, die Farbe hat sich geändert, Mira, irgendwie der Name, dann irgendein YouTube-Kanal, Reine bekommt irgendein Video zugeschickt. Und das Ding ist, irgendeiner macht das gerade mit uns, zu 100%. Irgendeiner spielt dieses Spiel gerade mit uns. Aber egal, was es ist, ich spiele gern dieses Spiel mit, weil es einfach Unterhaltung pur ist. So, keine Ahnung, es macht Bock. Es macht Bock, mit dem Chat diese Rätsel zu lösen. Safe, das ist richtig heftig. Eine Sache habe ich noch ein Buch bekommen, was aber für mich immer noch keinen Sinn macht. Und zwar war das so eine Audiodatei. Audiodatei? Ja, aber das hört sich richtig komisch einfach an. So. Ja, diese Geräusche, die von dem Ei kamen, vorhin um 10 und 11 Uhr, waren ja auch echt komisch. Ja, auch, also ich weiß nicht, das Ei ist mysteriös. Und ich habe wirklich, das macht mir ein bisschen Angst irgendwie. Niemand hat sich drum gekümmert. Jetzt fangen Leute endlich an zu checken, was das es da ist. Ja, ich verstehe auch die anderen ein bisschen, dass sie nichts gemacht haben, weil Bro, guck mal, warum sollte man 24 Stunden, 7 Tage hier, am Anfang haben das die Höllenkrieger echt gemacht, die haben ein paar Tage die ganze Zeit gechillt, keine Ahnung, ja. Warum die auch wieder gerade nicht online sind, ganz zufällig, so weißt du? Auch komisch, ja. Immer beobachten die hier oder warten beim Ei, ausgerechnet heute, wo was passiert ist, sind die nicht beim Ei. Ja. Als ob die genau wissen, dass jetzt dieser Countdown quasi hier erscheint, plus das, was wir gerade gehört haben. Vielleicht haben wir auch schon die ganze Zeit Informationen vorher, ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall das mit Kian klären. Ganz wichtig. Okay, aber ich glaube, ich würde jetzt gleich weggehen. Ich will offline gehen. Okay, Bro. Okay, falls irgendwas Neues auftaucht, sag Bescheid. Vielleicht wurden die Höllenkrieger gebannt? Glaube ich nicht. Zeig mal den anderen Schuss. Ja, alles ist. Miep, geht hier rein und geh wieder weg. Finde ich gut. Er hat Hälfte seiner Items geknallt. Warte, wer war das nochmal? Moni hat Pishta geholt. Ja. Aus Versehen. Ey, wo sind die Items hin? Wo sind die Items hin? Alle weg. So, Tridan. Tridan, einfach stell, die kommt hier rein mit Elytra, fliegt hier rein, geht an die Kiste, sagt so Miep. Und einfach nur Sachen raus und fliegt wieder weg. Herrlich? Ja. Er guckt sie so an. Miep. Geht hier ran, geht wieder weg. Danke für den Loot. Das ist eine richtig geile Szene. Ich liebe dich, einmal Steinchen. Ey, hört mal auf meinen Dings reinzugehen. Bro, das war Alpha-Steinchen. Ach komm weg, schon, Bro. Digga. Also die Ender Crystals hab ich genommen. Die darfst du nicht haben. Oh, das ist gut. Ich will anders. Ich bin danach hier heiser, ich hab Halsschmerzen. Roadrunner, stimmt, das ist Roadrunner, dieses Meme, ne? Ja, das ja. Ja, rechts klicken, dann kriegst du alles rein. Also. Ey, das ist so deine Schuld, Digga. Mann, das fuckt mich gerade richtig ab, Alter. Ich bin gerade reingekommen und dann OOC, merk ich das, Alter. OOC, OOC, Matt. OOC, Matt, Mann. Warte, wo ist so ein Steinchen? Steinchen? Ist er nicht zu Hause? Ah doch, Steinchen! Nein. Was hast du ihm geklaut? Ey, nur Raketen, Karotten, Kohle, Totebe. Hat er mir alles geschuldet. Was hast du für ein Geräusch gemacht? Miep, miep. Ja, kannst du ein bisschen Fleisch geben?
Hast du von ihm zwei Fleisch? Steinchens Freundebuch. Über Steinchen. Bin ein Stein. Bin sehr stark. Bin sehr hilfsbereit. Bin ein Stein. Snoopy. Farbe Rot. Tierschwein. Sag was Nettes über mich. Du bist so toll und bist einfach der beste Haufen Sabber auf der YouTube-Insel. Datum. Ja, okay. Schreib auch was rein. Name. Ried an. Farbe weiß. Hobbys Crystal. Meine Worte an dich. Du bist manchmal witzig. Bitte hör nie auf. Warte. Bitte schön. Gehst du vor nochmal? Ja, mit Trinken, Farbe weiß, Farbe ist Christi, meine Mutter dich, du bist mein zwei mich, witzig, bitte hör nie auf, mich zu nerven, ich mag dich, Ebbe! Okay, guck mal, ich hab ein Angebot für dich, okay? Danke. Wenn du jetzt zu Pischter fliegst und ihn einfach umklatscht, kriegst du einen Opilgott-Apfel? Warte mal, ich will mir ganz viel machen. Bitte. Bitte. Oh nein. Ja, bitte, das ist gut. Bitte. Warte, nein, warte, warte. Bitte. Bitte. Ja, warte. Bitte. Warte, warte, ich hab ihm Auftrag gegeben. Er muss Pischter töten, dann kriegt er OP-Gott-Apfel von mir. Echt? Ey, du bekommst auch einen von mir, wenn du es machst. Also so Pischter testen oder was? Pischter holen. Frage. Such ihn, such ihn. Ey, habt ihr noch Akin ein bisschen? Ich hab nur noch 10. Ja, komm, ich hab nur noch 30. Ich hab auch nichts mehr. Warte. Ich hab keinen Ender-Chat, ey. Dankeschön. Ey, müsst ihr ihn suchen? Ja. Nein. Einfach steig ihn, such ihn. Wo ist er? Mal, ich muss mal ganz kurz was nachgucken. kurz nachdenken, wo er sein könnte. Kurz. Ja, ganz kurz nachdenken, weil ich muss kurz mein Gehirn anstrengen. Ich vermute mal, er ist beim Ei. Okay. Ja, Bro, du hast meine Sachen geklaut. Bitte, ich geb dir, okay? Weil mir geht es so nicht gut. Digga. Bitte, ich muss. Wie schnell war das? Nein, du darfst nichts nehmen. Wenn ich sehe, dass du da drin bist, dann kriegst du auch jetzt. Komm her, du bekommst noch eine Belohnung. Schalt mich einmal mal. Hier, ne. Nein, falscher Gott. 58 Items, wenn da eins fehlt, dann. Er will sie nie wieder hochkommen, er will sie nie wieder hochkommen! Er will sie nie wieder hochkommen! Warte, ich krieg eine Enderperle. Wo kommt hier geht keine Enderperle. Hier geht keine Enderperle. Hier deine Belohnung. Hier deine Belohnung. Aber wieso war er so low? Wieso ist er direkt umgegangen? Weil er Hydra anhatte und die machen keine Ahnung. Ey, ich bin schon deine Prinzessin. Man macht halt viel Damage. Ich mach Hydra aus, ich mach dir auch so viel Damage. Zieh mal Hydra an, meine ich. Bring jetzt deine Hydra auf dich. Zieh mal Hydra an, Lukas. Wieso? Ich mach dir auch so viel Damage. Guck mal. Du machst mit zwei Herzen. Ja. Er hat ihm 5 Schläge gegeben. Bitte, bitte. Wieso nennt man sein Schwert Handstand? So, ich hol mir erstmal meine Schalterkiste wieder, die er mir geklaut hat. Oh! Nein, geh weg. Nein, du klaust ihm nichts. Du klaust ihm nichts. Du klaust ihm nichts. Er hat meine Schalterkiste, Leute. Ich klatsch dich, wenn du dir irgendwas klaust. Nein, ich klau nicht. Bro, Digga, geh mal jetzt weg. Ich töte dich jetzt einfach. Hat du irgendwas genommen? Nein, ihr tötet euch jetzt nicht. Bro, wo ist meine Schalterkiste? Ich hab nicht gekillt.
Aber wahrscheinlich hat seine Belohnung bekommen. Er hat meine Belohnung auch bekommen. Ja. Ey, Fischer. Ich hab dir meine Schlagerkiste gegeben. Ey, ihr müsst auch. Ey, Steinchen, gibst du dein Freundebuch? Warte, geh mal weg. Hey, geh mal weg. Sue, lest laut vor. Ich will gucken, was das ist. Von Anfang bis Ende, laut drüber lesen. Steinchens Freundebuch. Leise. Lieber Steinchen, bin ein Stein, bin sehr stark, bin sehr hilfsbereit, bin ein Stein. Name ist Snoopy Rot. Schwein, sag was Nettes über mich, du bist so toll und bist einfach der beste Haufen Sabber auf der YouTuber-Insel. Tridan, meine Worte an dich, du bist manchmal witzig. Hä? Hey! Sue, was hast du getan? Sue, was ist passiert? Jungs! Was war das? Hast du probiert, was herauszufinden? Nein, aber vielleicht steht in dem Buch irgendwas drin, was ich nicht vorlesen durfte. Das ist Steichens Freundebuch! Hä? Ich will auch, reinschreiben. Ich auch. Meine Worte an dich, du bist manchmal witzig, bitte hör auf. Ich mag dich ein bisschen. Liest das letzte Wort auch vor? Uwu. Klepp das! Bitte! Das war's mit dir, Sue. Das wird noch hochgepitcht, wird noch ein bisschen weiter gepitcht, oder? Sue sagt, ey, mir wird's wirklich. Sue hat Uwu gesagt. Sag mal nochmal. Hä, seid ihr lost? Also, Uhu-Kleber oder was? Ja, Uhu-Kleber. Warum hab ich gerade Schläge bekommen? Keine Ahnung, gib mir das Buch. Ey, Sue, du musst auch einschreiben. Nein! Ich schreibe als nächstes. Hä? Nein. Geh mal weg hier. Ah, okay, ich kann nicht mehr. Ey, Jungs, her, Mädels, ich bin jetzt weg. Komm. Ich will auch. Ach ja, wir gehen mal kurz in mein Zoo. In meinen schönen Zoo, Leute. Auf mein Pferd. Ey, was machst du denn da? Jeb, was mit deinem Bruder passiert, Bro? Hä? Jeb! Was ist passiert, Bro? Jeb? Weißt du, was mit Jeb ist? Nimm mein Fleisch. Warum nickst du? Okay, alles gut. Ich werd schon verrückt hier. Pferd, beziehungsweise den Namen, den ich im nächsten Video noch machen werde. Du kommst auch hier hin. Ey, Tiere sind so geil in Minecraft. Tiere sind so nice. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle den Stream mit meinen Tierchen. Freunde, es war wirklich ein geisteskranker Stream. Morgen kommt, denke ich, ein Video. Montag auch. Und dann halt die Woche wieder durch. Ne? Vielleicht streame ich irgendwann die Woche. Entweder auf YouTube oder auf Twitch. War wirklich geisteskrank. Ey, nochmal vielen lieben Dank an die ganzen Finanzierung, die heute reinkam. Guck mal, danke an Moritz, an Mia, an Annalena, an fettes Dankeschön an Julius, MK Dankeschön, auch fettes Dankeschön an Daniele Lehmann, wirklich geisteskrank. Dann an Bobby auch, vielen, vielen lieben Dank. An Elis auch und an Norvin, vielen, vielen, vielen lieben Dank für die krassen Support heute im Stream. Freunde, ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Heute um 12 Uhr nachts nehme ich dann auf jeden Fall safe wieder auf, ob irgendwas im Buch erschienen ist oder nicht. Wir sehen uns dann morgen, denke ich mal, in einem neuen Video, Freunde. Ich hoffe, ihr seid wieder alle am Start. Danke wirklich vielen, vielen lieben Dank für euren krassen Support. Jeder, der heute auch einfach am Start war. Ihr seid die heftigsten, wirklich. Klopft euch selber auf die Schulter. Ich liebe euch alle. Road to 100k. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Ich küsse eure Herzen. Haut rein. Und ciao.